Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zurück an unserem Spieletisch. Ich bin's, der Pete. Neben mir sitzt wie immer Alex. Und wie ihr seht, geht's heute unter Wasser, auf dem Wasser zu, denn wir haben uns noch etwas Hilfe geholt. Deswegen ist der Winkel auch etwas anders, als ihr es kennt. Und zwar ist der liebe Leslie mit uns dabei, den wir bestochen haben oder so lange genervt haben, bis er nicht nachgegeben hat, uns Too Many Bones zu erklären. Genau, wir spielen nämlich heute ein lang ersehntes Let's Play von uns und haben uns die Unterstützung geholt, weil die Regeln von Too Many Bones, die sind vielfältig. Viele Sonderregeln, auch das Ganze nur auf Englisch erhältlich und das ein oder andere Wording ist auch nicht so einfach, also vielleicht machen wir auch noch den einen oder anderen Fehler, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Wir haben uns entschieden, Too Many Bones gleich mit der Erweiterung Undertow zu spielen. Pete und ich, wir spielen einen Charakter aus dem Grundspiel und Leslie hat sich einen Charakter aus der Erweiterung ausgesucht und wir spielen auch im Setting dieser Erweiterung. Das heißt also, wir können sowohl auf dem Land als auch auf dem Fluss kämpfen. Ihr werdet aber gleich sehen, was das alles überhaupt bedeutet. Und ja, Too Many Bones, sowohl die Erweiterung als auch die Extra-Charaktere und ist natürlich von Ship Theory Games und von den beiden Herren Adam und Josh Carlson entwickelt worden. Und dann gibt es natürlich, können wir den Illustrator, Entschuldigung, habe ich jetzt hier gerade gar nicht dabei, aber da sind neben Illustrator und noch einigen Editor-Leute, also einige Leute dran beteiligt gewesen. Und ja, das kann man auch cool solo spielen. Viele machen das sicherlich auch, weil, wie gesagt, es hat dann doch die ein oder andere komplexe Regel dabei und auch Charakterbuilding, das werdet ihr auch gleich sehen. Wir spielen es heute aber zu dritt. Und bevor wir jetzt in weitere Geschehnisse eingehen, werde ich doch einfach mal den Leslie bitten, seinen Charakter vorzustellen. Eintauchen wäre das Wort. Eintauchen, ja, verdammt. Leslie, tauch doch mal in deinen Charakter ein. Also ich spiele heute mit Duster. Duster ist ein Melee-Range-Charakter, also grundsätzlich ein Nahkämpfer, der aber auch Fernkampfangriffe zum Teil machen kann. Und Duster wird begleitet durch sein treues Haustier Nightshade, das schlicht und ergreifend ermöglicht, dann doch mit vier Charakteren an den Start zu gehen, auch wenn wir nur zu dritt sind. Sehr schön. Leslie, erzähl uns doch vielleicht ganz kurz nochmal, was so deine grundsätzliche Strategie ist. Ihr seht jetzt hier schon diesen Charakter-Building-Bogen. Da gibt es unterschiedliche Skill-Trees. Und in welche Richtung willst du dich denn ausbauen, Leslie? Ja, ich werde auf jeden Fall versuchen, Nightshade auszubauen und ihn zum Alpha-Wolf zu machen, damit dann noch das ist mehr... Doch Beats eigentlich. Ja, ich wurde heute abgeschoben. Ich darf nur noch mit kleinen Überraschungseiern spielen heute. Damit Nightshade auf jeden Fall mit mehr Health ausgestattet ist und länger durchhält bei den Kämpfen und ich werde Duster noch die Wurfmesser besorgen, damit er im Fernkampf auch noch weitere Ziele angreifen kann. Das hört sich schon mal vernünftig an und Pete, du hast es schon angedeutet, du willst heute mit Eiern spielen. Nein, du genau. Spielst... Ich spiele Boomer und was Boomer natürlich schon vermuten lässt, ist, dass sie zwar wirklich kleine Dinge in ihrer Tasche hier transportiert, allerdings werden die auch, wenn gewollt, mal explodieren oder auch nicht. Das heißt, ich spiele so einen kleinen Tech-Charakter, der fängt halt hier an mit so ein paar Würfeln, damit sie ihre Bomben bauen kann, die ich dennoch aber erstmal füllen muss. Das heißt, also ich muss noch hier die Sonderwürfel kaufen, damit irgendwas passiert mit den Bomben, die ich habe. Und hier kann ich mich noch ausbilden lassen, dass ich halt mehr Dinge finde. Ja, wie ihr hier auch seht, hier sind so die Standardwürfel für Lebenspunkte, Geschicklichkeit, Verteidigung und Angriff. Die sind bei jedem auch unterschiedlich und können, wie mit den Würfeln angezeigt, verbessert werden. Wir machen heute einen etwas leichteren Start und fangen dementsprechend mit ein bisschen mehr Lebenspunkte schon an. Und auch eine Fähigkeit habe ich gesteigert. Ich kann also jetzt mal angreifen. Und falls ihr euch fragt, das ist ja doch eine ganze Menge. Und das kann ich bestätigen, denn ihr seht hier, zu jedem dieser Charaktere gibt es einen doppelseitigen Bogen über die Würfel, wie sie aussehen, welche Fähigkeiten sie machen und über Geschichte und Möglichkeiten, wie man sie spielt. Deswegen, das hat jeder Charakter, auch der Alex sein. Auch was hast der du? Alex. Der Alex sein. Der Deutsch. Alex hat sich wieder mal für die Support-Klasse entschieden. Mein Motto ist ja immer, gibt es einen Heiler, ist es meiner. Irgendwie hätte sich das jetzt noch rein können. Was auf Keiler oder so. Egal. Jedenfalls bin ich der gute Patches.
Patches. Oh, Houlihan. Ist aktuell der Mann mit den meisten Leben. Und ihr seht es hier auch so. Ship Zero Games ist auch wirklich der Name Programm an der Stelle, denn das Ganze wird mit so Poker-Chips hier gespielt. Und ja, wir haben unseren Charakter und darunter die Lebenschips. Und Pete hat es ja schon angedeutet, wir haben 2 Leben extra und schon einen Erfahrungspunkt. Und den Erfahrungspunkt habe ich mir hier gegeben, um meinen ersten, ja, persönlichen Würfel zu geben, nämlich das Medikit. Und das werde ich versuchen, nachher auch ein bisschen weiter auszubauen, um mehr heilen zu können. Vielleicht kann ich auch irgendwann mal wieder Belebung anwenden. Und dann werde ich relativ schnell versuchen, hier in diesen Bereich der Grünen. Da kann ich einmal Gifte oder Nutrients generieren. Das ist auch nochmal was, vielleicht heilen oder uns mehr Loot gibt. Da werde ich wahrscheinlich eher in diese Nutrients-Richtung erstmal gehen und bin dann mal ganz gespannt, wie es weitergeht. Wenn wir so lange leben. Aber wenn wir verwandeln uns in eine Mumie da. Wenn wir so lange leben. Das ist nämlich das richtige Thema an der Stelle, denn wir werden heute gegen Barnacle kämpfen. Und ich gehe mal hier kurz in mein Detail, dann seht ihr das vielleicht nochmal einen Ticken besser. Im Grundspiel und auch in der Erweiterung gibt es mehrere Tyrannen, denen man sich stellen kann. Und wir haben uns heute mal für einen Tyrannen entschieden, der eine Game Length von einem Punkt hat. Und zwar von was? Von 6 möglichen Punkten. Also wir wollen heute ein kurzes Spiel machen. Mal sehen, wie cool ist es. Wenn wir gleich sterben, dann ist es sowieso egal. Aber das bedeutet letztendlich, dass wir 5 erfolgreiche Begegnungen bestritten haben müssen. Meistens sind das Kämpfe. Am Anfang werdet ihr auch gleich sehen, ist so eine Begegnung noch ein bisschen Charakterbuilding. Und dann müssen wir innerhalb von 8 Tagen den guten Barnacle und seine Tentakel auch besiegen. Komisch. Wir können also nach diesem, das wären wahrscheinlich 5, im besten Falle nach 5 Tagen, 5 erfolgreichen Begegnungen könnten wir Barnacle angreifen. Wir könnten aber auch noch ein bisschen durch die Lande streifen und uns weiter aufzubauen und um unseren Skilltree verbessern. Was glaubst du, Pete? Du glaubst schon wieder, was? Ja, naja, die 8 hat hier so eine magische Zahl irgendwie. Ein Oktopus, 8 Tage. Ja. Ja. Schauen wir mal, was passiert. Was ihr jetzt hier nur am Rande so ein bisschen seht, hier ist so eine, ja, Adventure-Map-Playmat. Die ist optional, hat der gute Leslie hier mitgebracht. Hier wird letztendlich für uns der Tageszähler angezeigt und so ein bisschen im Hintergrund, seht ihr das, werden wir hier so einen Track abfahren. Das sind dann die einzelnen Begegnungen, bis wir dann irgendwann auch hier unser Monster treffen. Das ist also hier am Rande, das zeigen wir so euch jetzt nicht. Da müsst ihr uns jetzt einfach mal vertrauen, dass wir das richtig hinbekommen. Den Tageszähler seht ihr ja hier. Das ist auch, diese Map oder diese Map ist nice to have, sieht vielleicht ganz nett aus, aber die wichtigen Matten sind hier die einzelnen Spielercharaktere und natürlich unsere Battle Map hier. Ja. Und damit die Matte nicht uns die Show stiehlt, haben wir es einfach außerhalb. Ja, wir haben vorher natürlich für diesen Tyrant-Kampf die jeweiligen Monster zusammengestellt. Das können wir vielleicht hier nochmal ganz kurz zeigen. Das sind aus 3 unterschiedlichen Kategorien. Da haben wir auch Monster aus der Undertow-Erweiterung und dem Grundspiel einfach gemischt. Das ist hier so ein, mein Gott, das sind hier schön heavy Pokerchips, so ein riesiger Stack. Die kommen in unterschiedlicher Wertigkeit, werdet ihr gleich sehen. Und dann haben wir unseren, nennen wir ihn jetzt mal Abenteuerstapel zusammengestellt. Das hat der gute Leslie gemacht. Ich hoffe, dass kein Fehler passiert. Wenn, dann war das gewollt. Und ja, das ist unser Bewegungs- oder unser Special Encounter, unser Begegnungsdeck. Seht ihr hier einfach eine Karte mit einem Flavortext. 1 und 2 gibt es in unterschiedlicher Anzahl, die werden immer so randommäßig zusammengestellt und danach gibt es dann auch je nach Tyrant bestimmte Encounterkarten und allgemeine Encounterkarten. Und ja, das Ganze wurde jetzt angepasst und wir beginnen unsere Reise, interessanterweise beginnen wir unsere Reise mit Durchatmen. Wir wollen erstmal ein bisschen durchatmen. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Wir haben hier, glaube ich, eine Wache gefunden oder sowas gesehen und wir entscheiden uns jetzt so ein bisschen, wollen wir uns noch ein bisschen ausruhen oder wollen wir vielleicht die Wache so ein bisschen beklauen? Und diese beiden Möglichkeiten gibt es jetzt hier zur Auswahl. Es gibt keine Kampfsituation, also wir werden jetzt nicht kämpfen. Wir können uns aber entscheiden, die Gegend so ein bisschen zu erkunden, auf so einen Aussichtsturm zu gehen, der in der Nähe ist. Dann
Ich vermute mal, dass wir das vielleicht machen. Dann bekommen wir einen Erfahrungspunkt, den können wir dann gleich ausgeben. Oder wir könnten, wie gesagt, diesen Guard versuchen zu beklauen. Dann würden wir 2 Loot kriegen. Aber ich würde schon mal sagen, lasst uns doch einfach mal die Umgebung auskundschaften und da dürfen wir jetzt von jeder Baddie-Kategorie mal einen aufdecken. Das machen wir jetzt mal hier. Das ist ein Einer, das ist ein Fünfer und ein Zwanziger. Und die haben unterschiedliche Werte auf ihren Münzen abgetragen. Das zeige ich euch hier jetzt auch mal kurz. Es ist alles sehr klein und ein bisschen spiegelnd. Ich hoffe, wir kriegen das mal hin. Was die eigentlichen Grundwerte letztendlich sind. So, ich gehe mal hier ein Stück weg. Das Ganze ist, wie viel Leben hat denn dieser Gegner? Der hat also 3 Leben. Der Initiativewert, werdet ihr gleich nachher sehen, wann greift derjenige uns denn an? Was ist er für ein Charakter? Das ist hier ein Nahkampfcharakter. Wen greift er an? Da gibt es sowas wie den Schwächsten, den Stärksten. Hier sind jetzt 2 Symbole. Oder Alex. Genau, es sind die 2 Schwächsten. Die Charaktere. 2 Schwächsten, weil die sind so klein und hämpfen. Das sind 2 Alex. Ja, nicht so einen großen starken Kind. Dann zu welcher Kategorie der Gegner sagt er mit gehört? Den meisten Lebenspunkten. Ja. Naja, und wie viel Angriffsstärke er hat, das würde bedeuten, in dem Fall wirft er einen Angriffswürfel und ja, so unterschiedlich, mehr oder weniger, gibt es ein Bild hier noch und dann noch eine Spezialfähigkeit, dieses Mischief 1, das hatte die Bedeutung, dass das ein aktiver Würfel entfernt wird. Haben wir jetzt gerade noch nicht, aber ihr seht es hier oben vielleicht, da gibt es eine Aktiv-Lane, da kann man nachher Würfel einloggen. Ja, zum Beispiel, Leslie macht es gerade, ich habe jetzt einen Verteidigungswürfel erfolgreich absolviert. Würde dieser Charakter dran sein und mich angreifen, dann müsste ich einen entfernen und das heißt, meine Verteidigung sind schon erstmal wieder weg. Ja. So ein fieser Map. Ja, und wir können jetzt in dieser Phase des Scoutens gucken, wollen wir diese Gegner nehmen, also die würden wir dann ziehen, natürlich als erstes, oder wollen wir sie nach hinten nehmen und neue Gegner uns angucken. Wir hatten die komische Eule, die greift die an. Die Eule fand ich jetzt irgendwie... Die fandest du die holt auch noch Verstärkung, insofern. Die nehmen wir weg, dann nimmst du mal noch eine neue 5. Keine Ahnung, Schildkröte. Die hat Trap and Blind Strike. Auch hierfür gibt es natürlich wieder, wer hätte das gedacht, einmal vom Grundspiel und einmal noch für die Erweiterung eine Liste. Also gefühlt gibt es einige Listen hier im Spiel. Wissen wir dann, Blind Strike, das müsste auf jeden Fall bei dir sein. Bevor die sich bewegt, macht sie noch Schaden zu dem stärksten angrenzenden. Okay. Gearlock. Und sie hat noch Trap. Heftig. Aber so eine, nicht, ja, wahrscheinlich nicht. Und dann haben wir da, was haben wir denn, so eine Art, ja, so ein Schildkröten, das ist eine Mischung, wie sieht aus wie Bowser oder so? So ein Krokodil, ja, mit Panzerstacheln, irgendwie sowas. Okay, der hat irgendwie ein X, der hat auf jeden Fall ein X an seinem Kampfwürfeln. Ist wahrscheinlich, weil der irgendwie ein Assault oder der hat da hier unten ein X und Bewegung. Und also, ja, der kann auch diagonal sich noch bewegen und der hat so einen Totenkopf. Das ist ja auch ein 20er Boss, Gegner. Ja, ein 20er mit dem Totenkopf holt einem auch nochmal Verstärkung. Insofern auch ein unangenehmer Gegner. Ja, ich habe ja fast die Vermutung, dass alle ungenannte der Lead ja, und Dodge. Ja, Gorilla ist im Nebel, dann super. Okay, wir nehmen also den Gorilla und egal, oder? Tauschen wir nochmal. Wir stellen uns der Herausforderung. Wir stellen uns der Herausforderung. Wunderbar. Also, wir haben jetzt gescoutet, das könnte man gefühlt das ganze Ding durchcyclen, nein. Und jetzt haben wir auch schon den ersten Tag damit erfolgreich absolviert und jeder von uns kann sich einen Erfahrungspunkt geben. Leslie, fangen wir doch bei dir an. Wie möchtest du dir den Erfahrungspunkt geben? Möchtest du einen Spezialwürfel nehmen? Möchtest du was von deinen allgemeinen Stats ausbauen? Ich möchte auf jeden Fall Duster die Wurfmesser besorgen, damit ich auch Gegner über Entfernung angreifen kann. Ja, und das geht jetzt, weil ihr seht diesen Pfeil, ne? Man darf nur einsetzen bei Stern und dann den Pfeilen folgen. Das ist also alles regelkonform. Piet, wie sieht's bei dir aus? Ich bin mir da eigentlich relativ unsicher, was ich gerade machen sollte. Willst du dir nicht eine Bombe mal geben, oder? Du meinst, dass ich meine Bomben, die ich suche, auch benutzen muss? Weil Piet ist wirklich gar nicht so einfach, weil er muss letztendlich erstmal die Bombe oder das Gehäuse bauen. Die 4 sind dafür da, dass ich Gehäuse baue und die. Und das ist 7, dann die Bombenart. Nee, genau, und die 7 sind dann die Bombenart, die ich da so reinfülle in diese lustigen
Hülsen. Ja, Ich finde Würfel eigentlich viel cooler, dass man mehr würfeln kann. Du willst also die Dexterity geben, damit ich halt die Casings würfeln kann und mich vielleicht verteidigen kann, mehr angreifen. Ist ja auch jetzt der erste Fight. Und weil ich sowas mache. Lebenspunkte und Geschicklichkeit sind ein automatisches Steigern. Sobald ich meinen Angriff oder meine Verteidigung steigere, müsste ich dafür würfeln. Da ich das jetzt nicht mache. Und ich sehe gerade, du hast hier noch von unserer Einführungsrunde noch ein Attack Die drinnen liegen. Den müsstest du rausnehmen. Nee, muss oder? Ich nicht, weil das ist mein Erfahrungspunkt. Ihr habt alle eine Fähigkeit genommen, ich habe einen Angriff genommen. Wunderbar, sehr schön. Okay. Schön, dass du mich jetzt nochmal degradieren willst, aber ich nehme jetzt hier einfach dann die 1. Piet darf nicht zu stark werden. Doch, Piet muss stark werden. Das ist natürlich kooperativ. Leg ihn somit rein, das ist 3 plus 1, ergibt natürlich 4. Geschicklichkeit gibt halt auch an, wie weit ich mich bewegen kann, wie viel Würfel ich pro Runde würfeln kann und. Gut. Weil das Ganze am Anfang extrem unübersichtlich ist, was macht man denn eigentlich? Hier kann man wirklich Stunden und Stunden damit verbringen, seinen Charakter zu skillen, unterschiedliche Skillungen zu machen, das wirklich auszuleben. Das ist halt hier auch dieser Roleplay-Ansatz. Gibt es auch hier wieder so einen Beginners-Guide, da wird halt empfohlen, was macht man denn? Bei diesen allgemeinen Stats wird zum Beispiel bei mir auch empfohlen, irgendwie Dexterity irgendwie aufzuwerten und dann Attack-mäßig, damit ich mehr machen kann. Und bei meinen wirklichen Skills des Charakters wird dann empfohlen, entweder diese Nutrients oder die Toxine zu entwickeln, und ich entwickle jetzt mal hier mit so einem Die die Nutrients und habe dann nachher Möglichkeiten, wie extra Loot zu kriegen, noch mehr Symbole zu erwürfeln, um hier so eine Art Backup-Plan zu machen, kommen wir dann später dazu, und aber auch noch weiter heilen zu können. Ja, und das mache ich also mit meinem extra Erfahrungspunkt, und dann sollte das sollte das unser Tag 1 gewesen sein? Nee, das ist es eben nicht, weil ihr seht hier rechts wir unten. Kriegen noch Loot. Ich habe jetzt schon was vorbereitet. Eine Kiste gibt es auf jeden Fall für uns, ja, auch wenn wir die nicht bestohlen haben, aber jeder kriegt hier noch ein Loot. Und das gibt's nicht. Ja. Du alter Pfeifenraucher. Ich bin der Pfeifenraucher, und damit könnte ich nachher, wenn es um die Schätze geht, also nicht nur um das, was wir gefunden haben, sondern es gibt so richtige Schätze, die muss man aber erst aufschließen. Damit kann ich verschiedene Schlösser einfacher öffnen oder du auch... Du smokest die weg, oder ich habe das noch nicht richtig... Also was hat die Pfeife damit zu tun? Nee, das ist die Denkerpfeife? Genau, ich mach den Gandalf, nehme mich zurück. Und machst aus dem Rauchen Schlüssel, oder? Alles klar. Leslie, was hast du denn? Ich habe ein leckeres Fischdinner, das man zweimal benutzen kann, und damit kann man einen Gearlock eben außerhalb der Schlacht auch für 4 Lebenspunkte heilen. Grundsätzlich kann man sich immer heilen außerhalb der Schlacht, aber dann gehen einem andere Möglichkeiten verloren. Insofern ist das schauen ganz, wir mal. Ist das ganz nett. Und ich habe, heute ist mein Beauty-Tag, Non-Essential Oils gefunden. Und ich darf damit, das darf ich dreimal einsetzen, den Initiative-Dial. Also jeder hat hier so einen Würfel speziell für einen Charakter. Ich kann ihn nur an Stelle 3 und 4 sein, aber den dürfte ich während der Battle-Phase nochmal neu würfeln. Die Initiative selber, außer es gibt Spezialfähigkeiten, wie zum Beispiel diese Karte, ändert sich eigentlich nicht, aber kann ich dann doch nochmal beeinflussen. Das könnte vielleicht hilfreich sein, dass der ein oder andere nochmal... dreimal benutzt. Ja, ich habe 3 hier, 3 feine Öle, kann ich mich... Nee, das sind Non-Essentials. Jetzt aber, Freunde der analogen Unterhaltung, sind wir mit Tag 1 durch. Wir gehen auf unserem Track hier weiter, und Tag Nummer 2 bricht an, und da geht es jetzt auch schon hier in die nächste Entscheidung. Fish and Gearlock stink after 2 days. Also wir riechen irgendwie echt extrem ungemütlich. Genau, es gibt so 2 Dinge, die nach Fisch riechen. Eine davon ist Fisch. Ja. Die andere sind Gearlocks. Kurz gesagt, auch hier wieder ein Flavortext. Wir kamen folgende Entscheidung. Wir können uns so ein bisschen aufs Floß begeben, schnell weg, so halt von dem von diesem Flussbereich. Oder wir waschen uns, dann stinken wir irgendwann nicht mehr. Es kann vielleicht vom Vorteil sein, dass wir nicht so leicht zu erschnüffeln sind. Es gibt vielleicht nachher Entscheidungen, die darauf aufbauen, eventuell. Wenn wir uns jetzt aber hier weiterhin am Fluss aufhalten, dann steigt die Chance, dass wir von Max, jetzt gibt es hier nämlich in der Erweiterung so wasserliebende Monster und Max, also ist eigentlich eine Max versus Minion Sache so ein bisschen. Ist das wirklich ein Mac? Ja, ist ein Mac, ja. Hier steht... Steht das da? Ja, doch. Ja, irgendwo hier, Mac Approaches. Yep. Genau.
Und Pete, du warst schon immer der Meinung, lass uns frisch machen, oder? Ich finde waschen eigentlich eine super Sache. Let's fresh up. Und hier seht ihr das auch. Hier gibt es jetzt einen Kampf, das bedeutet dieses Symbol. Hier ist halt jetzt noch so ein bisschen erklärt, was gleich passieren wird, wie wir unseren Baddie-Stack, also unsere Gegner, gleich aufbauen werden. Und dann gibt es nachher, wenn wir das erfolgreich hinter uns bringen, 2 Erfahrungspunkte und einen Schatz. So. Erfolgreich. Ja, das scheint auch noch zu gut. Genau, wir sind an Tag 2 und wir sind 3 Gearlocks, also haben wir 6 Baddie Points. Ja. Tag 2, 2x3 Spieler sind 6 Punkte. Ja. Genau, und wir wählen aber diese Option, bei der die Max inklusive sind, und da Max 3 Baddie Points haben, nehmen wir noch 3 Einser Baddies mit in die Schlange. Aha. Und man können kann nicht jetzt genug Chips haben. Und können jetzt die Startaufstellung machen. Wir sehen hier, dass in der Reihe 1 mit 3 Leben ein Nahkämpfer. Den haben wir ja vorhin schon gesehen. Auf den das wollten wir ja so haben. Spielfeld kommt. Der hat eine Initiative von 2. Und insofern legen wir den Initiativwürfel hier auch an die entsprechende Position. Was ihr jetzt sozusagen schwer seht, aber dieser blaue Chip hier für uns, ne, den sehen wir halt an der Seite, ist korrespondierend mit dem Initiative-Marker, dem Würfel hier, und dieser Lane, dem blauen Rand. Oh, was haben wir denn da? Ein kleiner Affe. Der ist doch eigentlich zu niedlich, oder? Der ist zu niedlich. Der ist untargeable, wenn er wahrscheinlich so ein Kreuz hier, so ein Bone würfelt. Ja, aber der tarnt sich, du. Der tarnt sich auch, ne? Die Süßen sind die Schlimmsten. So süß ist er anscheinend nicht mit den Lippen. Jetzt machen wir, der hat nur 3, Entschuldigung. Der hat nur 3. Auch wenn du... Mann, Leslie, willst du gewinnen? Oder? Er hat die Herausforderung. Ich will vor allen Dingen, dass ihr eine Herausforderung habt. Da gibt es jetzt jemanden, der fliegen kann. Das ist, glaube ich, Fliegen alleine ist noch gar nicht mal so schlimm. Der hat aber auch nur 2 Leben, das ist okay. Du könntest aber auch einfach nochmal die Initiative nachreichen von den Würfeln. So, und der Kollege hat die Initiative von 5, der reiht sich also hier direkt zu Beginn ein. Mhm. Und zu guter Letzt kommt noch unser Mac ins Spiel. Hier würfeln wir aber die Startposition aus. 2. Er kommt auf die Position 2 mit insgesamt 2 Leben. Darf ich mal kurz? Der hat auch wieder die Fähigkeit Self-Repair um 1. Der wird wahrscheinlich dann, der hat am Anfang 3 Schilde. Wird der dann am Anfang der Runde, können wir gleich nochmal nachlesen. Ja, aber er steht auf jeden Fall, dass er ohne Schilde reinkommt. Stimmt, also das steht auch am Anfang, genau. Nicht da. Das heißt, du kannst ihn jetzt noch schnell töten, danach wird es schwierig. Aber wenn er dran ist, hat er Self-Repair, ne? Können wir nochmal gucken dann, was Self-Repair 1 bedeutet. Vielleicht baut er ein Schild auf bis zum 3, das könnte so sein. Ja, Self-Repair bedeutet, dass zum Start seines Zuges ein Defense-Die auf den Baddie gelegt wird. Mhm. Ach so. Ja, und der Defense-Die mit der Nummer, die eben hier angezeigt wird, also insofern hätte er ein Defense zu Beginn seines Zuges. Alles klar. Und eben nicht die 3. Die er sonst hat. Aber gut. Und das steht hier auf der Karte, dass der so ins Spiel kommt. Das ist quasi eine Extra-Regel, sonst würde er schon stärker ins Spiel kommen. Jetzt geht es darum, dass wir alle unseren Initiative... Ich würde gerne noch wissen, was heißt Swap? Das ist, wenn wir beide die Plätze tauschen. Ich weiß, die Zuschauer richtig verwirrt. Ja. Genau, Swap ist in dem Fall, dass am Ende des Zuges er die Position mit der am nächsten stehenden stärksten Einheit, also von uns, dann vertauscht. Ja, also er guckt, genau, er guckt, wer von uns ist der Stärkste und am nächsten an ihn dran, und dann vertauscht er also mit dem die Position. Also vielleicht selber habt ihr gesagt? Ja. Flight selber ist, nachdem er angegriffen hat, fliegt er quasi, kriegt so einen Flight-Marker und ist dann erstmal untargeable. Also er greift an, geht dann in die Luft, außer wenn Pete eine Granate schon hätte oder einen Dagger, der da durch die Gegend fliegt. Mischief wissen wir, das ist der Lockdown, und untargetable ist wahrscheinlich, wenn er einen Knochen würfelt, dann ist er nicht mehr angreifbar. Genau. Dann haben wir für eine Runde, oder was?
Bis er wieder dran ist, wahrscheinlich. Genau. Gut. Dann lasst uns doch mal unsere Initiative würfeln. Ich habe eine 3 gewürfelt. Peter eine 4 gewürfelt. Ich hätte sowieso nur noch eine 4. So, und ich habe auch eine 3. Und wir können uns jetzt entscheiden, wer macht. Ich würde ja fast sagen, wenn ich heilen kann, dass du zuerst bist, dann könnte ich dich vielleicht heilen und ich hier bin. Schwupp. Dann sind wir hier auf Round 1. Nee. Also ja, wir beginnen jetzt unser Battle, aber mein trotzdem, Lebenspunkt ist schon ein bisschen angegangen. Ich wollte trotzdem sagen, dass wir auf Round 1 sind und jetzt dürfen wir uns platzieren hier, je nachdem, was wir für ein Charakter sind. Melee, also Nahkämpfer und Range, dürfen sich jetzt hier platzieren. Der Initiativephase entsprechend, oder? Ja, nee, das aber wir jetzt können Absprache machen, ja, genau. Ja. Pete ist ein Range-Charakter, seht ihr da in dem Namens- und Allgemeinstat, genau. Und Leslie ist ein Melee- und oder Range, genau, er darf sich das aussuchen. Und der Alex ist ein, der hier so ein bisschen ein Melee-Charakter. So, bei dem Kollegen ist halt unschön, dass er 2 Angriffswürfel hat, der macht also den meisten Schaden im Vergleich zu den anderen. Soll ich da mal hingehen? Ja, und er ist halt als erstes dran, also an den kommen wir nicht ran, weil wenn er fliegt, ist er erstmal eine Runde lang nicht erreicht. Stimmt. Oder? Hm. So war das. Ja, das stimmt. Flight steht bei dir drauf. After this unit attacks, place a flight effect die on it, or if this effect is already there, remove it. Also der wäre ja dann nicht da. While in flight, this unit is untargetable und mit normalen Also greift er an und ist danach nicht Aber nur mehr wenn er angreifen kann. Und er ist ein Nahkämpfer, er muss also in eine Nahkampfposition gehen und er würde diese 3 Felder nicht erreichen. Weil der hat eine Bewegung von 2. Generell immer. Also wenn das so ist, ich stelle mich mal. Dann du stellst dich dahin. Ja, und dann könnte ich mich hier hinstellen. Und ich stelle mich dann hier hin, oder was? Oder hier hin? Okay, da, wo der rankommt mit 2 Klügen. Ah, okay, dann stelle ich mich hier. Wir sind also kleine Feige. Und warum ist der Medic in der ersten Reihe? Weil er den dicksten Lebenspunkt hat. Das ist der Opfer-Medic. Genau, das ist ein Punching-Bag. Mann. Du regenerierst auch, habe ich irgendwo gehört. Ja, wir haben selber, das wäre ja alles sonst zu langweilig, wir haben selber auch noch eigene Fähigkeiten, die wir einmal auch noch ausbauen können. Wir können so ein super Level abmachen, aber meine Normalfähigkeit ist, dass ich am Anfang meines Zuges selber einen Hitpoint heile. Wenn ich dann irgendwann mal aufgelevelt bin, dann habe ich sogar die Möglichkeit, das machen wir dann, euch alle auch zu heilen und mir selber super. Und mir selber auch noch ein. Siehst du, ich bin da viel bescheidener. Meine Fähigkeit ist einfach, ich fange mit diesen lustigen 4 Würfeln an. Und wenn du aufgelevelt bist, das werden wir vielleicht nicht sehen, aber dann weiß ich noch nicht, aber das da kriege ich halt mehr Loot. Ja, Loot okay, für die Bombe. Bomben. Man kriegt ganz schneller Bomben bauen eigentlich. Und Leslie, was ist deine Fähigkeit? Ja, grundsätzlich dürfen die Gearlocks ja nur auf diesen Positionen starten, aber meiner darf auf jeder Position starten. Ja, in dem Fall habe ich jetzt nicht genutzt. Habe ich nicht genutzt. Du hättest den letztendlich auch in den Rücken fallen? Oder, ja, aber er greift jetzt zunächst also, an. Also du hättest erst an. Ich hätte auch da hingehen können. Ah, okay. Um den gleich wegzuhauen zum Beispiel. Ah. Let's the battle begin, würde ich sagen. Gewesen. Whoop. Wir beginnen also mit unserem fliegenden, kreischenden, wie auch immer, Griffin, irgendwas da drunter steht. Also die haben wirklich extrem viel auf diese Chips untergebracht. Und was passiert denn jetzt? Also ich kenne die Regel jetzt für die Monster nicht. Da muss die bewegt, er bewegt sich schlicht und ergreifend 2 Felder. Und er bewegt sich auf den Schwächsten. Ja, also in dem Fall hätte er jetzt 2 Möglichkeiten, die er nehmen können und wir wählen aus, welche er nehmen soll. Ja. Und ich würde ihn... Ich wäre fast, oder? Wärst du für da? Ja, wenn man ihn hier hinsetzt, dann kommt er nicht dran vorbei. Ah, ja, okay, also insofern ja, wird es dann ein bisschen enger. Ja. So, mehr kann er nicht machen, weil er eben kein Target hat zum Angreifen und deshalb steigt er eben auch nicht in den Flug. Diagonal darf er nämlich nicht angreifen. Nein. Ja, angrenzend ist sozusagen diese 4 Position. Außer es gibt extra Icons, die machen das Ganze. Ja, und dann Pete. So schnell geht es. Boomer ist an der Reihe und du hast jetzt ja die Möglichkeit, 4 Würfel zu benutzen. Ich habe also Geschicklichkeit 4, das heißt, ich kann 4 meiner Würfel benutzen. Angriff, Verteidigung, Spezialwürfel. Genau. Die Frage ist halt... Stellt sich da noch eine Frage? Ja, was will man machen? Weil ich den Affen kriege ich wahrscheinlich... Den Affen! Den Affen kriege ich nicht weg, der jetzt als nächstes rankommt.
Kannst du denn den Mac, der Mac hier, der hat ja nur 2 Leben, bevor der ein Schild aufbaut? Hast du da die Möglichkeit? Ich kann es versuchen, weil der auch nur 2 Leben hat. Ja. Ich bin ja ein Angreifer, das heißt, ich habe einen Angriff von 2, also 1+1. Ich kann also 2 Angriffswürfel nehmen. Und ich habe noch 2 Würfel offen. Das heißt, ich könnte jetzt einen oder 2 meiner besonderen Fähigkeiten nehmen. Oder ich habe 2 Defense-Würfel. Mhm. Die mir nicht helfen wahrscheinlich, weil der Mischief-Charakter mich ja angreift. Außer ihr kriegt den weg. Also der hier oben, der ist ein Fernkämpfer, ne? Der kann überall hinziehen und der zieht auf den Schwächsten. Ja, aber es geht ja um den. Der greift ja auch die beiden Schwächsten an, also uns beide. Mhm. Aber nächste Runde kommt der nicht an dich ran. Ja, genau, an dich kommt er erstmal nicht ran. Das ist ein Nahkämpfer. Ja, genau, der muss in den Nahkampf gehen. Dann nehme ich mal 2 so eine Verteidigungswürfel, das sind die 4 Würfel, die ich benutze. Ja. Um mich erstmal vorzubereiten für die nächste Runde und würde jetzt einfach. Wen willst du angreifen? Sag das mal. Ich muss es vorher sagen, ich greife den erstmal an, damit er weg ist. Perfekt. Oder seht ihr das nicht als Gefahr? Dann würde ich doch, lass ihn, weil der heilt sich, swappt nachher noch irgendwas. Also ich kann macht das, wenn er erstmal den Schild aufbaut, dann wird er halt lästig. Ja, ich könnte halt auf den Vogel wegschießen. Ja. Da stehe ich ja dran und würde gucken. Okay, dann nehme ich den Mac, der da. Weil ihr, den kann ich ja auch direkt angreifen, ne? Jedes Feld. Und dann würfel ich einfach mal. Und das ist das Ergebnis. Das heißt, ich mache dem 2 Schaden. Mhm. Und kriege. Achso, ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich die benutzen möchte oder nicht. Richtig. Wenn ich die sozusagen einschlage in die aktiven Slots setze, darf ich dann noch weitere Defense-Würfel würfeln? Ja. Ja, dann ist das ja sonst, vergeudet. Also ich nehme ich beide und pack die hier erstmal mit rein. Ja, das heißt also, ich habe zweimal ein Schild, falls mich was angreift. Und ich habe bei dem hier 2 Schaden gemacht. Das würde für den ausreichen, um ihn vom Brett zu nehmen. Das heißt, der geht raus. Damit ist Lane 4 frei. Würde jetzt noch jemand warten, der an den der in unserem Baddy-Stack ist, dann würde er nachkommen, ansonsten sind die erstmal raus. Jetzt ist die Frage, kann ich 2 Schilder überhaupt haben oder kann ich nur 1 Verteidigungswürfel haben? Du kannst 2 Schilder haben, aber du darfst sie nicht addieren und zu einem Würfel machen. Ja, Pete hat jetzt letztendlich von seinen 3 Slots, wo er so eine Würfel speichern kann, schon 2 benutzt. Aber wenn ich es benutze sozusagen, dann verschwindet es. Und du musst ja sehen, wenn theoretisch dieser Mischief-Typ irgendwann mal kommt, dann nimmt er ja auch einen Würfel. Vielleicht war das ja gar nicht so schlecht in dem Sinne. Genau, dann aber bin ich also fertig, achso, bin schon gewandert, jetzt wäre. Jetzt achso, ist aber der Typ ist raus, das war die 4. Nee, das war grün, ist schon richtig. Achso, der Würfel ist schon raus. Ja, genau. Habe ich gerade eben schon gemacht. Jetzt geht's also weiter mit dem kleinen Äffchen. Ja, der ist nämlich lila. Und der ist ja ein Fernkämpfer und der will den Schwächsten angreifen. Und jetzt müssen wir mal überlegen, wen er angreift. Das wäre ich, weil ich habe ja schon Schilde. Also ich könnte. Das macht wahrscheinlich am meisten Sinn, oder? Genau, wir können es uns aussuchen. Ja, das wird rein an der Anzahl der Helfschiffs bemessen. Genau. Das ist unabhängig davon, wie ihr hier seht, welche Verteidigungswürfel er hat. Genau. Ja. Also ich würde mich da anbieten. Der Affe würfelt einen Angriffswürfel oder und einen Verteidigungswürfel. Willst du unbedingt Schaden kriegen? Nein, ich find's gut, wenn du eins auf die Nase kriegst. Ja, aber du kannst ja erst, wenn du Schaden kriegst, deinen Wolf holen. Ja, aber ich glaube, für den Kampf ist das noch nicht entscheidend. Würfel mal, Lester. Das stimmt, aber ich denke mal, dass der dann auch in Angriff gehen wird. Wir gucken mal. Ha? Jetzt schauen wir mal, ob der. Lester, gib's mir. Guck mal. Oh, ich entschuldige mich hier schon mal. Ja, also der hat eigentlich fast Pete den besten möglichen Wurf gemacht. Der kriegt einen Schild. Den laden wir nicht nochmal ein. Aber ich kann nicht. Aber Pete, du kannst ja immer noch überlegen, ob du deine Schilder ausgibst. Nee, ich kann einen davon benutzen. Nein, du kannst beide benutzen, gar kein Problem. Achso. Die werden jetzt benutzt, genau. Insofern bekommst du. Genau. Dann gehen die Schilder in diesen. Hier steht Exhausted Area. Das ist egal, das sind auch allgemeine Würfel, da haben wir beliebig viele. Exhausted ist nur wichtig, dass das deine eigenen sind. Ja, ich leg sie da mal hin, damit man das beschrieben hat, einfach. Ja. Bloß nachher, wenn deine Würfel ausgehen, kannst du die gerne wieder benutzen. Und jetzt, Leslie, du bist am Stissel. So, wie ihr auch hier seht, das Schild, was er hat, das behält er auch, das wird oben auf den
auf das Äschchen gelegt. Ja. Und unsere Schilde, habt ihr ja schon gesehen, sind dann im Aktivslot. Leslie hat da noch nichts, warum auch. Ja. Du darfst jetzt mal entscheiden, was du einsetzen möchtest. Du hast nämlich die Möglichkeit, wie viel ist dein Deckswert? 3. 3, ja genau. Ich hätte einen ausgeben müssen, um hier in den Nahkampf zu gehen und würde dann mit einem Angriffswürfel und dem Duster Dagger mal versuchen, sicher, den Kollegen da zu beschädigen. Nicht einfach einen zweiten Angriffswürfel. Der ist ja gut, oder? Zumal, wenn er mit diesem Dagger hat, er auch die Möglichkeit zu vergiften? Ja, nee, so bluten, also so den, ja, dass er halt blutet und dann kriegt er immer einen Schaden. Und dann würde der auch, wenn er fliegt, das wäre uns dann fast egal. Ah, ich habe so ein Vertrauen in eure Angriffskraft, ja. Du hast jetzt Leslie also überzeugt. Ja, das ist ja seine eigene Angriffskraft, ob er das schafft oder ja, nicht. Ja, genau. Ich würde sagen, diese Potenz liegt bei dir, nicht bei uns. Na gut, dann schauen wir es doch mal. Du greifst jetzt den Vogel an, oder? Genau, mit 2 Angriffswürfeln und wir hoffen mal, dass es 2 Erfolge sind. Ja, auf jeden Fall, ja, glauben wir das. Hey. Ja, genau. Also das hat geklappt. Insofern sind wir hier einem Baddy losgeworden. Sehr schön, das war mal. Die haben halt auch keine Verteidigung jetzt aktuell gehabt. Ach, es ist ja fast easy going, aber man sollte sich, es ist der erste Kampf am zweiten Tag, da sollte man noch nicht zu übermütig sein. Jetzt heißt es Zeit für Patches. Ich muss immer an Dodgeball denken. Und ich, tja, mein Dexterity-Wert ist leider nur 2. Das heißt, wenn ich mich jetzt noch bewege, um irgendjemanden anzugreifen, machst du nichts mehr. Dann mache ich nichts mehr. Was irgendwie auch so semi-geil ist. Ist denn jemand irgendwie schon verwundet worden von euch? Nee, noch nicht, du. Dann bewege ich mich vielleicht 1 und würfel mal meinen Nutrients Die, weil da könnte ich die Möglichkeit haben, Knochen zu würfeln, um den Backup-Plan, das ist die Region, die haben wir noch nicht so ganz beschrieben, aber der Backup-Plan, der baut sich letztendlich auf. Ganz am Ende kriegt man dieses angesprochene Upgrade von seinem Charakter und zwischendurch kann man diese ganzen Symbole auch ausgeben und je nachdem, wenn ich 2 so eine Knochen habe, kann ich jemanden heilen für einen Hitpoint heilen oder wenn ich sogar 3 Knochen habe, kann ich 2 Damages machen und so baut sich das auf, so kann man das quasi ein bisschen Push-Your-Luck-mäßig, gehe ich weiter, kann ich mich irgendwann mal upgraden oder gebe ich die Sache jetzt aus, würde ich wahrscheinlich mal jetzt einen Schritt irgendwo hingehen, oder? Macht es einen Schritt gehen und meinen Würfel würfeln? Macht es Sinn? Ist es sinnvoll, wenn ich hier hingehe einfach? Ich glaube, du hast genug Leben, dass du dich in den Nahkampf wagen kannst. Aber ich kann ja dann nichts machen. Also ich habe nur 2 Dexterity. Hm. Wenn ich da jetzt rangehe... Ja, dann lass ihn doch ran, lass ihn doch kommen. Oder geht, weil der kann ist ein Fernkämpfer, der wird nicht kommen. Nee, der, ja. Genau, der wird kommen, der aber er geht auf die Schwächten am nächsten Liegende. Insofern wird er zu mir gehen, also weil ich schwächer bin. Soll ich dann vielleicht lieber hier hingehen, dass ich ihn dann auch gleich angreifen kann, wenn ihr hier runtergeht? Nee, du könntest noch einen Schritt gehen, dann kommt er nicht an uns ran. Weil dann muss er hier vorbei oder da vorbei. Nee, er geht zum Nächsten und wählt dann den Schwächsten von diesen Nächsten. Ja, also insofern würde der Angriff dann in der Tat auf Alex gehen. Du kannst so ein Aber wenn du hier hingehst, dann sind wir beide gleich weit entfernt. Der würde dann zu mir laufen und nur mich angreifen und du würdest da keinen Angriff kriegen und könntest dann heranlaufen. Aber er greift sowieso nur einen an, oder? Nee, er greift 2 an. Ach, er greift auch beide an. Okay. Greift er dich dann 2-mal an? Nee, das macht er nicht. Also müssten wir getrennt stehen. Genau, dann bräuchte 2 Ziele. Okay, genau. Dann heißt, dann gehe ich doch hier hin und werfe jetzt noch meinen Die und ich würde gerne zum Beispiel dieses Doppelknochensymbol würfeln oder eigentlich am coolsten auch noch dieses Loot-Symbol. Du bist nur auf Loot aus. Leider nein. Leider habe ich jetzt so ein, was heißt leider, aber so ein Dreierherz ist auch immerhin, das gibt es auch nur einmal auf diesem Würfel. Das bedeutet letztendlich, dass ich jemanden einen beliebigen Gearlock von uns um 3 heilen kann. Du musst ihn aber nicht benutzen. Ich muss ihn nicht benutzen, aber ich würde ihn, glaube ich, fast auf Active nehmen oder auch nicht. Wie ist denn so euer? Ihr seid also ich hätte nicht gut das Gefühl, dass wir ihn in Dealer-Schlacht brauchen. Okay, dann. Du kriegst jetzt Schaden ab.
Ja, aber er würfelt nur mit einmal. Der kann mir maximal 2 Schaden geben mit dem Würfel. Der kann ja maximal 3 heilen. Ja, aber ich habe 5 Leben, also insofern da würde ich sogar 2 Angriffe locker überstehen. Dann entscheide ich mich, den nicht zu aktivieren, also nicht zwischenzuspeichern oder gleich auch zu aktivieren. Wobei dieser Würfel hat sowieso nur ein I, also den müsste ich instantly usen, den könnte ich gar nicht speichern, ne, damit es nicht noch zu komplizierter wird, haben die auch noch unterschiedliche Möglichkeiten. Das heißt, ich nehme den jetzt nicht, packe den wieder zurück, was man machen kann. Und damit war das mein nicht ganz so geiler Zug, würde ich fast mal sagen. Der Heiler halt. Der Heiler halt. Hast du denn deine Öle dann resortiert? Dann ist jetzt der Goblin-Dabbler oder irgendwie so heißt der. Ja, Goblin-Dabbler. Der ist jetzt am Start und bewegt sich jetzt auf das dazu. Weil er der schwächste nächste Gegner ist, den er erreichen kann und greift ihn mit einem Angriffswürfel an. Ich möchte jetzt mal. Nächste Frage, wenn er überlebt, würde er zwischen uns laufen, damit er uns beide angreifen kann? Ja. Ich habe einen Knochen gewürfelt, was glaube ich ganz cool ist, weil der selber hat keinen Effekt, der bei einem Knochen triggert. Doch. Nee, nicht. Das ist ja hier der Bone davor, der fehlt aber und du fällst einen Fehlwurf in der Tat. Also eigentlich das nichts kann. Also eigentlich nichts. Optimal. Ja, das ist optimal. Ja, der Heiler. Ja, das ist präventive Heilung. Ja. Sehr schön. Wunderbar. So, was passiert jetzt? Der Vollständigkeit halber, er hätte Leslie wahrscheinlich einen aktiven Würfel abgeben lassen, aber er hatte keinen. Ja. Dann starten wir jetzt in Runde 2. Und da das er immer noch bei vollem Leben ist, kommt auch sein Haustier nicht zum Einsatz. Das würde erst, ja, das würde erst kommen, wenn du aktiv bist, genau. Ne, in deinem Zug wahrscheinlich. Gut, so. Pete, du bist wieder am Start. Am Schissel. Sieht ja eigentlich ganz gut aus. Ich habe da Vertrauen in euch. Du bist ja auch Range. Wie sieht's denn aus bei dir eigentlich? Ich muss ja auch ein bisschen mal was für meine Bomben tun. Und da ich 4 Würfel benutzen kann, ist das hier Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Und jetzt hatte ich noch einen Würfel über. Ich werde auf jeden Fall angegriffen und deswegen würde ich einfach nochmal so einen Verteidigungswürfel nehmen. Du verteidigst dich und machst keinen Schaden? Dafür bist du da. Nee. Jetzt kann ja nicht nur einer Schaden machen. Piet, du würfelst 3 Würfel, die uns nichts. Also die Bombe, die kann er mitnehmen. Ja? Aber es ist eine Investition in die Zukunft und wir werden die Schlacht, denke ich mal, gewinnen. Insofern ist aber er könnte ja seinen Verteidigungswürfel in einen aktiven Schadenwürfel umändern. Naja, mach mal, Piet. Nee, der ist dafür da, falls der mich nämlich trifft und der gelockt ist, ich nämlich nicht die opfern muss, sondern den Verteidigungswürfel. Aber der nimmt nur aus dem Active Pool und nicht aus dem Locked Pool, der Gegner. Richtig. Ach so. Dann hast du mich überzeugt. Auch wenn ich nur diese kleine Spritze Wahrheit sehe. Der Punkt ist, dass der Affe mich angreift. Der Affe, ja, das. Danke, dass du mich so nennst. Das ist ja ein kooperatives Spiel. Ja, nee, alles gut. Piet, würfel mal. Warte mal kurz. Ja, der Affe greift dich an und ich heile dich dann. Wehe, wenn nicht. Ja, was soll ich sagen? Jetzt bin ich mal gespannt, ob du endlich mal eine Bombe bauen kannst. Ich mache hier oben. Ja, ich muss man eigentlich sehen, ich rufe sie einfach hier oben mal. Also, sind gut. Ja. Genau. Was ist passiert? Ich habe auf jeden Fall 2 Knochen und 2 Dreien gewürfelt. Die 3 ist das Maximum, was man auf diesen Würfeln würfeln kann. Also ich habe 1, 2, 3 und nichts. Damit habe ich schon mal Material gesammelt und zwar 3 Zündschnüre und 3 Behältnisse. Ja, die benutze ich und werde hier speichern. Dann habe ich hier einen Knochen. Ja, damit kann ich auf jeden Fall mein Backup-Plan sozusagen ausbauen, der entsprechend beschrieben ist und ich könnte jetzt gerade Dinge werfen. Könnte also sehr lustiges Wortspiel eigentlich. Jetzt habe ich die Option, ich kann ihn benutzen, kann ihn als Bone benutzen oder ich lege ihn halt zurück und da ich den natürlich für Casings brauche, werde ich den halt zurücklegen. Obwohl das ja lustig wäre, weil der Würfel würde mir erlauben, nochmal einen dieser Würfel zu würfeln, aber leider nicht denselben. Ja, dann bin ich erstmal fertig. Ich brauche halt alle 3 Würfel, um halt die Höhlen zu bauen und insofern kann ich da nicht viel machen. Meine Runde ist beendet. Ja, wir werden dann das Ende noch ein bisschen hinauszögern, damit du noch Chance hast, da ranzukommen. Ja, Peter hat jetzt auf dem Feld
keinen Schaden gemacht, aber ist auch okay. Ist alles legitim. Ja, du klingst so ein bisschen. Dann ja, greift, dieses Spiel kann Freundschaften zerstören. Dann greift jetzt der Affe an. Ja, ja, mich. Genau. So, er ist ein Fernkämpfer. Ja, geht auf den Schwächsten. Und du bist schwächer oder sind wir beide gleich? Nee, wir sind beide gleich. Ja, also wir können immer noch auswählen, wen er angreifen soll. Der Punkt ist, wenn du einen Schaden kriegst, kannst du dann deinen Wolf holen? Dann kann ich den Wolf holen. Insofern macht es durchaus Sinn, dass ich einen Schaden bekomme. Dann lassen wir ihn doch mich angreifen. Okay. Ja. Soll ich einfach mal würfeln, dann gibt es vielleicht gar keinen Schaden. Ja, so, ich erwarte genauso einen schlechten Wurf wie eben. Obwohl der jetzt schon ein Schild hat, kriegt er trotzdem. Hast du die Möglichkeit nochmal... Achso, Entschuldigung, nein, hast recht. Also... Also das ist dann nicht so der Fall. Ah, leider nicht. Wo bist du? Du bist hier, ja? Genau, ich bekomme einen Schaden. Das genau, heißt, aber in dem Fall freue ich mich. Genau, und ich muss die Aussage von vorhin korrigieren. Wenn du ein Schild da oben einsetzt, dann wird das in der Tat also der Würfel wird abgezogen von der Anzahl der Würfel, die du bei Defense werfen darfst. Und genau dasselbe gilt hier auch. Er hat einen Defense-Würfel, aber wenn der bereits im Einsatz ist, dann kann er eben nicht nochmal werfen. Also ich hätte gar keinen Defense-Würfel dann nochmal. Genau, weil das Problem hatten wir nicht, weil du den relativ schnell dann... Das ist also das Maximum, genau, was ich an Würfeln haben darf. Genau. Okay. So, damit ist dann das da am Zug und wird den Gegner angreifen. Und jetzt muss man in der Tat überlegen... Aber, du hast deinen Lebenspunkt verloren. Übrigens. Ob wir... Ja. Genau, der Wolf kommt aber erst am Ende der Schlacht dann. Ach so. Also am Ende der... Alles klar. Der Runde mit rein. Runde. Genau. Achso, dann wird er nicht irgendwo in die Initiative. Genau. So, und jetzt müssen wir überlegen, ob man jetzt diese Bluteneigenschaft hier bei dem schon anwendet, aber da der Weg hier sehr weit ist, würde ich ihn in der Tat auch hier ansetzen und hoffen, dass ich ihn verwunde. Und zusätzlich nehme ich dann noch normalen Angriffswürfel. Klingt plausibel. Das sind zwei, du hast dich nicht bewegt. Du könntest und ich habe mich nicht bewegt und könnte überlegen, weil es könnte schon reichen, um den zu töten, könnte überlegen, ob ich mit den Messern auch auf ihn werfe, aber da würde eben erstmal was in die Verteidigung reingehen und die könnte er dann nächste Runde wieder aufbauen, also vielleicht ein Tick zu früh. Ich nehme also lieber noch einen Angriffswurf dazu. Dann sind wir gespannt. Du greifst jetzt also hier den Goblin an, ne? Genau. Außer... Das ist die totale Zerstörung. Ja, das ist die totale Zerstörung, also wobei wir zwei Schaden haben, die erstmal direkt auf den Goblin einwirken und dann wird er noch verwundet, also blutend. Das kommt aber erst dann zum Tragen, wenn er wieder an die Reihe kommt. Bluten mit zwei? Naja, also das Schöne ist ja, dass uns das eine Bluten reicht, insofern. Oder du machst zwei Würfel rauf. Theoretisch würde er jetzt... Oder das Bluten zwei Runden lang. Ja. Okay. Hier, dann ist die Aktion von dir. Erledigt, genau. Ja. Dann bin ich jetzt am Start wieder. Ich habe ja den Würfel vorhin nicht aktiviert und ich bin jetzt immer noch in der Position, ich werde jetzt vielleicht mal zu diesem, gehe ich jetzt mal zu diesem Affen da hoch? Wenn dich greift, jedenfalls nicht an. Außer wenn ich daneben stehe, dann greift er mich ja schon an. Das war ein Fernkämpfer, oder? Ach so, nee. Du hast recht. Also greift immer mich an oder jetzt ihn. Ich gehe jetzt mal, mit einem von meinen zwei möglichen Sachen da hochgehen und jetzt einen Schadenswürfel nehmen und mal gucken, ob ich... Nein, ich mache keinen Schaden, ich mache einen Bone. Und den setze ich jetzt mal hier ein. Der erste Bone bei mir macht noch nichts. Erst ab dem zweiten könnte ich jemanden heilen. Also war schon wieder so eine sehr zurückhaltende Geschichte meinerseits. Aufbauen halt. Ja. Genau. Ja, dann ist jetzt unser Affe dran. Nee, der Affe war schon dran. Achso, Entschuldigung, das ist richtig. Ich hab den, der Affe war ja letztes... Außer du willst den Goblin Affen nennen. Das ist eine Beleidigung. Der Affen-Goblin. Ja. Und am Anfang seines Zuges hat er jetzt diesen Blutenschaden, oder? Den er kriegt. Genau, und deshalb verliert er eben sofort ein Leben und ist damit vom Feld. Ja. Zwei sogar. Ja, und schwupps, siehe da. Was haben wir gesagt? Der Affe ist wendig. Der Affe. So waren wir jetzt schon wieder alle dran und das am Ende der Runde, Battle geht in Runde 3 und kommt du natürlich
automatisch mit einer 6. Der ist sozusagen in der höchsten Initiative als erstes. Der darf den noch nicht töten übrigens. Ne? Darf er nicht, soll man noch ein bisschen hinauszögern? Ich muss einmal würfeln wenigstens. Ja, du musst einmal würfeln, ne? Kannst du dir das aussuchen mit der Initiative oder wie ist das? Weil der auch Dreierseiten hat? Genau, der geht, wenn er im Laufe der Schlacht ins Spiel kommt, dann geht er immer mit Initiative 6 ins Spiel. Wenn das da allerdings mit nicht Full HP das Spiel beginnen würde, dann wäre der wohl von Anfang an dabei und dann würde er würfeln. Ja, und dann kann er eben auch weiter hinten landen. Ja, insofern ist schon gut, wenn er erst im Laufe der Schlacht. Dass er wenigstens mal dran genau, kommt. Genau, dann dazu kommt. Ist jetzt der Wolf dran. Genau, und ich würde ihn jetzt auch angreifen lassen, weil er muss ja in jedem Fall erstmal gegen das Schild ankämpfen. Ja, alles und gut. Dann, finde ich auch sinnvoll. Na, also, dann lassen wir mal den Schritt vor. Damit er wenigstens was macht, was du nicht vorsetzen. Hast. Ja, genau. Und ja, hallo, was hast du denn gemacht? Ja. Was hast du gemacht? Mental so, eingestellt. Und er macht in der Tat nur einen Schaden. Ja, das heißt, er negiert diesen Schild. Und diesen Bone, den darfst du jetzt nicht verwenden. Ne? Genau, der entfällt dann völlig, weil der darf nicht im eigenen Backup-Plan eingesetzt werden. Ja. So, dann ist der Wolf. Hat er auch einen Namen? Nightshade. Nightshade war dran. Nightshade. So, mit der Initiative von 4 bin ich dran. Ich habe wie immer 4 Würfel zur Verfügung. Ich werde natürlich meinen Elementwürfel benutzen, habe 2 Angriffswürfel, die ich benutzen werde, weil ich bin ja auch Fernkämpfer. Und damit das alles nicht zu lange blöd ist, nehme ich noch einen Verteidigungswürfel mit dazu. Dann habe ich 4 Würfel. Du kannst auf jeden Fall einiges an den Würfel werfen. Ja, schauen wir mal, was das alles bringt. Ja, wir haben ja oben alles Mögliche. Ja. Ich habe, und jetzt kommt die große Frage, die ich gleich stellen werde. Ja? Also ich habe einer Schild, das kann ich ja hier schon mal einsetzen. Ich habe, mache einen Schaden an dem Gegner. Ja, weil kannst du ja mal da hinlegen schon mal vielleicht. Ja. Das kann man nachher abtragen. So, jetzt ist die Frage, in welcher Reihenfolge ich das abhandeln kann. Ich kann diesen Bone einsetzen. Ja. Und jetzt ist die Frage, kann ich das Ding triggern? Weil das würde mir erlauben, diesen Würfel neu zu würfeln. Die Frage ist, du bist frei in der Reihenfolge der Würfel, die du einsetzt. Die 2 ist nicht... Es gibt halt eine 3, ja, die auf der Rückseite liegt. Das kann eigentlich nur schlechter werden. Ich benutze sie sozusagen... Ich benutze sie nicht in dem Fall und würde den einloggen. Mhm. Könnte ich jetzt sofort auch die Sachen bauen? Genau, du könntest jetzt sofort die Bombe bauen. Alles klar, dann würde ich die Sachen hier gleich benutzen. Ich benutze also von jedem 2. Das heißt, der geht raus, der geht auf eine 1, der geht auf eine 1 und damit geht das hier schon mal auf eine 2. Ich habe jetzt also 2 potenzielle Bomben. Aber du weißt noch gar nicht, welche Bomben. Nee, ich habe die noch nicht befüllt, ich habe noch nichts gelernt, was man da so machen kann. Und jetzt meine Frage, ich könnte jetzt hier einen, ich glaube nicht, dass der Kampf so lange hält, dass ich noch weiterkomme. Ja. Das heißt also, ich benutze einen davon, um einen Schaden zu machen. Ja. Das kann, also hier steht some target for one damage, das heißt, ich mache einen Schaden mit dem. Was passiert jetzt mit meinem, mit dem hier? Der rutscht nach links auf. Genau. Dann würde ich jetzt sagen, ich mache wieder einen Schaden. Du darfst nur einmal eine Aktion aus dem Backup-Plan machen. Okay, dann habe ich meine Aktion aus dem Backup-Plan gemacht. Ich mache also 2 Schaden auf den auf das Äffchen. Dann hat er leider immer noch einen Schaden. Hat er noch einen Schaden, ja. Ich glaube, wir kriegen das hin. Und fast tot. Ich will auch keine Affen töten oder so. Die auch wirklich so niedlich hier... Und dann ist der Affe dran. Frag mich sowieso, warum uns der Affe angreift, um ganz ehrlich zu sein. Weil ob das so ein Sonic-Ding ist, wo die auch irgendwie alle eingefangen und böse gemacht wurden oder so? Weil das ein Minken-Monkey ist, steht drauf. Ja. So, wer will denn, aber jetzt greift der Monkey an, oder? Ja, der greift mich an, wer mag. Der greift dich an. Naja, ist ein Fernkämpfer und greift den Schwächsten. Ja, und der Schwächste ist immer noch Leslie. Der Duster. Oder ist das er Wolf? Müsste jetzt eigentlich auf den Alliierten gehen, also auf den Wolf. Aha, ja, der hat doch nur 2. Aber wenn das Schwächste ist. Willst du für deinen Wolf würfeln? Ne, mach du das mal. Ich habe 2 Einsen gewürfelt. Das heißt, er kriegt wieder ein Schild und einen Schaden auf den Wolf. Kann ich eigentlich auch deinen Wolf heilen? Nee, ich kann nur einen Gearlock heilen, wa? Kein Ally. Ja. Kann dein Wolf sterben? Der kann sterben und verlässt dann das Schlachtfeld. Er wird hier aber auf jeden Fall dann mit einem Leben wieder belebt und könnte in der nächsten Schlacht wieder mitmachen. Genau. So, dann war der Affe dran und hat sich nochmal gewehrt. Dann ist jetzt Leslie hier dran.
Und ja, du darfst immer noch mit drei möglichen Aktionen was machen. Genau, also ich würde zwei Dexterity benutzen, um mal näher in den Kampf zu gehen. Mhm. Und eins setze ich ein und versuche halt hier mit den Wurfmessern einfach einen Erfolg zu würfeln. Wenn du ranged bist, könntest du auch einen Fernkampf machen? Mit normalen Angriffswürfeln? Nee, in der Tat nicht. Ja, dafür ist er eben der Nahkämpfer. Dieses Melee Range heißt nur, er darf eben auch starten auf einer Range Position. Alles klar. Ja. So, und das war das Ergebnis, was wir sehen wollten. Denn es sind zwei Schaden. Eins geht gegen den Schild und mit dem anderen Schaden ist dann der Baddie besiegt. Und was hast du so gemacht? Ich sah gut aus, wie immer, und bin der mit den meisten Health-Chips. Ich habe euch aufgebaut mental. Ist dürfte klar. Ich denn jetzt noch dran sein und heilen oder so? Nee leider nicht. Dann ist tatsächlich der Kampf. Der Kampf ist sofort vorbei. Der Kampf ist dann vorbei. Da habe ich ja Glück gehabt, dass ich hier noch ein bisschen was geschafft habe. Naja, war Gold richtig. Ja. Dann so, was passiert so nach dem Kampf? Nehmen wir jetzt erstmal unsere Figuren runter, oder? Genau, wir räumen erstmal schön auf. Dann bekommen wir die Belohnungen, die wir uns in der Schlacht verdient haben. Zwei und Erfahrungspunkte und einen Loot. Und dann könnten wir Loot erstmal tauschen, wenn wir wollen. Wollen wir uns erstmal den Loot geben und dann überlegen, wie wir unsere Punkte einsetzen. Ja. Die Bones werden jetzt auch wieder zurückgenommen. Ja, die speichern richtig. Wir nicht zwischen den Schlachten. Ja, und auch die Würfel aus dem Active Slot kommen raus und nur im Locked Slot bleiben die erhalten. Sieht es also bei Pete jetzt so aus? Und der exhausted ist, der kommt zurück. Ne? Genau. Den setze ich also ein. Die haben ja auch alle eine schöne Nummerierung, die man hier sehr gut sieht. Jeder Würfel hat also immer eine Zahl, damit man auch weiß, wo der Würfel gleich hinkommt. Ja? Das ist sehr gut gemacht. Dann kriegt jeder noch einen Loot. Looty Loot. Wie macht der Beute zu? Genau. Loot, Loot. Welches hättest du denn gerne? Ich nehme die übrig bleibt. Das Fallende. Dann gucken wir doch mal, was Leslie gezogen hat. Ja, ein Malfunctioning Mac-Werkzeug. Genau, das kann man nur einmal einsetzen und damit kann man das Dexterity um 2 erhöhen in diesem Zug. Und if you reduce the HP of a Mac this turn, this loot is not discarded and may be used again. Also man hat sogar die Möglichkeit, das mehrmals zu benutzen, wenn man es zum richtigen Zeitpunkt verwendet. Und da wir gegen Macs hier kämpfen können eventuell, ist das gar nicht mal so uninteressant. Ja. Pete, was hast du denn? Ja, was richtig schön ist, ich habe natürlich, wie es sich für so einen kleinen Schabernack-mäßigen Charakter gehört, ja. die Schlafdarts gefunden. Blasrohr. Ja, Blasrohr mit Schlafgift. Und das kann ich vor dem Kampf benutzen, um die Battle Queue, die wir haben, um 2 Punkte zu reduzieren. Was ziemlich cool ist, finde ich. Kann auch 2-mal benutzt werden. Ihr seht hier oben, weil die Zahlen, die dreht man dann dementsprechend. Weil die erhöht sich natürlich jetzt immer. Das ist ja Spieleranzahl mal Tag. Also das nächste Mal ist es denn schon 3x3. Und ich habe auch was Schönes gezogen, nämlich ein Fortunate Discovery. Ach, du hast es. Wir haben hier nämlich noch je nach Charakter immer oder meistens eigentlich so einen Slot für Consumables, für Würfel, die... ja, einmalig verwendet ich werden. Ich würde mich dafür können. Anmelden. Oh mein Gott. Und den kann ich hier einmal ausgeben und kann mir denn so ein Consumable geben. Ist die Frage, ob das jetzt schon sinnvoll ist überhaupt. Ah, aber ich lege es erstmal beiseite. Du hast schon gehört, Boomer hat dich schon angemeldet. Ja, wie es so mit Loot ist, man kann nämlich Loot auch transferieren. Ja. Ach, für die heilige Granate. Und wie es in jedem guten Rollenspiel ist, gibt es natürlich auch eine heilige Handgranate, die gibt es bei mir natürlich auch. Vielleicht wollen wir die ja später bei dem Endboss dann doch haben. Das kannst du bis dahin ja überlegen. Ich hätte sonst die Möglichkeit bei mir... Liquid Life zu generieren, da kann ich jemanden, der K.O. gegangen ist, wiederbeleben. Auch schön. Ich könnte mir aber auch Poisoned Darts geben.
kann ich halt jemanden vergiften oder mir eine Energiezelle generieren. Wiederum mit dieser Energiezelle, wenn ich denn so einen Skill entwickelt habe, der da irgendwie sowas Zap-Pack heißt, ja, dann kann ich auch mit diesem Zap-Pack Dinge machen, kann ich Schaden machen oder beleben. Aber ich denke auch, Pete, ich würde dir das schon mal, ich würde dir das schon mal geben für deine heilige Handgranate. Dann kann ich es gleich benutzen, oder? Okay. Hey, ihr könnt es auch aufheben, weil ihr könnt ja insgesamt 4 Loot generell lagern und vielleicht gelingt es ja dem einen oder anderen auch dieses Fortunate Discovery über den Backup-Plan zu generieren. Den gibt es bei mir nicht. Ach, den gibt es bei dir nicht. Ja, dann macht die Karte bei dir extrem viel Sinn. Ja. Aber dann wenn ich nur 4 Loot haben kann, dann... Ja, dann gibst du gleich aus und hol dir die heilige Handgranate. Ja, doch hier denn. Aber vielleicht finde ich die auch. Die kann ich da selber auch irgendwie finden, oder? Nee, nur so das Fortunate Discovery kannst du finden. Ja. Das ist so ein gelber... Das ist einfach. Aber ich kann auch Bagabooms nehmen, um 5 Elements. Bagaboom, ein mächtiger Badaboom. Badaboom. Gut, wir haben jetzt ja immer noch 2 Erfahrungspunkte. Pete, bist du dir eventuell, oder Leslie, weißt du schon, was du machen willst? Ja, ich würde auf jeden Fall Dexterity erhöhen, damit ich mit mehr Würfeln in den Kampf gehen kann. Also insofern bekommen wir hier einen Würfel mehr und das ist eine Weiterentwicklung, die auch nicht fehlschlagen kann. Und dann würde ich mich mit Nightshade auf den Weg zum Alpha Wolf machen. Dazu brauche ich aber Promise of Prey. Und das ist auch ein Würfel, der den Wolf im Kampf noch flexibler macht, weil er schnell auch an eine Baddie-Position springen kann und da auch Schaden verteilen kann. Das hört sich an, als wenn die gut eingesetzt wurden. Ich mache sowas Ähnliches. Ich gebe nämlich auch mal einen Punkt für den Dexterity-Wert. Der war ja bei mir nur 2. Damit bin ich jetzt auf 3 und gehe dann auch weiter in meine, die bis jetzt noch nicht so benötigt wurden, aber ich denke, später wird es noch relevant sein, in meine Heilungsfähigkeiten und baue den Skill weiter aus, nämlich jetzt Fast Hands. Das Ganze ist dann ein Multiplikator. Die schnellen Hände. Ja. Die dünnen Doktorhände mit den Dettel. Jetzt gibt es auch Kampf mit Happy End. Ja, auf jeden Fall. Pete, wie sieht's denn mit deinen, wann macht's denn bei dir Boom? Ich dachte Happy End. Gar nicht Boom. Um einfach mal anzufangen, zwar ist der schnellere Weg zum Napalm nachher über die Stun Granite. Die finde ich aber nicht gut. Ich mache das einfach mal, wie es der Standard sagt. Ich fange einfach mal mit einer Frag Granite an, die man entsprechend werfen kann und da kann man schon das eine oder andere den einen oder anderen Schaden mit verteilen und das zweite, was ich eigentlich wirklich machen würde, ist einfach ein Body Search, um einfach hier auch die Casings und sonstiges zu finden, das heißt also nachdem irgendeiner umgefallen ist, kann ich den sogar benutzen, um einfach nach Gegenständen zu suchen und da finde ich halt alles bis inklusive Loot oder auch eine Heilung finde ich so gar nicht verkehrt. Das sind die 2 Punkte, die ich auf jeden Fall erstmal machen würde. Cool. Dann haben wir uns alle 2 Erfahrungspunkte gegeben und den Loot und damit geht es dann in den nächsten Tag. Achso, und ich kann natürlich die... Naja, das kann ich immer noch benutzen. Das kannst du immer noch benutzen? Ja. Du guckst nochmal, Pete, was du alles Schönes machen könntest. Ja, naja, weil ich kann ja dieses Consumable machen. Ich habe nur 2 und ich überlege gerade jetzt, welcher denn die bessere Alternative wäre, weil es ist entweder 12 oder die Granate mit 16. Und ihr seht natürlich, die heilige Handgranate hat das, was sie auch sagt. Ja, das ist immer eine kleine und eine große Zahl. Und zwar wirkt die kleine Zahl. Die große Zahl ist erst relevant, wenn man auch das Element 325 gefunden hat, damit man die noch ein bisschen aktualisieren kann. Deswegen gucke ich mal kurz, was der Würfel hier kann. Ich kann hier Casings finden. Und nachdem Consumable benutzt ist, ist er auch weg, oder? Richtig. Also hier finde ich halt gleich Teile, die ich sozusagen benutzen kann, um halt einfach mehr Bomben zu bauen. Finde ich jetzt erstmal nicht so spannend. Ich nehme dann wirklich die Granate. Und dann ist die Karte auch benutzt. So, und bevor wir in den nächsten Tag starten, haben wir noch die Recovery-Phase. Das heißt, wir können unser HP wieder auf volle Stärke generieren. Oder, wenn wir das nicht tun müssen oder wollen, können wir auch nochmal nach besserem Loot suchen. Oder eben auch nochmal einen Ausblick in die anstehenden
Monster. Also Monster findet man Stecken, sowieso immer. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es da so fiese gibt. Ich finde die alle eigentlich gleich. Ich würde jetzt auch einfach mal aus Zeitgründen sagen, wir durchsuchen diesen Stapel nicht. Und Leslie, du bist nicht auf Full Health. Ich bin nicht auf Full Health. Möchtest und, du denn Full Health sein? Ich kann auch nur einen von beiden heilen, also entweder den Wolf oder das da. Beides fehlt ein. Ja, und beides fehlen ein. Genau. Da ich aber den Wolf gerne am Start der in der Initiative hätte, heile ich erstmal das da. Ansonsten das heißt, würde er früher ins Spiel kommen. Genau. Dann erst später ins Spiel. Mit weniger Leben. Pete, wie sieht's bei dir aus? Du bist, glaube ich, auch ein Ich bin gesund, weil ich habe ja genug Schilde. Das heißt, möchtest du denn nach besserem Loot suchen? Ich finde beide eigentlich ziemlich cool. Würde, also das den Loot, würde das den Loot ersetzen dann, ja? Ich opfere eine Karte, ne? Und müsste dann. Kriege ich zusätzlich eine Karte oder. Genau, du wirfst eine Karte ab und dann würfelst du mit 6. Also du rollst ein D6. Nee, Entschuldigung, wo sind wir hier? Wir sind bei Search for Better Loot. Ja. Ne? Genau, du wirfst dann 6 Angriffswürfel und die Anzahl der Bones, die du würfelst, bestimmen dann, wie viele Lootkarten du nachziehen darfst und eine davon darfst du dir aussuchen. Mhm. Also wir haben jetzt noch nicht was, wo wir das Schloss öffnen können. Die Frage ist, ob wir das irgendwann machen wollen. Also weil mit diesem Super-Loot da... Da liegen in der Regel attraktive Dinge drunter. Wir brauchen dann eben auch eine Karte, die uns erlaubt, Trove-Loot zu ziehen. Ja, ja. Macht aber Sinn, das aufzuheben durchaus. Ich finde die Darts jetzt auch nicht so schlecht. Deswegen würde ich eigentlich gar nichts machen. Das klingt irgendwie doof. Ja, aber dann ist es so. Oder ich gebe die Darts ab und guck nochmal, was passiert. Risiko. Oder will jemand seinen Loot verbessern? Dann kann ich ja für den suchen gehen, eigentlich. Ach, das stimmt sagen, in der Tat, genau, weil du kannst ja Loot tauschen. Genau. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Ich bin auch schon auf Full Health, lass mal diese Initiative Öle jetzt Öle sein. Und wir gehen letztendlich dann in die nächsten Encounter. Habe ich hier auch jetzt schon gezogen. Und die Überschrift ist Feeling Bloated. Weiß jemand, was bloated ist? Ist es aufgebläht? Ja, genau. Hier geht es nämlich darum, irgendwie, ich übersetze es jetzt mal schnell, mit dem kurz genau. Es geht nämlich auch darum, dass wir dass wir hier so einen Kugelfisch essen können. Geht jetzt also irgendwie um nächstes Meal. Ja, und worst tasting fish in ganz Delore, das ist also die Region, in der wir uns befinden. Oder über uns fliegt gerade ein Schwarm von Cacklers. Was auch immer Cacklers sind, es sind also es ist irgendwas, was das fliegen kann. Ja. Während sie kennenlernen, ja. Und wir haben jetzt also die Möglichkeit, versuchen diese Vögel abzuschießen, also das ist die zweite Variante, shoot down a Cackler oder painfully bloated. Ja, wir werden also diesen Kugelfisch da irgendwie essen. Each Gearlock gains 4 buffed HP und dafür passiert aber dann place a poison 2 effect die on each Gearlock for the next battle. Also wir nehmen zwar Nahrung auf, vergiften uns aber auch dafür oder wir versuchen so einen Keckler zu treffen und dafür würden wir Setup wahrscheinlich die Player-Anzahl of Cacklers, Stack of 2 Health Chips equal to Party Size. On any position, each Gearlock may roll all their attack dice against a Cackler. Hier geht's also darum, das ist jetzt so ein bisschen wie hier unten so ein Minigame, so würde ich das jetzt mal interpretieren. Yep. Ja. For each defeated Cackler bekommen wir 2 buffed HP. Die werden untereinander aufgeteilt. Encounter succeed is achieved no matter the outcome. Ja, das ist also auch egal. So oder so bekommen wir 2 Erfahrungspunkte. Ja, wollen wir jetzt also den Kugelfisch essen und kriegen 4. Also du hast halt so ein Minigame, wo du halt um die HP würfelst und nichts passiert. Ja. Oder du kriegst die HP und bist vergiftet. Ja. Wie lange bleibt vergiftet? Vergiftet wirkt einmal, also wenn es Vergiftung 1 ist, man verliert dann einen Lebenspunkt Poison und nimmt dann Poison 2, okay, dann wirkt es halt zweimal, ja, in 2 Runden. In der ersten Runde verliert man einen Lebenspunkt, dann dreht man es runter und dann verliert man wieder. Okay.
Also schon Poison 2, ja? Also dann kriegst du in der ersten Runde 2 True Damage. Und dann wird da runtergedreht der Counter und in der nächsten Runde 1. Also kriegst du insgesamt 3 Schaden über 2 Runden verteilt. Okay, du kriegst dafür 4 Lebenspunkte auf den Ring. Das heißt, also kriegst nicht 1. Netto 1, genau. Und bei dem anderen kriegst du auf jeden Fall 2, wenn du so ein Ding abschießt. Ich würde das abschießen, komm. Ja, Minispielchen? Minispielchen. Dann, ich glaube, diese Keckler, die muss man jetzt wahrscheinlich nicht raus. Wir sagen einfach, das sind Keckler. Wir nehmen einfach 2. Das ist ein Stack of 2 Hits. Genau. Ja. Equal to party size. Das heißt 3. Das heißt also 1, 2, 3. On any position, each Gearlock may roll all their attack dice against one Keckler. Ich habe nur einen Attack Die. Ja. If the roll doesn't defeat it, the Gearlock cannot use those Attack Die during the next battle. Achso, wenn wir den also nicht abschießen, dann dürfen wir nicht angreifen. Das ist eine harte Nummer. Ja. Das ist eine harte Nummer, ja. Das ist eine harte Nummer. Auch die Entscheidung, weil die kleine Information hast du uns vorenthalten. Ja, ja, das stimmt schon. Ich hab da jetzt diesen lilanen Text. Schön, dass wir das auch. Diesen lilanen Text habe ich. Ja gut, da müssen wir jetzt durch, ne? Ja, aber das ist doch Wahnsinn. Mit einem Attack Dice schieße ich den doch niemals ab. Ja, aber darf ich mal aussuchen, mit wie viel Attack Dice ich würfel? Na, mit denen, die man haben. Du würfelst May alle. Roll all the Attack Dice. Ja, aber May ist ja, ich darf nur aussuchen. Ja, aber ich habe ja nur einen. Ja, genau. Also du musst auch gar nicht würfeln, im Grunde genommen. Ja. Ja, das stimmt. Ja, also. Aber ja, guck mal, wenn ich würfel, ist es ja, also ist es ja eigentlich halb so wild, weil ich kann ja Bomben werfen. Okay. Ach so, ja, das stimmt schon. Aber ich habe auch nur 3. Ja. Aber du hast doch mehr Attack, du hast doch 2. Ich würde sagen, die mit den 2 würfeln mal und ihr werdet es doch hinkriegen. Und wenn wir ihn nicht abschießen, schießt du ihn ab, oder? Nee, ich würfel gar nicht. Ich versuche das jetzt einfach. Ja, mach mal. Also, ich würfel als Erster. Wenn ich den nämlich nicht abschieße, kannst du auf den schießen, der schon beschädigt ist. Die heilen ja nicht. Da steht ja nicht, dass die nicht heilen. Nee, die heilen nicht. Wir interpretieren das auch mal so, dass das geht. Pete, würfel doch mal. Wir machen uns die Welt, wie die uns gefällt. Ja, ist doch immer so. Wir entscheiden ja auch, wo wir da langläuft. So, ich greife den jetzt mal an. Zeig uns das doch wenigstens, die Charme. So, also, warte noch. Ein. Pete hat also einen Schaden und damit sind meine Würfel für den nächsten Kampf nicht mehr verfügbar. Einer. Tja, nur. Würde ich sagen, oder? Nee, doch. Nee, wenn ich die nicht defeate, dann kann ich die nicht mehr benutzen. Okay, verstehe. Leslie! Du könntest jetzt auch nur mit einem würfeln und versuchen, den einer zu defeaten. Nee, wenn die Chancen sind ja richtig. Also wenn er 2 bei uns würfelt, sind wir halt richtig am Arsch. Im besten Falle würfelt ihr ja 3 Schaden und schießt damit 2 ab. Nee, also du kannst nur einen abschießen. Kann nur einen abschießen, ja. Komm, aber dann nehme ich beide würfel, oder? Und dann... Naja. Dann hätte ich fast nur einen genommen, aber ja, tu's. Zwei Bones. Hier, komm, dann nimm doch einen. 2 Bones, was ist da die Chance? Ein Zwölfel, oder? Soll ich den jetzt würfeln und den killen? Mit einem? Und dann würfelst du mit 2? Also, mal ehrlich, komm, wenn wir. Ja, keine, das machen wir. Wenn wir keine Attack-Würfel haben, wie beschreiten wir den nächsten Kampf? Ja, dann verlieren wir ihn. Vielleicht ist aber nicht schlimm. Da haben wir einen Tag verloren und eine Schlacht verloren. Ja. Yes! Bi-bi-bi! Fliegen die Federn! Großartige Leistung. Ja, fand ich schon. Wir suchen uns ja mal auf. Willst du verletzt werden eigentlich? Jetzt ist doch erstmal Leslie dran. Achso, Leslie. Leslie, ja. Würfel! Willst du das Würfel, komm schon! Du hast auch noch einen Jägers und einen Hund, der angreifen kann. Na ja, der hat aber nur ein Leben, ne? Na, okay, ja. Also ich muss 2 Schaden machen. Ja, komm, das kann nicht so schwer sein. Na ja, du machst ja sogar 3 Schaden. Wir zeigen es dir nochmal. Da ist der 3 Schaden. Okay. Wunderbar, wir haben. Hat nur Piet versagt. Ja. Man muss halt auch dran glauben. Jetzt hab haben wir. Ja. Jetzt haben wir 2. Darf ich den Knochen denn wenigstens einsetzen? Nee. Warum nicht? Weil das nicht in der Spielphase passiert. Jetzt haben wir 2 Vögel. Jetzt hört doch mal zu. Wir haben 2 Vögel abgeschossen. Ich weiß, das heißt, wir haben 4 Lebenspunkte zu verteilen. Ja, die werden jetzt buffed HP. Die kommen auf den Charakterbogen. Die werden als erstes abgebaut. Die können wir jetzt aufteilen. Wollen wir dir denn 2 buffed HP? Kannst du die auch für deinen Wolf benutzen? Nee.
Ich würde ja sagen, weil ich noch am meisten kann Energie ich habe, dass ich euch beiden, dass wir die beiden wollen wir aufteilen. Die aufteilen? Zwei Buff HP kriegt jeder von euch. Weil wenn deine schwächste Target angreift, dann fliegen wir erstmal direkt. Und Leslie liegt sich jetzt auch noch. Genau. Und dann stellen wir fest, wir hätten den Heiler mal lieber die HP geben sollen. Nee, alles gut. So. Immerhin, so oder so, haben wir diese Begegnung erfolgreich überlebt, yes. Mehr oder weniger, ja. Und es gibt wieder zwei Erfahrungspunkte und genau einen Tag weiter geht das Ganze. Ja, jetzt wird wieder aufgewertet. Ich kann mir einen Angriffswürfel holen. Ja, das macht jetzt wahrscheinlich auch wirklich Sinn. Ich zwar nicht, aber ja. Dafür musst du allerdings würfeln, Pete, damit das klappt. Das stimmt schon. Ja, das mache ich aber einfach. Ja, aber kann ja nichts schieflaufen, also. Dann nehme ich also, wie macht man das jetzt bei Attack? Ich nehme also zwei Würfel. Dein Attack, weil mein Wert genau. ist zwei. Dann würfelst du mit und zwei. Und ich darf keine Knochen würfeln. Richtig. Ja, schaffe ich nicht. Ihr seht, ein Knochen ist immer dabei. Damit ist das fehlgeschlagen. Der Punkt ist aber nicht verschwendet. Richtig. Ich kann ihn also jetzt woanders einsetzen. Richtig. Um den einen Punkt, den setze ich jetzt einfach mal ein. Muss ich ihn da oben einsetzen oder kann ich auch einen Würfel hier kaufen? Du kannst auch einen Würfel da kaufen. Dann Smokescreen oder Bigger Boom, was wollt ihr denn? Gezielter Schaden oder Angriffe gegen die Gegner? Ich bin ja ein mächtiger Badaboom-Fan. Ich bin ein mächtiger Badaboom. Ich finde den Smokescreen total relaxed, den nehme ich jetzt. Und den zweiten Punkt kann ich wieder einen Angriff versuchen. Genau. Ja, geil. Ja, aber jetzt mach mal. Funktioniert? Yes. Ja, guck mal. Eine 3 gewürfelt, damit wandert der hier auf. Die 2. Super. Heißt also, ich habe einen Angriffswürfel wenigstens nächste Runde zur Verfügung. Ja. Toll. Strike. Hast du also, wer wäre als nächstes? Ich sehe, du hast dich schon entschieden. Ich würde einen Angriffswürfel nehmen? Ja. Oder mal einen Dexterity? Eine Dexterity habe ich mir schon genommen. Also es wird auch empfohlen, dieses Steam, sowas Stimulation Kit zu nehmen. Das ist, da habe ich die Möglichkeit, mit seinen schönen Händen. Da habe ich die Möglichkeit, auch Buff HP zu geben. Also Leute, so wie gerade durch die Vögel entstanden ist, zu buffen. Ich kann die sogar mit Attack Kraft buffen, ja, dass die mehr Attack bekommen und später dann noch weitere Sachen machen. Oder ich könnte mir auch die Bonesaw nehmen und ich glaube, das tue ich sogar. Erstmal, ich nehme mir mal die Bonesaw, die macht also dann noch extra. Es wird empfohlen, das Stimpack zu nehmen. Ich nehme mal die Knochensäge. Auf jeden Fall. Ich nehme die Knochensäge, so sieht's aus. Und dann würde ich, glaube ich, nochmal meinen Dexterity-Wert erhöhen. Damit bin ich denn bei 4. Das wären dann jetzt erstmal meine. Hat auch nur einen Angriffswürfel, ein Verteidiger. Ja, das stimmt. Genau, und ich werde nicht ganz unrecht, mir Ferocity besorgen. Das ist ein Würfel, der hat erstmal eine Menge Bones für den Backup-Plan und er ermöglicht mir, wenn ich dieses Ergebnis würfel, dann auch den Wolf weiterzuentwickeln, also ihm auch einen Trainingspunkt zu geben, schon während des Spiels. Okay. Ja. Wenn du den quasi würfelst. Wenn ich das Symbol würfel, genau. Ja. Und die Infusion Bracers, bei denen habe ich quasi einen, wenn ich angegriffen werde, kann der Wolf dann auch nochmal zurückschlagen. Das ist ein Würfel, wenn ich das Ergebnis habe, kann ich einen Active Slot legen und habe dann nochmal einen Zwischenangriff, wenn ich angegriffen werde. Zwei ja, so. Genau. Und das kann man auch noch verstärken später, wenn man sich hier die D-Cells, das sind Batterien, besorgt. Alles klar. That being said, welches Set? Dann geht es jetzt schon in den, in einen nächsten Encounter hier. Ich muss mir langsam hier auf die Suche nach 3,25 machen. Ja. Muss ja noch ein paar Mal würfeln, um das dann deswegen, auch zu erhalten. Deswegen sollte man ihn vielleicht schon mal besorgen, aber ich brauche jetzt ja irgendwie einen Angriffswürfel, nachdem ich diese komischen Vogel nicht getroffen habe. So, dann der nächste Encounter, der wird wieder in einem Kampf enden. Quit ihr Snorbin oder irgendwie sowas. Snorbin is a sleep-inducing herb close related to the wound-salving agot. It looks almost identical. Save for its dark red steam. Also hier geht es also um so eine Pflanze. Pflanze.
Natürlich, weil die so identisch aussehen. Ja, also das eine ist eine Wundheilpflanze und die andere halt diese schlafmittelmäßige Sache. Die werden gerne mal verwechselt. Ja. Und letzte Nacht hat übrigens einer das getan. Wer wohl, der sich mit den Ölen eingerieben hat? Schreibe sich mit der Mission ein. So, wir sind also aufgewacht und wir sind mit unserem Floß ja so ein bisschen abgetrieben, weil wir anscheinend nicht auf der Höhe des Geschehens waren, weil wir halt ja ein bisschen länger geschrieben haben. Also wir sind ein bisschen mehr vom Land weggedriftet, als wir eigentlich wollten. Okay. Though this reckless heeding will allow a greedy band of mercenaries to chance to leap on board, also dadurch sind wir jetzt in Reichweite gekommen von diesen habgierigen Leuten, die uns überfallen wollen. So, paddling to the river center may keep some at bay, but a giant crane has just lifted his Gellinger's head out of the water. Also wir könnten jetzt weiter in die Flussmitte rudern, allerdings ist da irgendeine andere krasse Kreatur. Oh, so ein Zufall. Wer hat das denn geskriptet? Was auch immer ein Quellen ist. Ja, quellende Dieseldüsen. Ah ja. Also ein Wassermonster so. Genau. So, also, wir haben jetzt die Möglichkeit, uns diesen, diesen Banditen zu stellen. Oder wir sagen wir mal, wir sind zu langsam gewesen. It's too late. Land ho. Dann würden wir unseren Baddie Pile halt aus normalen Baddies zusammen bauen und all death defense dice, Gearlocks roll this battle only count as bones. Also alle Defense-Würfel sind jetzt nur Knochen, ein Schild, ein Knochen. Das ist vielleicht ganz nett für unseren Backup-Plan, um uns aufzuleveln, aber wir können halt nicht, weil wir so überrascht wurden, ja, wir wurden überrascht. Musst du nur dreimal machen? Oder wir grabben jetzt unser Paddle und versuchen zu entkommen, dann wird der Baddie Pile allerdings aus zwei von diesen drei Wassermonstern zusammengestellt. Und aktuell sind wir sind quasi auf 4 mal 3 sind wir dann bei 12 Baddie Points. Das heißt, 6 Punkte würden für diese Dinge abgehen, wenn wir das machen wollten. Und damit wir das Ganze noch vollständig haben, wenn wir uns entscheiden, dass wir von den Dieben oder Art Piraten angegriffen werden, dann haben wir die Möglichkeiten, zusätzlichen Loot zu kriegen. Wenn wir sie besiegen, ja, klauen wir deren Stuff. Und am Ende würden wir dann einen Erfahrungspunkt und einen Loot bekommen. Jetzt ist die Frage, wollen wir uns diesen Wassermonstern stellen? Wir sind übrigens auf dem Floß. Wir werden jetzt gleich dann die Karte umdrehen. Ich kann nicht viel angreifen. Ich habe einen Angriffswurf, aber der könnte reichen. Oder wollen wir uns diesen Typen stellen und vielleicht sogar unseren Upgrade versuchen. Ja. Leslie, du bist der mit den meisten Floß-Paddel-Erfahrungen. Ich werde in der Zeit schon mal das Floß kreieren. Schon mal das Floß umdrehen. Machen die Mercenaries das Floß auch kaputt? Nee, aber die Quellen, die aus dem Wasser quasi kommen, die greifen eben das Floß an und zerstören es nach und nach. Ich könnte auch mal 2 aus der Queue nehmen. Dann wäre es nur 4 einer. Ach so, weil sonst wären wir ja bei 2 Fischen oder 2 Wasserangreifern. Wir sind bei 3 Leuten Tag 4, sind wir bei 12, oder? Dann hätten wir einen 5er und einen 1er. So wären wir nur bei 10, das wären 2 5er. Ja, 5er sind auch heftig. Ich glaube, wir sollten mal gegen die Grillen kämpfen. Es sei denn, ihr wollt den Loot haben. Das ist natürlich... Den Backup-Plan. Den Backup-Plan würde ich gerne versuchen eigentlich. Nee, dann versuchen wir den Backup-Plan, oder? Also dann ich weiß nicht, ob eure Backup-Pläne so cool dann sind. Dann müssen wir aber gegen 2 Fünfer und 2 Einser kämpfen. Oder 2 Fünfer. Ah, oder du reduzierst es. Aber nur 2 Einser, naja. Ich glaube, die Karte, die könnte Richtung Ende nochmal... Ja, die kann ich 2-mal benutzen. Ah ja. Wollen wir die jetzt schon nehmen? Ja, mein Angriff ist halt nicht so stark. Okay. Ja, gerade jetzt. Das heißt, wir entscheiden uns jetzt
Wir tun so, als wenn wir nicht mehr wegkommen. Ja? Hilfe! Bitte greift uns nicht an! Gebt uns nicht eure Sachen. Mal gucken, was das für ein Mercenary sind. Bestimmt irgendein Affe und irgendwie Schildkröte. Pete hat jetzt also seine Sleeping Darts. Während die Leute uns entern wollten, deswegen, hat er noch, liegen die jetzt hat er so, quasi noch zweien in den Nacken geschossen. Und wer ist das? Uns begegnet wieder die Schildkröte, die echt viel Leben hat. Die Schildkröte? Das ist eine Schildkröte. Achso, ich bin hier gerade bei ihm hier. Also, oder was ist das? Das ist das Gleiche. Das ist ein. Das ist ein Primate oder was? Primate Trapsmith. Ja, der sieht so, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wahrscheinlich. Der sieht so ein bisschen aus wie der Grinch. Könnte man sich das vorstellen. Alter. Der Grinch. Alter, was steckst du denn da gerade auf? Ja, naja, der hat 6 Leben. Ja, hat Initiative. Achso, wir kriegen die zweimal. Das passt ja. 4. Ja. So, und dann haben wir haben die tatsächlich doppelt, ja. Na gut, das. Und die haben beide 3 Angriffswürfel, das ist heftig, weil wir sollten da auf jeden Fall den Angriff auf einen konzentrieren und den schon mal wegkriegen. Ansonsten kriegen wir richtig eins auf die Nase. Ja. Ja, wir haben keine Verteidigungswürfel, ja. Aber der hat gesagt, geil, wir wollen. Ja, das ich kann das, aber heilen und ich habe sogar Multiplikator. Ja? Das ist beruhigend. Den greifen die dann übrigens an. Ja. Was sind Nahkämpfer? Die greifen den Stärksten an und es sind Nahkämpfer. So, warte mal, einer steht da unten und der steht hier oben. Genau. Das hast du dir jetzt ausgedacht, oder? Naja, er ist in der zweiten Reihe, also hier, und der ist Nahkämpfer und die Ach, wir sind ja jetzt auf dem Floß, genau. Auf dem Floß. Und da fangen die wir in der Mitte an. Genau. Die anderen sind halt alterierend. Genau, genau. Und nochmal diese Trap-Eigenschaft, das ist eben tatsächlich, wenn der erste Gearlock auf die Matte hier gestellt wird, dann werfen wir einen D6 und je nachdem, was rauskommt, ja. Ach, dann tauscht. Nee, der nimmt ihn gefangen. Achso, aber es gilt nur bei Land-Encounters. Oh, das ist super. Ja, das gilt auf dem Floß gar nicht. Ja, die Trap-Eigenschaft, die gilt. Dafür gibt's. Die gilt tatsächlich nur auf dem Land. Das liest du dir jetzt so vor, oder? Oh, guck, das steht hier. Land Encounters only. Ja, das stimmt. Aber Blind Strike nicht. Before moving, the unit deals 1 damage to the strongest adjacent unit. Ist dieser Totenkopf da oben noch von Bedeutung? Weißt du das zufällig? Also ich denke, das Wasser-Icon ist, dass wir auf dem Wasser sind, ne? Nö, ich weiß es nicht. Das lassen wir jetzt einfach mal so. Vielleicht ist es, glaube ich, nur das die ist aber Uhr, einfach nur ein Encounter, glaube ich. Das ist das immer. Das Zeichen für Encounter gerade. Und hier seht ihr auch die Punkte, damit man die auch in die Karten rechnen kann. Gut, also wir befinden uns auf dem Floß. Das Floß wird langsam in Beschlag genommen. Entscheiden wir uns, wer als Erster raufgeht? Nach Initiative gesehen, aber genau. Jetzt wird wieder gewürfelt. Muss man. Ah. Ich habe eine 3 gewürfelt. Oh, ich habe eine 5 gewürfelt. Ich nehme also trotzdem den. Pete kommt an die 6. Toll. Ich könnte, hab ja immer noch diese Fähigkeit hier, die könnte ich immer noch mal einsetzen. You may reroll your initiative during battle setup. Also wenn ich vielleicht nicht mehr hinter den beiden Typen sein würde wollen, könnte ich das noch versuchen. Ansonsten heißt es jetzt wieder aufs Brett mit uns süßen Typen. Ich würde gleich in den Nahkampf gehen. Mhm. Von wem wollen wir eben auch surrounden? Nee. Um ihn eben auch zu verwunden. Startet er mit der Rüstung, die da drauf ist? Er wirft die. Nein, er wirft die. Nur wenn es ein tiefes Gelb ist, dann startet er mit der Rüstung. Das heißt, ich könnte jetzt. Toll, Granaten kann ich nicht werfen. Dann mache ich ja alles Mögliche kaputt. Du kannst ja auf den da hinten werfen. Ja, kannst du auf den da hinten werfen. Na, ich guck mal, ich starte mal hier. Macht es denn Sinn, wenn ich versuche, den anzugreifen? Vielleicht wollten wir erstmal einen wegmachen. Ja, aber wir können ja nicht alle auf den. Wir blockieren uns ja gegenseitig. Warum, wenn du hier startest, kannst du auch da hingehen. Verstehe. Oder nicht? Mhm, ja, aber ich bin der Letzte, ne? Aber ich bin das Letzte. Ja. Gut, gehen wir einfach mal so hin. Machen wir das mal so. Dann heißt es.
Oh, ich wollte schon sagen, Room for Initiative, haben wir schon gemacht. Also, Pete, Boomer, zeig mal, was du kannst. Nix. Du kannst doch auch eine Granate werfen jetzt mal, oder? Oder irgendwas Geiles. Eine Granate werfen. Du kannst sogar zwei Granaten werfen, oder? Wenn er jetzt, der greift dich ja an eigentlich, ne? Der wird mich jetzt angreifen, ne? Genau. Der greift den Stärksten an, der würde zu nahe gehen, oder? Nee, geht ja nicht. Wenn er einen in der Nähe hat, geht er nicht hat. Was ich einfach mal machen würde, ich würde einfach mal eine Rauchgranate werfen. Damit, wenn der angreift, obwohl du bist vor ihm dran, aber das schaffen wir nicht, glaube ich. Ich werde ihn nicht mit einem Wurf töten, ne? Nee, dass wir sagen, okay, wir verhüllen dich in Rauch, dann würde ein Angriff, den er tut, auf jeden Fall ins Nichts gehen. Oh, das kannst du in meinen Slot legen, ja? Ich darf das in meinen oder in jeden anderen Slot legen und ich habe da ein oder zwei Angriffe. Also ich, vor allen Dingen wandern die mit dir mit, das finde ich voll lustig. Die Rauchwolke, ja, sehr schön. Das war nett von dir. Wir haben uns aber doch erst gewaschen, weil wir wollten, dass keine Rauchwolken um uns sind. Keine Stinken. Nee, ja, deswegen klebt die auch besser jetzt. Ja. Was ich auch machen würde... Bildsprache ist was Schönes. Nochmal zur Motivation. Nach diesem Encounter können wir Barnacle theoretisch bekämpfen. Bist du dir sicher? Nee, noch nicht, ne? Oder? Glaub, wir noch müssen nicht? Dann noch einen erfolgreichen müssen wir dann noch haben. Hat er immer zwei Schritte? Ja. Das heißt, also er kommt gar nicht an uns ran. Du hast recht. Dann kann ich nächste Runde noch was werfen, weil ich ja Erster bin. Sehr gut. Dann brauche ich jetzt noch keine Frag Granate werfen. Das heißt, dass ich nehme die Rauchgranate. Ich nehme einen meiner Angriffswürfel, den ich noch übrig habe. Ich nehme einfach hier. Ich versuche nochmal nach Elementen zu suchen. Hast du deinen Angriff? Hast du den erfolgreich gesteigert? Ja. Hast du nochmal gewürfelt? Ja, ich habe zwei Punkte gehabt. Den ersten Punkt habe ich versaut. Hm. Den zweiten nicht. Hast du für was anderes genommen und dann. Hm. Genau, dafür hatte ich hier diese Rauchgranate genommen. Hm. Und dann hätte ich nämlich noch einen Defense-Würfel, um zu gucken, was wir damit machen. Weil mein Defense, wenn das ein Bone wird, kann ich auch Schaden machen. Und ich würfel jetzt alle vier. Und der Defense-Würfel ist auf jeden Fall ein Knochen. Das ist so oder so schon gewesen. Die zweier Rauchgranate würde ich nehmen und sie Leslie oder Duster geben. Die geht sozusagen in den Active-Slot. Mhm. Muss dann hier allerdings eine runterdrehen, weil es eine Granate ist. Mhm. Hätte aber einen Angriff über, der auf jeden Fall auf ihn eingeht. Und jetzt ist die Frage, ob ich das Casing mit einer 1 haben möchte oder nicht. Aber ich du denke hast ja. Ja noch 1, ne? Dann weil? Würdest du die rausnehmen aus deinem. Genau, Blatt. Weil du dann alle drei Würfe gleichzeitig rausnehmen kannst. Ja, das habe ich auch überlegt. Oder ich versuche halt eine 3 zu kriegen. Ja, aber ich nehme die 1, lock die ein und würde die dann dementsprechend. Genau, weil exhausten. Du würfeln musst, ne? Nochmal, um dann weiter zu und machen. Würde mir genau. Also die Granate ich gerade wieder geworfen, die ich gerade verbraucht habe. Du bist so eine Granate. Alter, also, super. Danke. Ja, dieser rauchige Unterton, der macht mich leicht nervös. Ja, damit ist meine Runde fertig. Ich nehme hier einen Lebenspunkt runter. Es würde auch niemand schreien, wenn es zwei wären. Doch. Das Monster. Ja, okay. Ja, genau. Damit ist meine Runde vorbei. Ich bin also dran. Ja. Jetzt ist hier. Genau, und das da ist am Start. Und da muss ich nochmal korrigieren hier, was wir mit dem Dagger machen können. Denn das Symbol heißt in der Tat, man macht zwei Schaden sofort und dann bekommt er noch dieses Blutensymbol. Also wir haben den also ein bisschen runtergeschraubt, den Dagger. Genau, ne? Und trotzdem gewonnen, ja. Aber den setze ich jetzt auf jeden Fall ein. Recht. Ja, ich werde auch die Fusion Puratas einsetzen, dass wenn ich einen Angriff bekomme, ehrlich ihn verteidigen kann. Weil das schützt mich jetzt vor wie vielen Würfeln? Vor zwei Angriffen. Vor zwei Angriffen komplett. Okay, dann geht und aber der dritte Angriffswürfel durch und dann könnt ihr eher zurückschlagen, wenn das ein erfolgreicher Wurf wird. Das heißt, ich soll mal gleich würfeln, oder was? Ich noch nicht. Dann nehme ich noch einen Angriffswürfel mit rein. Und ich versuche schon mal in weiser Voraussicht. Die Frage ist, ist jeder Würfel von ihm ein Angriff? Also. Ich glaube schon, ja. Würde ich sagen. Sag mal das genaue Wording da. Das Wording ist. The next X times a baddie targets a unit with an attack and or skill will miss. Okay, gut, aber ich, genau. Okay, aber ein Attack ist, ich nehme eine Anzahl von Würfeln. Also insofern zählt tatsächlich zwei Runden lang dann. Zwei Runden für alle Würfel. Ja, eine, weil er macht einen Gratisangriff am Anfang seiner Runde. So.
steht da drauf. Hat gerade einen Blindstrike an, heißt. Ja, genau. Dann ist der. Dann ist er sozusagen ein. Aber es ist kein Angriff, er dealt nur Damage. Ja, das nur, war der Unterschied zwischen Master Attack aber und aber stimmt. Gut ist es. Ja, da sagt er für jeden Angriff oder Skill den einen. Ach, oder Skill, okay. Okay. Gut. Cool. Okay. Okay, dann nehme ich die 4. Ja. Und dann schauen wir mal. Was wir hier haben. Also ich habe erstmal eine ganze Menge Bones, die ich eigentlich nicht einsetzen möchte. Und ich habe 3 direkte Schaden. Das ist gut. Die gehen komplett auf den Baddy. Damit hat er nur noch 2 Lebenspunkte. Easy going quasi. Easy going, genau. Das war schön. Wenn ich mir aber meinen Backup-Plan anschaue, dann sehe ich, dass ich mit 2 Bones die Backstep-Funktion benutzen kann und die sagt eben, dass ich einen Baddy, der angrenzend zu mir steht, dass er 2 Schaden bekommt und damit wäre er getötet. Ja, hab ich nichts dagegen. Dann macht es doch Sinn, ja. Ich stehe in der Rauchfolge. Angriff ist die beste Verteidigung. Genau, ja, Angriff ist die beste Verteidigung. Genau. Nicht, deswegen hast du auch nicht getroffen. Tut mir leid, ich hätte vorher warnen müssen. Ja, also insofern nehmen wir doch den Backup-Plan und töten damit dann diesen Baddy. Ja. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich woanders hingestellt. Ja, Entschuldigung. Da kannst du immer noch dahin. Macht ja nichts. Aber der kommt ja jetzt auch zu uns. Der kommt ja jetzt sowieso zu mir. Genau. Ja. Jetzt ist nämlich der lila Typ dran. Der lila Laune. Primate Trapsmith. Und der begegnet immer dem Stärksten. Und der geht 2 Schritte. Das heißt 1, 2 wahrscheinlich. Mhm. Und dann bin ich jetzt dran. Und ich überlege mal, mit einem Schritt würde ich mich wahrscheinlich bewegen erstmal. Ich würde mich mal vielleicht hierhin bewegen. Noch eine Möglichkeit ist, dass da jemand anders kommt. Und ich habe ja jetzt einiges an Dexterity schon aufgebaut. Ich habe jetzt 4 Punkte, Aktionspunkte. Jetzt habe ich mich einmal bewegt. Jetzt kann ich noch 3 Aktionspunkte benutzen. Und ich könnte jetzt mit einem normalen Attack Dice angreifen. Und ich habe jetzt auch meine Bone Saw. Und meine Bone Saw macht Schaden, Melee Attack Damage to Target, auch nochmal bis zu 3 möglich. Und hat halt keine Bones drauf. Dann könnte ich also im besten Falle 5 Schaden machen. 5 Schaden. Und dann würde ich nochmal mit meinem Nutrients-Würfel würfeln. Oder soll ich mich lieber verteidigen? Was ja nicht geht, sondern nur Bones macht. Ich bleib mal bei dem ursprünglichen Plan. Ich würfel diese 3. Hab hier leider im Angriff nur ein Bone gewürfelt. Aber immerhin 3 Schaden mit der Bonesaw. Also mit meiner Knochensäge bin ich, kann ich umgehen. Doch nicht aufleveln. Ja. 1, 2, 3, ja doch nicht auf Level, genau. Der ist allerdings jetzt auch exhausted. Wozu haben wir eigentlich die Darts benutzt nochmal? Und jetzt darf ich den würde ich auch mal aktivieren, nämlich ein Loot nehmen. Immediately draw a Loot. Zack. Und da habe ich, was ist denn das? Single Use, Tar, Sap und Twine. Ich habe also jetzt hier was sind denn ein Kienappel gefunden, ja, und so ein Zwirn. Und was ist das andere? During a water battle on your turn, so Tran oder was? Nee, Teren. Teer. Remove up to 3 wrecked ships from positions that are either adjacent to you or at your existing position. During a land battle on your turn, place an obstacle ship in one opponent adjacent position. Also, damit kann ich jetzt entweder unser Floß reparieren oder ich kann so eine Art Falle, so ein Hindernis stellen, wenn wir am Land sind. Ja, das brauchen wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Also, jetzt noch nicht, aber vielleicht später einmal. Und damit habe ich 2 von meinen Spezialwürfeln exhausted, habe einen Bone und immerhin auch unseren Gegner etwas beschädigt. Und dann geht's auch schon in Runde 2 weiter mit Pete. Dann bin ich hier dran. Easy going. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man jetzt, das ist übrigens das kurze Spiel, ja. Von 1 Punkt auf 6 Punkte. Ja. Ich benutze als erstes mal den Body Search Würfel, weil da ist einer umgefallen, den kann ich nicht suchen. Ja. Das darf ich erst machen, wenn nämlich einer umgefallen ist.
Ansonsten benutze ich mal zwei Verteidigungswürfel, vielleicht würfel ich ja schlau genug. Und einen Angriffswürfel auf den Typen da. Ja, und ich benutze also zwei Verteidigungswürfel, weil ich ja maximal zwei benutzen darf, habe auch keinen oben liegen. Oder zählt der in den Backup-Plan auch? Der Diebeswürfel. Nee. Okay. Dann nehme ich einen Angriffswürfel, weil einen habe ich ja noch und ich versuche den zu looten. Das heißt, das sind die vier Würfel, die ich würfel. Mit Dex 4 darf ich vier Würfel würfeln. Und wenn ich Glück habe, die ich nicht habe. Der eine Verteidigungswürfel wird auch gleich ein Bone, ne? Du hast also drei Bones gewürfelt. Und der eine macht einen Schaden. Das könnt ihr hier schon mal abtragen. Das ist ja... Zack. Ich glaube nicht, dass der... dann kriege ich auf jeden Fall die zwei Defense Bones. Und ich habe nichts gelootet. Was ist denn dein Backup-Plan mit drei Bones? Was ist denn da schon so... drin. Ich will 6 haben, nicht 3. Ja. Ich kann einen Gegner verschieben. Das heißt, also ich kann ihn jetzt von euch wegschieben, damit ich länger spiele. Du hast jetzt Bluff, Bonn. Und ich könnte halt auch den neu würfeln für 2. Die Frage ist, wollen wir das jetzt fertig machen oder wollen wir das verlängern? Wir machen den fertig. Ja, aber Piet ist echt kurz davor. Seine Innate plus 1. Noch 3 Bones. Ja, eine 2 eigentlich nur. Er hat ja da einen geworfen. Ja, ihm fehlen noch 2 Bones. Ja. Den würde ich aber auch nicht zählen, glaube ich, den einen. Ach so, na dann. Weil ich kann ja sowieso nur 3 würfeln. Obwohl, nee, ich kann ja einen anderen Würfel nehmen. Ich kann den reinsetzen. Dann fehlen mir nur noch 2. Und dann könnte ich halt nächste Runde, wenn ich eine 2er Defense würfel, sind es ja auch 2 Bones. Das, ich glaube, das, die eine Runde zögern wir hinaus. Macht Sinn. Ich, Na dann. Lass es mal so. Bin dann fertig und habe... Das heißt, der trifft mich jetzt gleich 2-mal. Okay, du kannst ja weglaufen. Ja, weglaufen, der ist vor mir dran, Piet. Also, weiter geht's mit Duster. Der kann sich ja heilen. Hast nichts mehr zu tun. So, genau, okay. Also Duster versucht mal den Wolf weiterzuentwickeln. Das kann mit dem Würfel gelingen. Und das ist ein Ergebnis, das ich auch in den Lockslot packen kann. Also das hilft Obwohl uns er auch. Obwohl er auf dem Brett ist. Ja, die Würfel darf ich benutzen, auch wenn er nicht auf dem Brett ist. Und ich werde noch einen Defense-Würfel mit reinnehmen und auch einen Attack. Keiner greift ihn mehr an. Ne? Ja. Okay, das war nächste Runde dann. Ja, ja, genau. Runde. Ich verstehe. Ja, wenn du ihn angreifst, dann kannst du ihn töten. Ja, ja, ist ja gut. Ich greife ihn nicht an. Ich habe ja sowieso keine Knochensäge mehr. Doch überbewertet. So, schauen wir mal. Okay, also. Das ist ein Ergebnis, das kann ich in den Lockslot packen und kann in einer späteren Schlacht helfen. Das sind 2 Bones. Und du hast noch einen Bone für dein Schild. Ich habe eine Verteidigung. Nee, das ist Achso, das ist ein Bone, okay. Quai Wolf oder und auf den Angriff verzichte ich, zumal ich den hätte ich auch gar nicht würfeln dürfen, um Himmels Willen. Weil ich im Nahkampf sein muss, insofern. Habe ich leider nicht, also insofern kann ich dann nur. Okay, dann ist der. Kann ich dann nur. Na, musst du nicht. Man kann ja auch was verfallen lassen. Nicht weitermachen. Genau. Jetzt erzähl mir nicht, Leslie, du willst auch noch deinen Backup-Plan voll machen. Und nein, das werde ich nicht schaffen. Warum? Dann hätte er vielleicht das Messer werfen müssen und dann nicht benutzen und hoffen, dass er einen Bone kriegt. Okay, dann ist jetzt unser einziger Gegner noch dran. Und der hat ja, was hat er? Blind Strike? Das heißt, ich krieg erstmal einen von Latz. Ja? Ich krieg erstmal einen Schaden. Wenn das einer verträgt, dann du. Ich heile mich, am Anfang meines Zuges heile ich mich um eins, hast du recht. So, und jetzt greift er aber mit 3 Angriffswürfeln und einem Verteidigung zu können. Ich würde ja mal sagen, Leslie würfel doch mal bitte. So. Wobei, nach wie viel verträgst du denn? Ich habe 6 müsste ich noch. Also, ich mache folgendes. Ich würfel jetzt. Warte mal kurz, wer die Buff-TP nicht hat. Ja, genau. Haben wir ja gesagt. Und dann stellen wir fest, dass der Heiler lieber die Buff. Also, geile Nummer. Ich würfel jetzt 3 Bones. Ja. Für dich. Auf jeden Fall. Nur für dich. 4 Bones im besten Falle. Wuhu! Okay, also, was haben wir? Wir haben. Wuhu, sagt er. 4 direkte Schaden. Und dann kriegt er auch noch einen 2er-Schild. Ich möchte betonen, das ist ein kooperatives Spiel. So, 4 hast du gesagt, ja? Da bin ich noch auf 2. Also ich kann nicht jetzt wegspringen, wenn du willst. Super, Piet. Nein, du brauchst mich jetzt nicht wegspringen.
damit bin ich jetzt an der Reihe. Ich springe euch gleich mal alle weg. Und ich habe die Fähigkeit bei mir, erinnert ihr euch noch, Recovery. At the start of your turn, heal yourself 1 HP. Das mache ich jetzt hier auch gleich mal. Zack, also ein HP gibt's wieder. Ach so, ich habe es ja dann automatisch geschafft. Weil der Verteidigungswurf auf jeden Fall immer ein Knochen ist. Ja. Du hast aber 6, ne? 6. Ja, ich habe ja 2 Verteidigungen. Achso, ja. Und dann. So, ich sollte den jetzt nicht angreifen, habt ihr gesagt, ne? Ich könnte den aber angreifen, weil der hat ja 2 Schilde. Einfach genau, ich wollte gerade sagen, Attack Die zu nehmen, um eventuell noch einen Bone zu würfeln. Ja, kannst du gerne machen. Also, ich nehme mal einen Attack Die. Kannst du auch gerne heilen. Und einen Defense Die. Mich heilen. Und dann würde ich ja. Ach nee, wenn ich jetzt den Attack Die nehme, dann muss ich ja da stehen. Aber du wolltest den doch jetzt killen, dann, oder? Das mit einem Angriffswurf. Wenn er einen Schritt wegläuft, dann würde ich ihn vielleicht. Nee, ja. Ich habe nur einen Angriffswurf. Ich heile mich einfach mal. Aber Leslie tötet ihn im Notfall. Ich heile mich jetzt. Ich wirf mal die. Ich werfe jetzt die 4 und heile mich damit einfach selber. So. Spiele ich mit mir selber und meinen Spritzen. Ich habe 2x3, könnte mich um 6 heilen. Hab ein Bone. Hab ein Schild gewürfelt, was ja ein Bone ist. Da habe ich übrigens den Needle Jab jetzt. Ich könnte den auch wirklich jetzt alle machen, aber das wollten wir ja nicht machen. Nee, kann nee, ich nicht. Ich kann nur die Schilde würde ich abziehen. Macht das Sinn? Na ja. Ja. Also mehr als eine Runde sollte er jetzt nicht mehr leben. Dann mache ich mal den Needle Jab Stick Target for 2 Damage. Da gebe ich alle jetzt alle Bones aus. Dann verliert der sozusagen sein Schild gerade. Und dann habe ich jetzt hier noch 2x Healing mit dem Multiplikator x3. Krass. Medipack, Die Result may be multiplied by. Also ich kann mich um 6 heilen. Mein Maximum ist aber 7. Das heißt, ich bin. Da können wir doch noch 3 Runden lang Knochen sammeln. Ja, super. Aber damit sind die auch raus. Ich kann mich ja jetzt nicht mehr heilen. Und jetzt sag mal nicht, dass du kein Punching-Ball bist. Ja. Und so schnell wird man vom Supporter zum Tank. Zur Legende. Das ist halt zur Legende. Genau. Gut, der Heiler. Die Legende. Okay, so. Damit sind meine Würfel aber erstmal raus. Wir sind jetzt in der 3. Kampfrunde. Jetzt geht's hier zurück. Wir gehen hier auf die 3. Das heißt, ich fange an. Ich nehme 2 Verteidigungswürfel auf jeden Fall. Einen Angriffswürfel. Und dann habe ich noch einen frei. Und ich schmul schon mal, was der Pete machen kann. Und ich nehme einfach keinen, weil es bringt nichts. Ich will auf jeden Fall keine Granate raufwerfen. Weil dann verliere ich ein Casing, was ich im nächsten Mal besser verwenden könnte. Ach, stimmt. Und würfel einfach die 3. Also so auf die Schnelle habe ich nicht ganz überblicken können, was Pete dann machen kann. Ja, wie Pete halt immer so macht. Würfel hier mal einen Knochen. Und krieg meinen 6. Knochen dazu. Super. Das heißt also, ich kriege mein Upgrade Initiate. Das heißt also, das, was hier an zweiter Stelle steht, wird jetzt getriggert. Also der Level Up dazu wird einfach hier meine, auch um das zu markieren, wird der Token umgedreht. Und ihr seht es hier ganz leicht schimmern. Das ist so eine Sternformation, die um einem rum ist. Man sieht es vielleicht bei dem Token, der da drüber liegt. Der Rand hat halt keinen Stern, der ist einfach nur schwarz. Also, und dann, genau. Damit ist das Level abgeglückt. Sind jetzt alle 6 weg? Ja. Jetzt wird man nicht zu gierig, mein Freund. Ja, ich doch sowieso nicht mehr. Da bedanke ich mich. Der war ganz nett bei dem Heiler. Der ist dann exhausted. Und einen Schaden habe ich gemacht. Das heißt, also er lebt noch. Und bin dann fertig. Ein Träumchen. Und falls ihr wissen wollt, was ich mache, das heißt also, für alle Würfel, die ich hier mache mit diesen 3 Würfeln, um Sachen zu finden, kriege ich halt automatisch plus 1. Das heißt also, ich finde immer 1 mehr. Und wenn ich einen Bone würfel, dann steigt das Element trotzdem um 1. Also ich kriege einen Bone und ein Element. Ich okay. Super. Dann ist super, weil wenn wir mehr Bomben haben, ist immer schön. Glaube ich, wieder am Start. Genau, ich bin am Zug. Ich werde mal mit einem Verteidigungswürfel und mit dem Wurfmesser in den Angriff gehen. Ja, du kannst und auch 2 Schritte machen und
Genau, aber wenn ich mit dem Wurfmesser treffe, ist er auf jeden Fall tot. Wenn ich nicht treffen sollte, dann habe ich einen Bone und dann habe ich zusammen mit dem Verteidigungswürfel vielleicht die Chance auch. Da muss der Medic ihn töten. Ja, da muss halt der Medic ran. Oh, ja. Dann kriegt er noch eine Relage. Also insofern probiere ich das mit den Beinen und gehe aber auch noch zwei Schritte ran. Ja, dann habe ich meine 4 Dexterity ausgegeben und dann schauen wir mal, ob der Betty stirbt oder... Genau. Fast. Also, der ist in das jedem ist, Fall... Das reicht doch. Der hat doch nur einen. Ja, genau. Ja, der Punkt ist, hättest du nicht noch einen anderen Würfel, weil das sind ja zwei bei uns. Ja, aber ich habe nur... Ich darf den Attack-Würfel... Ach nee, ich bin ja ran... Nee, geht nicht. Ich darf den Attack-Würfel nur benutzen, wenn ich im Nahkampf stehe. Ja. Und ich musste schon zwei ausgeben, um ranzukommen. Ich hatte also keinen Platz mehr, einen weiteren Würfel zu würfeln. Ja. Und das sind jetzt zwei Bones. Ich krieg das hier zwar voll, es hilft mir aber nichts, außer Fortunate Discovery in Anspruch zu nehmen. Dann kann ich mir einen meiner Consumables nehmen. Ja. Das macht doch Sinn, oder? Genau. Und dann nehme ich mir den Blade Dip. Der unterstützt mich nachher nochmal beim Angriff. Details muss ich aber nochmal lesen. Da ist dein Schwert in Poison getaucht. Oder was auch immer, in deinen Ölen vielleicht auch. Und du machst aber den jetzt hier auch noch kaputt, oder? Mit ja, genau. Der hat ja nur noch ein Leben. Nee, du musst nicht nochmal gehauen. Keine Angst. Ich wollte das nochmal klarstellen. Da Leslie ja auch nicht gerade gnädig gewürfelt hatte. Ne? Mhm. Ja, so viel ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss. Oder? Also. Jetzt bin ich schon wieder nicht dran, aber das ist vollkommen okay. Okay, in diesem Kontext. Wir haben erfolgreich die Leute, die Piraten, die uns angegriffen haben, zurückgedrängt, erhalten dadurch jetzt 2 Loot und einen Erfahrungspunkt, den wir ausgeben können. Ja, wir kriegen erstmal natürlich alle Sachen wieder zurück. Dabei ist es jetzt auch ganz cool. Ihr seht, dass die Zahlen... Jeder 2 Loot oder insgesamt jeder 2 Loot, ja. Ja, das genau. Genau, das heißt, dass jeder Gearlock einen Loot bekommt, ja. Plus andernfalls wäre da nur eine Schatzkiste abgegeben. Ah, weil da sind mehrere. Perfekt. Welchen Stapel hätten Sie dann gerne? Ich nehme einfach den der mir am liebsten ist. Dann zeige ich euch schon mal, was ich hier Schönes habe. Ich habe hier... Handled Blade, 2 uses. Ding, ding, also ding. So ein krasses. Ich kann sie nochmal benutzen. Das könnte vielleicht sogar meine Bone Saw sein. Und dann habe ich hier so ein Plated Skull. 3 uses. At start of round, you may place one defense die in an active slot. Das ist also hier mein Platten Skull Helm. Also irgendwie, der passt ja thematisch. Ich habe ja hier auch so einen kleinen. Drin. Was hast du gesagt, Leslie? Man kann 4 Items haben. Genau, solange sie nicht heavy sind. Ja. Wo sind denn sie heavy? Das steht dann ganz klein auf der Karte. Das steht dann ganz klein. Der ist wirklich, wirklich sehr klein, aber richtig heavy. Und ein heavy Gegenstand würde ihm tatsächlich 3 Slots in Anspruch nehmen. Okay. Und hier mit dem Blade kann ich noch extra 2 Attack Dice würfeln und angrenzende Leute versuchen zu attackieren. Das kostet auch nicht gegen meinen Dexterity-Wert. Und ja, rolling a bone breaks this blade. Ja, das geht dann allerdings kaputt. Aber ansonsten könnte ich 2-mal damit angreifen. Nicht schlecht. Pete, was hast du denn Schönes gekriegt? Ich habe eine Fortunate Discovery gefunden. Das heißt, also ich könnte einen meiner Consumables wiederfinden. Oder das einen von uns geben und wir geben es aus. Zum Beispiel. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Und ich habe Night Vision Goggles. Die kann ich ablegen und dann müssten wir einen Special Encounter in das Deck mischen. Der nennt sich The Ebonite Doorway. Also das findet man sonst anscheinend nicht. Möglich. Und aber da wir diese Karten ganz weit haben, wir finden die Karte gar nicht. Da ich geheilt bin, benutze ich einfach mal die Fähigkeit, dass ich das Loot habe und 6 Attack da würfel und mir andere Karten angucke. Hey, und da in der Zeit schwuppen wir mal kurz zu Leslie rüber. Was ist ja, das genau. Ich habe hier leckeres Kelp gefunden aus dem Zipon River. Kelp. Ja, und damit kann ich mich selber tatsächlich vollständig heilen während der Schlacht, wenn ich auf 1 HP unten bin. Okay. Ansonsten ist es eine Heilung von 2.
Und mit diesem netten Gerät kann entweder jeder Gearlock nochmal 2 Buff-HP bekommen oder ich kann es benutzen, oder ich kann es tatsächlich benutzen, um ein Schloss zu knacken, wenn wir mal einen großen Schatz finden sollten. Gut, während Pete sich seine ganzen Lootkarten anguckt und dann eine auswählt, die uns dann zeigt, würde ich jetzt schon mal meine eine Erfahrung nochmal nehmen und ich würde versuchen, einen Attack mir zu geben. Und da würfel ich jetzt einfach eine Attack-Die. Sehe ich das richtig nochmal, Leslie? Eine Attack-Die? Ja. Richtig, genau. Und darf jetzt keinen Bone würfeln. Das wunderbar. Ist eine lässige 2 gewesen. Wunderbar. Und dann gibt es alle ganz ein cool. Detect. Ja. So. Das war erfolgreich. Leslie, willst genau. du deinen Erfahrungspunkt? Ich mache das, was ich von Beginn an wollte. Ich mache Nightshade zum Alpha-Wolf. Ja, und damit kann ich jetzt auch weiterhin Lebenspunkte bei ihm trainieren, damit er länger an der Schlacht durchhält. Achso, ich hole mir meinen Würfel wieder übrigens. Ja. Gut, Pete. Was ich mache, ist relativ einfach. Ja? Wir wollen noch größere Bomben bauen, deswegen nehme ich mir mal einen Bigger Boom Würfel. Bigger Boom. Einfach auch nur aus dem Grund, weil ich einfach zu weil diesem du kannst. Element kommen will, damit die Handgranate nachher besser wird. Mit der holigen Handgranate werden wir nachher den Kraken zerstören. Ja, die werde ich sprengen hoffentlich, damit es schneller wird. Und von dem Item sind ein paar coole Sachen dabei. Irgendwie ein Speer, den man einmal werfen kann, den finde ich jetzt nicht so spannend. Eine Sache, die ich schon habe, die brauche ich jetzt auch nicht nochmal. Ich habe einen programmierbaren Defibrillator. Ich bin leider schon so voll mit Sachen. Aber ich könnte ja auch was abwerfen. Oder ich habe Dragon Scales, wo ich halt meine Defense Die locken kann. Anstelle sie in damit du sie mitnehmen kannst. Was bei dir, du hast auch. Und wenn wir einen Drachen bekämpfen, kann ich es eintauschen gegen irgendeinen besonderen Gegenstand, der da hinten bestimmt irgendwo liegt. Aber wir bekämpfen auch keinen Drachen von daher. Dann nehme ich mal den Defibrillator mit. Nimm doch mal den Defi, das ist doch auch gut. Nimm doch mal den Defi. Dann geht's jetzt weiter, Tag 5. Fast das Ziel erreicht, würde ich sagen. Und wir schauen mal, was wir noch hier haben. Jede Menge. Unsettling Origins. We are starving, unable to hunt for food for days due to a strange increased mech presence. Also irgendwie sind jetzt ganz schön viele Mechs hier unterwegs. Können wir nicht jagen. Wir schalten 2 aus, aber 4 weitere erscheinen. Mm-hmm. But that's about to change. While scavenging for mushrooms, we hear the telltale wire and clank of hydraulic doors, the same doors found within your beloved council's chambers. The sound leads us to a clearing where mechs appear and vanish in a large underground opening, totally unaware of our presence. Also wir scheinen da gerade den Geheimgang von denen zu entdecken. Finally, we have the element of surprise. Scratch that, the trip signal wire at your feet says different. Wir sind gerade in den Stolperdraht gelaufen. Ja. A siren rings out. Your number is up. Wunderbar. Also, shut off that siren. Wir können jetzt versuchen, diese Sirene auszuschalten. Dabei wird, also es kommt so oder so zum Kampf, dabei werden 2 Mechs in unseren Baddie-Stapel gemischt. Gearlocks have Dex stat reduced by 1 for round 1. Also in der ersten Runde sind wir ein bisschen verhindert, weil wir halt diese Sirene ausschalten. Dafür wird unsere, quasi unsere Dexterity verwendet. Oder wir ignorieren die Sirene. Dafür würden wir dann nachher auch noch eine Erfahrung mehr erhalten. In den Baddie-Stapel wird ein wird jeweils ein Mech equal to Party Size, also dann kommen nicht 2, sondern 3 Mechs hinzu. Die kommen aber on top und sind nicht inklusive bei den Baddie Points. Das ist der Unterschied. Ja. Deshalb ist der Kampf schwerer und deshalb kriegen wir da auch. Ah, weil hier included und das ist add. Mhm. Ja, die kommen also 3 hinzu, das ist dann schon, ne? Also die Sirikla, die Alameti auch. So.
Both choices is if successfully. Ja. Wenn die sexfully sind, successful, Entschuldigung. Das werde ich nie wieder aus dem Kopf kriegen. Dann Party, Party may find special encounter, council labs, research and development and place one top of encounter deck. Also hier würden wir dann auch die Möglichkeit finden, so ein special encounter zu finden. Es gibt dann 2 XP und die Schätze. Ja, ich würde ja fast sagen, dass wir die Sirene schon versuchen auszuschalten, oder? Wir haben davon jetzt keinen richtigen Vorteil, denn naja, die Belohnung, ja, die wir da kriegen, das ist ja nur, dass wir einen Progress Point bekommen. Nee, also wenn wir die Sirene ausschalten. Achso, du meinst, jetzt willst du das Oberste machen. Ja, ja, genau. Die Sirene ausschalten, ja, dafür würden nur 2 Max kommen und wir sind aber in der ersten Runde ein Aktionspunkt. Das untere haben wir ja eh schon mehr. Wir sind ja genau. Schon bei 5. Genau. Das heißt, es bringt uns nichts, um 6 zu haben. Nee, das ist, stimmt, du hast recht, genau. Ja, das, also, das würde uns das, im Fortschritt weiterbringen. Ja. Also machen wir das obere. Ja. Keep it simple. Okay, dann sind wir jetzt ja in Runde 5 mal 3. Wir sind auf Land, nehme ich stark an, oder? Ja, wir sind auf Land. Dann geh doch mal vom Floß. So, Runde 5 mal 3, 15 Daddy Points. Habt ihr euch eigentlich geheilt und sowas alles gemacht? Ja, deswegen habe ich ja hier den Defibrillator gehört. Ja. Genau, da ich bei Full HP war, musste ich mich nicht heilen und habe dann eben den Wolf geheilt. Du hast den Wolf geheilt. Genau. Pete hat die Sachen gezogen, genau, da ist auch alles full. Und mein Stack ist sowieso full. full. So, jetzt kommen 2 Max dazu, sagst du? Ja. Das sind 6 Betty Points und eigentlich hätten wir 15, also bleiben 9 übrig. Das macht noch einen 5er. Ja, in welchen Tag und haben wir? Und 4 Vierer. Wollen wir das auch reduzieren? Also jetzt nur mal rein optisch. Ja, sind das jetzt 4 Vierer, der 5er und die beiden. Ist das, das die Monster, gegen die wir jetzt kämpfen jetzt müssten? Ja. Und wollen wir dann quasi schon so wahnsinnig sein und dann am nächsten Tag mal versuchen, Barnacle einzufangen? Nee, weil ich habe noch nicht mein Element für meine Handgranate. Ich würde es versuchen, dass ich das noch finde. Ja. Dazu brauche ich auch noch einen Kampf dazwischen. Na, meinst du nicht, das reicht jetzt? Wir gucken mal, wie viel. Gucken wir. Wir gucken quasi. Du kannst es auch im Kampf gegen den Endgegner finden. Der Kick. Deal. Dann benutze ich jetzt aber die Darts. Dann benutze ich jetzt die Darts, damit es 2 weniger sind. Ja? Ja. Außerdem habe ich dann Platz frei, um Loot zu nehmen. Und mal so rum. Was nehme ich denn dann weg? Von oben runter? Oder was war der Effekt der Darts? 2 Punkte weniger. Das heißt, wir sind dann nur... Okay, also wir haben eigentlich nur 13. Ja, dann gehen Lecks weg. Dann bleiben wir bei 7. Und das ist ein 5er und 2 Zweier. Genau, dann sind die beiden. Also wir müssen es raus. Kommt nicht die 5 erst, also... Nee, der Schwierige kommt immer nach oben. Ja? Mhm. Das hattest du doch eben anders, Leslie. Ah, macht ja nichts. Okay, die kommen ja sowieso. Nee, die waren beide gleichwertig. Ah, ja, wir hatten 2 Fünfer gerade, ne? Macht ja nichts. Ja? Macht ja nichts. So, dann gucken wir mal. Den Kampf nochmal nach oben. Oh, die 1. Das ist ein Panda. Sieht doch wieder aus wie ein Goblin. Goblin, der Equipment hat, also sowas wie ich wahrscheinlich. Und Mischief 2 hat er, also 2 Lock-Die. Active Slots entfernt. Was auch immer Equipment ist, das müsst ihr mir dann noch sagen, aber wo kommt der hin? Achso, der hat 4, ich mach das mal. Komm mal, mach das mal. Dann haben wir den hier, der hat 3. Ist der ein Fernkämpfer oder ein Nahkämpfer? Das ist ein Nahkämpfer. Dann kommt der hier hin. Zweier Nahkampf 4. Mit 3 Leben. Der hat nur 2 Leben, ist ein Fernkämpfer und kommt in Lane Nummer 3. Nee, ist ein Nahkämpfer, okay. Und equipped habe ich leider nicht auf meiner Übersicht, weil das ein Undertow-Gegner ist. Mhm. Darf dann Leslie gleich nochmal nachgucken. Das ist auch ein Nahkämpfer und jetzt müssen wir nochmal die Initiativwürfel anordnen. Wir haben blau Initiative 5. Dann haben wir Gelb Initiative 4.
Lila Initiative 3 und Initiative 1 für Grün. Der ist mir sympathisch. Nee, der macht bestimmt Mist. Ja, der macht bestimmt Mist. Der hat Assault und Self-Repair, das sind irgendwelche Bienen. Max. Achso, das sind aber Max hier auch. Leslie, kommen die denn am Rand? Werden die nicht am Rand wieder eingesetzt? Oh, schon ein bisschen Mac ist ja. Ein Mac? Das sind doch zwei Macs, ne? Ja, aber der ist. Achso, das ist der andere Mac, genau. Den würfeln wir aus, wo er da hinkommt. Ja. Und zwar auf die zwei. Oh, hast du gut hingesetzt. Ja, wusstest du. So, Equipment. Nee, kann ich nicht sprengen. When this unit enters the battle map, roll a d6. Und dann kommt es vom Würfelergebnis, hängt es ab. Dann ist es eine 3. Und eine 3 heißt, wir erhöhen den Attack-Wert by 1. Also ist der, kriegt der jetzt 3. Den können wir ja mal hier rauflegen, dass wir wissen, der hat einen Attack von 3. Genau, oder man legt den rauf, aber. Ja, wir legen den rauf. Ja. Gut, das ist equipped. Haben wir sonst noch was? Dodge. This unit HP cannot be reduced with attack dice. Wow. Also den müssen wir killen ohne Angriffswürfel. Also mit unserer Bonesaw oder einer Granate. Genau. Hallo Granate. Genau, ja. Okay. Also, ja. Und dann haben wir noch One Mind als neues Schlüsselwort. One Mind. On this unit's turn, all other Beast-type Baddies, das sind die mit der Tatze, ja, also haben die wir noch einen, eight, haben ja, wir noch einen da, den, roll ja. One attack die against their targets. Aha, also immer der wenn der angreift, dann dürfen auch alle anderen einen Attackwürfel würfeln. Der greift selber nicht an, sondern der greift anstelle an. Nee, anstelle steht hier nicht. Nee, weil er kann nicht angreifen. Achso, er hat gar keinen Angriffssymbol. Ja, okay, genau. Das heißt, hast du recht. Nimmt den genau. Und greift nochmal an. Genau. Ist also der kontrolliert okay. Die Leute. Er hat einen Blindstrike, der also ja. Greift an. Ja. Und was ist Assault? This unit attack stat is equal to its current HP. Okay, den müssen wir also runterkloppen. Und der beginnt hier auch schon direkt mit einem Defense. Der Bienenschwarm. Der Mac-Bienenschwarm. Ja. Der den macht auch Sinn, ne? Je mehr, desto. Aua. Ja, und drei greifen den kleinsten an und einer den größten. Ja, so, dann gucken wir mal, wo wir ins Rennen gehen. Warte mal, ich rufe hier mal. Roll for initiative. 5. Ich habe eine 3. Willst du vor oder nach mir gehen? Ich würde, glaube ich, immer nach euch gehen, oder? Nee, ich glaube, hier ist die Option. Genau, aber du, ich gehe vor dir, glaube ich. Du hast einen Plan. Obwohl, ja, du kannst eher... Na, mein Plan ist, den anzugreifen und den zu sprengen. Ja, das heißt, ich stelle mich eher hier hin, dann passiert mir nichts. Ach, du kannst ja... auch woanders hingehen. Genau, ich bin sehr frei in dem, wo ich mich hinstelle. Weil wenn ich den sprenge, darf hier halt keiner stehen. Ja, dann komme ich hier hinstellen oder hier hin. Wie ihr wollt. Ja. Sehr schön. Na komm hier, dann fang doch mal an und sehen wir, was du raushaust. Ich würde mal kurz, bevor unser Kampf anfängt, hier diesen Plated Skull, der hat übrigens einen sehr coolen Untertext. Brain Surgery, a small price to pay for these kind of metallic placing. Also die werden mir wirklich auf den Schädel geschraubt, hier diese Patches ist übrigens deswegen. At start of round, you may place one death die in an active slot. Das kann ich dreimal benutzen. Ich würde das jetzt also einmal benutzen. Und ich vermute mal, dass ich den würfel, oder? Das steht jetzt zwar nicht, aber wie sollte ich sonst... At start of your round, you may place one defense die in an active slot. Doch, das macht... Oder mache ich das... Ja, das oder mache ich dich mit dem Wert 1, also insofern. Oder mache ich das. Das kann ja auch sein, dass du dich bei dem anderen selber verletzt hast. Oder ich mache das in einer Runde. Vielleicht kann ich das nicht am Anfang, also in einer Kampfrunde, wenn ich irgendwie einen Defense-Die gewürfelt habe. Nee, das ist ja schon at start of round. Die Round fängt jetzt ja an. Aber wenn ich nächste Runde das machen würde, hätte ich denn vielleicht irgendeinen Defense-Die gewürfelt, den ich dann nehmen kann? Das ist jetzt vielleicht so eine detaillierte. Ich würde einfach mal sagen, ach so, dass du einen, den im Active hast, dann auf. Die auf den Lock sitzt. Also. Nee, der kommt ja nur in Active Slot, aber wenn ich einen Defense Dann würfelst du einfach ein. Vielleicht, wenn ich
Tja. Dann würfelst du einen extra. Wir ja. wissen jetzt nicht, was die Errata dazu sagt, aber ich würfel den mal, hab eine 2 gewürfelt. Ja, ja, genau. Das ist super, das ist auf jeden Fall ein richtiges Ergebnis für uns. Auf jeden Fall, ja. So, wo willst du dann anfangen? Habt ihr euch schon alle hingesetzt? Naja, haben wir. Was macht denn Sinn? Ihr seid, du bist da wieder hin? Ja, weil der mich nicht, dann nicht erreicht, wenn er irgendwo langläuft. Soll ich diesen Affen da mal killen? Ja, die erreichen mich ja eh. Warum? Nee, sprach der Heiler. Ich mach mal den Affen fertig, oder? Nee, da wollte ich eine Bombe hinwerfen. Weil den kannst du mit normalen Angriffen nicht kaputt machen. Stimmt, ja. Ja. Aber ich hab die Bones. Und ich hab noch meinen Handle. Nee, das sind nur Attack Die. Du kannst auch gerne den Affen töten mit deiner Bonesaw und ich versuche dann halt einfach den Bombe zu sprengen. Also ja? Das ist ja so relativ Bombe. Zack. Ja. Hier geht's hin. Vergiss nicht deine Spezialfähigkeit. War das die Bombe, die den Schaden verteilt? Ja. Aber dann stehe ich ja vielleicht besser hier und du haust auf den rauf, dann verteilst du und das ist ja jetzt viele Dinge, was mit 3 Angriffswürfeln würfelt. Deshalb den möglichst schnell zu reduzieren macht, glaube ich, auch Sinn, oder? Ja. Ja, dann kann ich mich aber auch hier hinstellen. Ha. Versteckst du dich immer hinter dem Größten? Ah, alles gut. Natürlich. Wunderbar. Außerdem will ich immer an deiner Seite sein. Es ist schon spät. Also, Runde 1. Da kommt Runde die Wahrheit ans Licht. Wie sieht's denn jetzt aus? Pete fängt an. Ich bin am dransten. Du bist richtig dran. Das heißt also, ich benutze hier mal so eine Granate. Dann muss ich den hier schon um einen runterdrehen, ne? Ja. Mhm. Außer er würde den nicht benutzen wollen? Nee, er muss tatsächlich runterdrehen, okay. Einfach nur für die Chance, ihn zu würfeln. Dann benutze ich hier den Bega Badaboom. Würfel. Ja. Ehrlich, mein Mann. Sachen sind. Und ich werde nicht angegriffen, wenn alles stimmt. Dann kann ich einfach noch 2 Angriffswürfe nehmen. Oder? Ich lehne mich mal entspannt zurück und guck mal, was Pete hier macht. Bei 4 Würfel darf ich benutzen. Ah, räumt jetzt auf. Ich hoffe, dass ihm das Ding nicht in der Hand gleich hochgeht, wie es öfter mal passiert. Von welchem Ding redest du? Von seinem. Oh nein! So, wir haben. Wir haben jetzt so lange gewartet. Alle, die jetzt noch zugucken. Ja, so, wir machen also auf den hier schon mal 2 Schaden. Ja. Und wir machen auf das, das ist eigentlich übertrieben gewesen, aber ich mache auf das Feld auch, ich hätte auch einen anderen angreifen können, ne? Egal, jetzt du spät. Du hast gesagt, ja. Ich mache 4 Schaden auf den, also ich mache also insgesamt auf den 6 Schaden. Und dann kann aber doch noch was verteilt werden. Und ich mache auf jeden, der benachbart ist, 2 Schaden. Das heißt, der Affe da ist schon tot. Das heißt also, fangen wir an, die erste Bombe ist gezündet. Boomer. 4. Badaboom. Mächtiges Badaboom. Damit ist der weg. Da kommt der aber für rein. Aber, das aber erst am Ende, am Ende der Runde. Der Runde. So, dann kriegt der hier 2 Schaden. Der ist weg. Wie ihr seht, das ist auch... Der war auch mal nett. Schön, sie gekannt zu haben. Und der hier kriegt auch 2 Schaden. Der hat dann noch einen. Ich glaube, wir haben es zu leicht gemacht am Anfang. Ah, komm. Man ist ja. Ja. Ja, nicht unbedingt. Gut, es geht Pete. Einfach schneller. Pete, so. Dann sind die, deine Würfel die da exhausted. 2 Schaden. Das ist allerdings wahr. Ich bin fertig. Du bist fertig. Wow. Und es geht weiter mit Duster. Mit Duster, okay. Ghost! Ach, nee, egal. Genau, da Duster jetzt Duster, ja gar nicht seine volle Macht hier einsetzen muss, reicht ein Angriffswürfel. Ja. Aber ganz süß kann man noch verkacken, ja. Ja, das vielleicht kann man das noch verkacken, genau. Ja. Du hast auch was zu tun. Aber ja. Versuchen auch den Wolf zu trainieren mit dem richtigen Würfelergebnis. Kannst du nicht auch so einen Dagger auf diese Bienen da werfen? Genau, das möchte ich auch machen. Ja, und dann das meine 4 Würfel, die ich jetzt zum Einsatz bringe. Schauen wir mal. Weg ist weg. Das, da kann man erstmal nicht zum Einsatz. Okay. Und was ist denn, nur dass wir es nicht vergessen, mit deinem Malfunctioning Mac da, mit der Loot-Karte, ob man da irgendwas noch machen kann. Das musst du nicht jetzt gleich, aber... Ja, genau, das schaue ich nochmal, ne? So, wunderbar. Also das Ergebnis wollten wir sehen. Das ermöglicht mir in der Tat, den Alpha-Wolf auch sofort zu trainieren. Ja.
Mhm. Damit hat er ein Leben mehr. Ach so. Ja, ist aber eben auch nur eine Seite auf dem Würfel, ne, zwei Seiten auf dem Würfel. Ja, aber das ist eine Ausbildungswürfel, genau. Der ist mit Pfiffi spielen gegangen. Auf jeden Fall, ne, hat er nichts zu tun, da geht er kurz auf seinen Untrainieren. Genau. Weiß, wen er da gerade genau, dann ist auch das das Ergebnis, was ich sehen will. Kriegt er das Leben automatisch dazu? Ja, ich schaue gleich nochmal, bin mir nicht ganz sicher. Das ist auch das, was ich sehen will, kommt in den Active-Slot und wenn jetzt das da angegriffen wird, dann kann er auch mit zwei Schaden sofort reagieren, zurückschlagen, bringt nur was im Nahkampf, aber der kommt ja vielleicht noch. Die Wurfmesser treffen dann in jedem Fall den Mech da hinten. Ich bin mal gemein. Ja. Das musstest du auch schon zuweisen, ja? Die Wurfmesser konntest du nicht beliebig, haben wir gesagt, wirfst du auf die Bienen, oder? Nee, ich muss nur das Target vorher bestimmen, aber hierfür brauche ich kein Target. Aber du könntest damit theoretisch auch, weil du tötest den. Ach stimmt, ja, den haben wir ja noch. Mensch. Du hast ja deine Tech da. Den ist ja haben wir ja noch, genau. Deine Tech da sind ja Bones, dann würdest du also vielleicht den lieber töten, oder? Genau, dann töten wir lieber den. Da hast du recht und den Bone packe ich in Backup-Plan. Und was ist denn dein Backup-Plan am Anfang eigentlich? Was kannst du da Schönes machen? Pack-Mentality erlaubt das da an die Seite von Nightshade direkt wechseln. Okay. Da Nightshade noch nicht im Spiel ist, bringt das noch nichts. Gut, genau. Dann haben deine Dagger immerhin diesen Blind Strike und One-Minded. Habt ihr den Blinden getötet? Den Chimp Half-Rip. Half-Wit. Chimpanzee Boy ist jetzt Geschichte. Zack. Und dann bin ich jetzt auch schon mal wieder dran. Was macht denn jetzt dein Arm eigentlich? Ja, der Mac-Arm kann Leslie ja nochmal gucken. Dann kann Dexterity um 2 erhöht werden in der Runde. Und wenn ich dann in dieser Runde auch bei einem Mac die Lebenspunkte reduziere, dann muss ich diesen Arm ihm nicht abwerfen. Ansonsten würde der, nachdem Dexterity erhöht wird, sofort abgeworfen werden. Gut, ich stehe so ein bisschen ab vom Schuss. Die Bienen würden sich auf den schwächsten Charakter bewegen. Sag mal, berücksichtigen wir eigentlich, dass wir ein Dexterity weniger hatten in der ersten Runde? Ich nicht. Ich bin ja jetzt erst dran. Aber dann wäre mein Attack da nicht dabei gewesen. Was hättest du dann weniger gehabt? Nix. Der Attack da war Bonus. Was war denn? Ach stimmt, okay, sagen wir mal. Das war dein... Genau. Dann warte kurz. Okay, nee, alles gut, ja. Und Leslie, was hättest du denn nicht gehabt? Ich hätte ganz sicher die nicht Bones, mit dem Attack da geworfen, das ist vollkommen klar. Den hatte ich auch als letztes ausgewählt. Auf jeden Fall. Das heißt, ich habe jetzt also nur noch 3 zur Auswahl. Du wärst nicht gelaufen, oder? 3 zur Auswahl. Und ich versuche jetzt mal zu laufen, glaube ich. Ich lauf mal 1, 2. Ja, ich geh mal hier hin. Ich habe auch nur 3 Würfel benutzt. Glaube ich. Aber ich wüsste jetzt nicht, was der vierte war. So, ich bin gerade gelaufen für. Kriegst du also gleich dazu. Genau. Sehr schön. Okay, dann war das von meiner Seite. Und jetzt geht es weiter mit dem Bienenschwarm, der ja auf den schwächsten Gegner geht. 1, 2, ich würde den mal hier so positionieren. Und dann greift der Duster an. Der hat 4 Assault, 4 Angriff und Self-Repair, aber so ist es halt. Der heißt, der würfelt jetzt mal mit 4 Würfeln. Na dann, okay. Du kannst dich jetzt rächen. Ja, wir lassen Piet mal würfeln, der ist nämlich auch... Ne, ach so. Bones bitte, Bones. Würfel Bones. Ein Bones dabei. Also okay. Und dann nur 1er, das ist doch gar das nicht so gut. Das ist so gut. Uncool. Das heißt 3, 1, 2, 3, du hast noch 2 Leben. Nicht so über viel, aber ist, was es ist. Und weil ich ihn ja ausgestattet hatte im Lecter-Slot, im Active-Slot, der greift jetzt gleich. Kann ich jetzt sofort 2 Schaden zurückmachen. Ja? Das heißt, der Schild geht runter. Genau. Und ein Leben verliert er. Genau, damit wurde er aber benutzt und ist dann eben auch. Self-Repair setzt wahrscheinlich erst dann wieder am Anfang der Runde ein. Ne? Genau.
Richtig. Wenn er dran ist. Richtig. Hätte das jetzt schon getriggert, als er rankam? Der hatte ein Schild, aber... Aber der war ja schon drauf, also mehr als ein Schild kann er nicht haben. Genau. Wunderbar. Dann, whoop whoop, round two. Dann kommt der noch dazu. Ja. Und zwar auf Lane 1, da diese frei ist. Achso, ist ein... Eins. Auf die 1 kommt der. Ein weiterer Mac. Auf die 1. So, und der ist auch mit Equipment ausgestattet und mit Bleed. Das heißt, ich werde mal jetzt den Würfel für Equipment werfen. Eine 5. Und wir erhöhen den Initiativ-Die um 2. Der ist eigentlich am Ende der Kette. Nee. Achso, weil er dazukommt, oder? Genau, immer wenn er dazukommt, ist er am Ende der Kette. Und jetzt würde er um 2 nach oben wandern. Auf die 3. Ja. Das heißt, er wandert auf die 3 und 2. Also eigentlich ist das dann immer ein Verschieben. Ja? So sollte es sein. Warte, dann gib ihm aber noch die 3. Mhm. Und ist er vor mir, ja? Mhm. Okay. Gut. Dann Bleed, der wird wahrscheinlich dann diesen Schaden machen. Wenn er einen Nahkampfangriff macht, dann kommt ihm noch ein Blutenschaden auf den Gegner, auf das Target. Und Peter hat es vollkommen richtig gemacht. Der kriegt noch ein Schild. Und Runde 2, Pete, der Mann der Granate. Granatenstark. Ich kann mich jetzt dazu zurücklehnen eigentlich. Ne? Du kannst wie jetzt. Was denn? Jetzt wird erstmal an der Pfeife geraucht. Man muss erstmal wieder Granaten bauen. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr das einfach wegmacht jetzt. Weil das sieht nicht aus, als wenn ihr das nicht schaffen würdet. Das ist so enden immer, so fängt es an und dann endet es ganz schnell. Wir schaffen das. Ich nehme dann so meinen Loot-Würfel und meine 3 Casing-Würfel. Kommt der rein noch? Genau, der kommt noch rein, jetzt der Wolf. Achso, der kommt vor Pete rein? Da ich verletzt wurde in der Runde, kommt am Ende der Runde der Wolf ist, direkt rein. Noch ist nichts passiert. Ich habe auch noch nicht gewürfelt, ich habe nur 0. Ah, das heißt, er kommt sogar an erste Stelle mit 6. Mit 6 kommt er noch rein. Ja, genau, er kommt sowieso mit 6 rein, richtig, genau. Und dann positioniere ich ihn. Auf wen wolltest du nur gehen, Pete? War dir das egal? Gar keinen. Auf gar keinen. Pete wollte irgendwie mit sich selber spielen. Genau, so. Und dann ist dein Wolf jetzt auch schon dran. Dann ist der Wolf dran, genau. Geht einfach mal einen Schritt nach vorne und kann jetzt seine Angriffswürfel würfeln. So. Und wir haben hier 3 Erfolge. Das heißt, 2 reduzieren den Schild und 1 Treffer reduziert. Sehr schön. Die Lebenspunkte. Dann geht es weiter jetzt mit Pete. Ja, ich bleib dabei. Ich benutze meine 4 Würfel. Jetzt haben wir ja wieder unsere volle Dexterity. Genau, ich benutze meine 4 Würfel, um die 3 Casings zu machen. Ich hätte die ganze Zeit machen müssen, weil jetzt haben wir es geschafft. Sirene auszuschalten. Genau. Welcher Idiot ist eigentlich in diesen Trapwire getreten? Das ist der Assassin und ich bin der Bombenbauer. Mein Wolf weiß, wo er hintritt. Ja, okay. Ich habe gerade nach heilenden Pilzen gesucht, als das passiert ist. Das ist das Ergebnis. Tut nicht schlecht. Ja. Und ich kriege plus 1 auf den Würfel, weil ich ja upgraded bin. Das heißt, also ich kriege auf jeden Fall hier eine 3, hier eine 3 und da eine 4. Nee. Ja, jetzt wird er gierig. Man kann es ja mal probieren. Ja. Und kriege auf den... Kriegst du Loot? Ja, ich habe ein Loot gefunden. Das finde ich aber generell... Das ist nicht besser. Ich nehme einfach das Loot. Ja, damit ist das auf jeden Fall benutzt. Und habe Kabel gefunden. Komisch. Hey, geil. Passt doch irgendwie. Ja, ja. Also du scheint es entschärft. Ja. Auf jeden Fall. Guck mal. Ja, Kabel. Aber. Und jetzt geht die Sirene wieder an. Nein, hast du gerade die Kabel wieder zusammengeführt? Hm. Und kann die nur auf 3 drehen? Was ist denn das? Ja, hör, geht's nicht. Aber ist ja nicht schlimm. Naja, also. Ist doch cool. Ja, weil ich die dann auf 1 drehen muss. Ja, genau. Naja.
Du kannst jetzt richtig Bomben werfen im Endkampf. Das ist doch super. Das ist super? Ja. Vor allen Dingen kann ich auch im Kampf die Teile wieder readyen, oder? Ja, du kannst dann auf jeden Fall im Kampf das nochmal runterdrehen, dann nochmal. Ja, ne? Sehr schön. Ja, dann, du könntest dir 4 Bomben im nächsten Kampf werfen. Ja, oder jetzt noch eine schnell? Nee. Heb dir die 4 auf. Du brauchst nur 4 Bomben nachher zum Werfen. Kriegst du das noch hin? Ja, krieg ich hin. Ja. Weißt du, was wir voll Honkies übrigens die ganze Zeit vergessen haben? Nein. Wir haben ja, oder durch mich bufft HP bekommen und als erstes werden die bufft HP reduziert. Hat er recht. Ich habe den Schaden nicht richtig besetzt. Aber du hast ja Schaden bekommen, ne? Das genau. Heißt, die kommen hier einfach mal wieder runter. Yep. Du willst nur nicht so viel heilen, ich bin auf jeden Fall fertig. Und du hast keinen Schaden bekommen. Ich habe keinen Schaden bekommen. Ich habe einen Schaden, aber Pete ist fertig, dann geht es weiter mit Duster. Okay, genau. Und er macht dann im Nahkampf, geht da mit 2 Attack Dice ran. Und wir müssen den Würfel hier, glaube ich, auch nicht schonen. Was ist denn meine Prep Area? Dieser Bereich hier. Ah, ist klar. Damit wisst ihr das auch. Haben wir es auch geklärt, genau. So. Wenn die jetzt reinkommen in die Prep Area, wäre jetzt der Moment, wo die in der Prep Area liegen? Nee, ich kann die Kabel in die Prep Area legen. Aber vielleicht sind die Kabel auch dafür da, damit ich den Defibrillator benutzen kann. Man weiß nicht. Naja, okay, Leslie, du hast da einige Bones gewürfelt. Genau, ich habe einige Bones gewürfelt und wir teilen erstmal den direkten Schaden zu auf unseren Baddie. Er verliert einen Lebenspunkt. Des Weiteren kriegt er jetzt nur die Eigenschaft blutend. Ja, einen zusätzlichen Schaden habe ich in dem Fall nicht. Das heißt, er verliert am Beginn seines Zuges einen. Der hat also noch einen Lebenspunkt. Ja, vielleicht kannst du mit deinen Knochen noch einen Schaden. So, und dann habe ich die beiden Knochen im Backup-Plan und müsste jetzt mal schauen, inwieweit ich das noch einsetzen kann. Nee, möchte ich nicht. Nee, möchte ich nicht. Heb ich noch auf. Gut, dann bist du fertig? Ja, dann bin ich fertig. Dann geht es weiter mit unserem Mac, und zwar der blaue hier. Was auch immer, was ist denn das überhaupt? Oh, ein Spider-Bot. Der Spider-Bot greift an. Der Spider-Bot greift dann deinen Hund an, würde ich sagen, wenn der da liegt, ne? Genau. Und zwar mit einem Attack, der hat übrigens auch Bleed. Du hast das vergessen? Spider-Bot 4-0. Spider-Bot 4-0. Echt? Der sieht eher aus wie der Skorpion aus Wasteland. Dann würde ich mal würfeln. Und zwar 1. Okay. Und der hat Bleed. Das heißt, deinem Hund geht's nicht so gut. Na, das war nicht meine Intention. Erstmal nicht so gut, genau. Ja. Aber ich glaube, so lange geht die Kampfrunden hier auch nicht mehr. Ne? Gut, dann war das ja. Auch schon. Dann kannst du mich jetzt rächen. Dann kann ich dich jetzt rächen oder irgendwas anderes machen. Kann ich dich heilen, rächen? Ich kann überall nicht, aber... Ach ja, ich würde erstmal heilen um 1, aber ich bin noch fit. Dann versuche ich jetzt mal diese komischen Bienen da anzugreifen. Und zwar mit 2 Attack Die, die ich ja jetzt auch habe, weil ich gegradet habe. 2 Attack Die. Kann ich eigentlich angreifen, mich bewegen und nochmal angreifen? Oder nein, das ist immer nur Bewegung, Angriff. Ich könnte also auch... 1, 2. Ich könnte also auch hier hingehen. Ja, gucken wir uns das nochmal an. Ich könnte also auch hier hingehen. 1, 2 und diesen Spider-Bot da angreifen. Ist dir das lieber? Wobei der repariert sich. Nein, ich würde glaube ich doch mal diese Bienen. Self-Repair ist nur das Schild, was er repariert. Ja, aber das ist ja trotzdem. Also er blutet erst. Aber er macht ja dann nochmal Schaden bei Leslie, wenn er dran ist. Ich kill einfach mal diesen Futzi. Genau, hau rauf da. Was ich kill weg. Den und muss noch irgendwer geheilt werden? Weiß nicht. Aber auch nicht um so viel, ne? Nee, ich hab eigentlich, was hab ich? Ich hab 4, hab maximal 5. Achso, fehlt also einer. Ist eigentlich jetzt nicht so zwingend notwendig. Ja. Okay, ich würfel mal einfach mit 2 und vielleicht noch eine, und ein Defense würfeln. 3 von 4 möglichen Sachen. Dann habe ich leider nur 1 Schaden. Ja, aber es reicht.
Ja, weil er dann Bienen sind halt, Bienen sind halt nicht so einfach zu treffen. Dann, ja, das stimmt allerdings. Und schon gar nicht mit einer Spritze. Ja, das genau. Dann gibt es hier einen Schaden. Das habe ich verpasst. Dann gibt es hier einen Schaden für die Bienen. Und ich locke mal noch mein Schild ein. Und gibt es noch einen Bone für mich. Und ja, das war's von meiner Seite. Jetzt, du hättest gar keinen Defense da würfeln dürfen, weil du einen gelockt hast. Okay. Pete hat totally recht. Dann nehme ich den hier mal wieder raus. Ja, da hast du vollkommen recht. Du hast nur einen. Dann, Leslie ist noch nicht dran. Dann sind die Bienen jetzt dran. Die erhalten ein Bleed Damage. Und fallen jetzt aus dem Himmel, oder was? Genau. Plops. Ja. So biblisch eher, oder? Die Schlacht von Nerven auftreibend für die armen Bienchen. Das passiert manchmal, ja. Und dann geht es in Round 3. Runde 3 ist angesagt. Da fehlt doch aber noch, da muss doch hier noch der Wolf erstmal raus. Ja, genau. Dann macht er einen Wolf mit Rara. Der blutet aber auch erst. Ja, genau, der blutet auch fortlaufend. Reduziert sich das irgendwann mal? Nee, das bleibt so lange, genau, bis irgendwas ist. Bluten heilen, bleibt. Gibt's sowas? Heilen, Bluten entfernen? Nee, ich kann eine Granate bauen, die das macht, ja. Du kannst eine Granate bauen, die Bluten entfernt, weil er dann tot ist, oder was? Das ist auch, auch eine schöne mehr. Sache, ne? Aber vielleicht hat sich das jetzt mit dem nächsten Angriff hier erledigt, da er zumindest zwei Angriffe. Aber sie heißt Sonic Cleanse. Ja. Ich kriege Schallwellen, die dann die schlechten Effekte wegklänzen. Okay, dann schauen wir mal. Lustig. Ja, leider nur ein Bone, ja, und einen direkten leider Schaden. Nur ein Bone. Ja, naja, ich. So. Aber du bist ja. So, du bist nicht nochmal dran. Das heißt, ihr müsst das jetzt zu Ende bringen. Ich überlege gerade, ob ich einfach eine Granate werfe, damit ich die Würfel weiterkriege, damit ich im Endkampf nämlich nochmal suchen kann im Notfall. Dann kann ich noch mehr Granaten werfen. So, also Pete ist jetzt dran. Ja? Also ich glaube, das mache ich einfach. Ja, mach mal. Ich benutze also meine Rauchgranate und drehe den dann halt runter und würde die benutzen, um den dann wieder zu basteln. Nimm meine 3 Angriffswürfel, um den einfach wegzuwerfen, und dann müssen wir noch irgendwas beachten. Was ist jetzt dein Plan gerade? Den Typen da wegzumachen. Die Spider, oder was? Ja. Willst du eine Granate raufhauen? Nee, die Granate werfe ich auf einen von uns, weil die so ein Smokescreen ist, die bis zum Ende der Runde hält. Das ist also nur, um den Würfel wegzukriegen. Und wie machst du den Schaden an den? Mit den als Ranged. Ja. Kann als Ranged kann er den direkt angreifen. Kann ich angreifen. Also kannst du hier gerne rumschalten, ich zeig dir das hier gerne nochmal nach. Es sind also 4 Dexterity, ich darf 4 Würfel nehmen. Ja. Einer war das Teil, damit habe ich die alle befreit. Und aber ich dachte, er darf nicht auf Range, er ist, steht nur auf Range und macht keinen Range-Schaden. Das ist der Unterschied zwischen einem Melee-Ranged und einem Ranged-Charakter. Also, ja. Okay. Ich habe ja halt so... Ich dachte, die sind generell die Würfel immer nur an Nahkampfangriff und nur die Würfel, die extra sind. Weil die Baddies sind ja hier auch also Range-Charakter und werfen auch mit selber. Ja. Ansonsten kriegt er mal 5 Schaden. Wow. Also, das heißt, er ist weg, ja? Genau. Hat's gemacht. Sauber. Wer ist denn da auf die Spinne getreten? Ja. Keine Ahnung. Hallo, die ist mechanisch, die irgendwie so gesprengt. Und dann geht sie raus. Und kannst du da, hast du jetzt für dich noch irgendwas Interessantes generiert, Pete, oder? Nö. Das geht auch raus, weil der Kampf vorbei ist. Wissen wir, ob eigentlich die Buffed HP verschwindet? Das hatte ich zwischendurch auch überlegt. Ja, habe ich auch überlegt, sagen Sie es mir. If Buff Reach 0, in Klammern, or is removed. Also alles, was hier liegt, wird am Ende des Kampfes entfernt. Dann wird es nämlich stark an, ja, weil ich kann die Wires ja auch nur in, hier steht Single Battle und dann muss ich sie hier hinlegen. Ja, das könnte ich mir vorstellen, macht auch Sinn, dass das gebufft für einen Kampf ist oder so. Also ich würde es jetzt so spielen, auch wenn es... Können wir machen. Ich habe ja sowieso
keine Buffet. Ja, ihr wollt so also, eins ist klar, mit Buffet spielt die. Also, manche kommen ja ins Spiel, indem man hier oben einen Active Slot einen Würfel legt und dann ist klar, der geht ja raus. Am Ende des Kampfes, dann muss auch das raus. Ja, aber wir hatten halt vorhin auch sowas, wo wir direkt Buffet HP bekommen haben, ohne Würfel. Ja, und da ist es vielleicht anders, aber andererseits macht es, glaube ich, Sinn, wenn man doch gleich spielt. Ja. Gut, dann resetten wir jetzt alle. Pete ist schon fleißig dabei. Und resetten wir mal die Sachen, alles aus dem Active und. Kriegen wir einen Erfahrungspunkt und sowas. Ja, da kommen wir ich hoffe, dazu. Du brauchst das noch. Ich brauche nur einen, ja. Einen willst du noch, ne? Wir, genau, erfahrungspunktemäßig ist natürlich so, wir haben uns für den Weg entschieden, wo es keinen extra, ja, sag ich mal, Fortschritt gab. Wir kriegen jetzt aber alle. Hoppala, hier. Wir kriegen jetzt alle 2 Erfahrungspunkte und jeder einen Loot. Ich wäre ja erstmal dafür für Erfahrung aufteilen. Die Frage ist, nehme ich noch eine Granate, sonst kann ich ja gar nicht so viel werfen, wie ich eigentlich brauche. Erfahrung. Du fällst mir gerade auf. Alles klar. Was hätten wir denn gerne? Ein Flashbang? Stimmband. Die Qual der Wahl. Was hat denn der für einen Wert, dieser Boss? Mehr als 5 wahrscheinlich. Was meinst du, was der... Die Krake. Was der hat 8 Leben, greift mit einem Angriffswürfel an und hat einen Verteidigungswürfel. Und dazu kommt aber eben die Latentakelwürfel. Die Punkte sind aber die Frage. Was meinst du mit Punkte? Hat er Punkte, oder? Was denn für Punkte, Pete? Na, es gibt ja hier die Punkte. Die brauche ich halt zum Berechnen der Granate. Nee, sowas hat er nicht. Also, dann ist sie nicht effektiv. Ich werte mit meinen 2 Erfahrungspunkten mal mein Stim-Kit und das Champ-Kit auf. Damit kann ich nachher Buff erzeugen, sowohl Attack-Buff als auch Health-Points oder Hit-Points. Schade, das Napalm kriege ich nicht raus. So. Dann würde ich, könnte ich mich wieder voll heilen, habe ich aber nicht nötig und ich will auch keinen weiteren Loot suchen. Jetzt mal so aus Zeitgründen, damit wäre ich jetzt schon, glaube ich, mal wieder ready. Genau. Wir gehen jetzt auch in den Endkampf, ne? Ja, klar. Genau, dann kann ich jetzt hier alle, kann jetzt hier alle Karten raushauen, dann esse ich auf jeden Fall mal meine Fischmahlzeit. Damit kann ich den Gier noch vollständig heilen. Ja. Ja, ansonsten noch einen Dex nehmen, und das ist halt total albern. Dann kann ich meine reguläre Heilung benutzen, um den Wolf auch wieder auf maximale Lebensstärke zu bringen. Und du hast sogar noch einen Fischdinner. Ja, ne? Genau. Und ich habe sogar noch einen Fischdinner. Was es nur hilft, wenn wir noch weiterspielen. Ja, aber lass uns erstmal kurz warten, bis Leslie. Und dann werde ich mal den Attack-Wert erhöhen. Das heißt, ich darf jetzt kein Bone werfen. Das, du hast 2 Bone. Kein Bone war 2 Bone. Das ist mir in Perfektion, ja, in Perfektion gelungen, aber dann erhöhe ich einfach. Dann erhöhe ich einfach die Lebenspunkte vom Wolf. Das geht auch, ja. Ja, da darf ich Trainingspunkte für einsetzen. Okay. Genau. Und jetzt versuche ich nochmal mit dem 2. Trainingspunkt den Angriffswert zu erhöhen. Mal schauen. Auch das ist misslungen. Schon wieder glorreich Fail. Ja, auch wieder ein glorreiches Fail. Dann muss halt der Wolf derjenige sein, der kämpft. Das heißt, ich entwickle hier auch noch Killerinstinkt. Ja, da gibt es auch 2 Wege, die er gehen kann. Ja, und ich gehe den Weg, der den Angriffswert von dem Kollegen erhöht. Muss ich nur finden. So, ich glaube, das ist der. Sehr schön. Dann, bevor es Loot gibt, Pete, was willst du aufleveln? Ich habe die Suche nach dem seltenen Element 325 mal in mein Ding getan, damit ich irgendwann die Granate auch benutzen kann. Die könnte ich zwar auch benutzen, aber mit der Granate macht sie einfach doppelt so viel Schaden. Man sieht es einfach mal. Und damit ich Granaten werfen kann, habe ich ja einfach nochmal so eine Single-Target-Damage-Granate. Okay. Ich finde so eine Krake vielleicht auch nicht verkehrt. Ja. Dann gibt's jetzt Loot. Für jeden ein? Für jeden ein. Na dann, ich verteile mal. Ihr müsst mir jetzt vertrauen. Verteil mal. Und wir können mal... Wer will? Was ist das? Fortunate Discovery. Ui. Die kann man ja auch gleich ausgeben. Ich würde die mal ausgeben für vielleicht Poisonous Dart oder Liquid Life. Ja, ich muss ja die erstmal aufnehmen. Achso, ich kann ja nach... Ach, warte mal. Ich kann mir sowieso noch eins suchen. 1, 2, 3. Ich muss ja nicht heilen. Ja, könnt ihr machen. Also ich brauche die nicht. Ja, ich auch nicht.
Dann nehme ich die mal hier, aktiviere die letztendlich gleich. Single Use. Und jetzt ist nur die Frage, ob ich mir ein Liquid Life oder ein Poisonous Dart gucke. Mal, was macht denn der? Poisonous Die on anybody. Aber place X Poison Effect Die on anybody. Aber ein Baddie ist ja kein... Das ist ja ein Tyrant, ne? Wenn wir den gleich bekämpfen. Also ein Poison werde ich wahrscheinlich nicht. Da steht ja, weil extra on anybody ja, und nicht on target. Reaktion, ne? Genau. Dann würde ich einfach mal dieses Liquid Life nehmen, falls irgendwer am Abkrepeln ist. Zack. Und dann habe ich hier noch Heal Yourself for 2 HP, cannot roll, death and die this turn. Dieses Nest werfe ich mal ab. Aber das wäre ja ganz krass. Das habe ich jetzt natürlich erst gefunden. Oder? Da kriege ich nicht eine Option, dass ich nach Fischen gehen kann. Die Fische, die ich würfel, sind meine buffed HP. Oh. Ja. Aber da das jetzt der letzte Kampf wird, habt ihr gesagt? Wenn wir gewinnen? Das nächste. Achso, wenn wir gewinnen. Naja, aber da zweifle ich nicht dran, oder? da zweifeln wir nicht dran. Kein bisschen. Also ich habe jetzt, nochmal Liquid Life. Du hast noch ein Defi. Wir haben da einen Hund. Also wir werden schon glorreich. Die Frage ist halt, wenn ich die Handgranate geworfen habe. Nenn meinen Wolf nicht Hund. Ja, ja. Wenn ich die Granate geworfen habe. Ja. Und wann kann ich dann die Discovery einsetzen? Kann ich mir die gleich wiederholen? Könntest du danach machen, ja, klar. Ja, nee, warte mal, die Consumables, die haben wirklich den Charakter, wenn die einmal verwendet werden, dann sind die raus. Ah, okay, ja? Dann sind ach die so, raus. Dann ist genau. Doch, für das andere für da. Für das andere, was war da noch, was anderes. Da. Bang, oder das sind einfach nur Casings, dass ich hier also so ein Ding kriege. Aha, ja. Also noch jemand, noch was bei mir macht es nicht... Was hast du denn da, Leslie? Ja, da habe ich etwas, was ich nur lesen muss. Okay, da, also wenn ich das habe, roll the skill when acquired. Okay, place in Lockslot. Reduced by one each time an effect. Aha, okay, also wenn ich den habe und ich bekomme und jemand, ein Betty will mir einen Effekt da überhelfen, dann verhindere ich das zumindest mal. Macht das. Ja. Dann müsste ich eine andere Karte aber abwerfen hier. Die du mir geben kannst, damit ich sie halte. Okay, dann halte die hier. Und dann kriegst du die wieder. Und dann kriegst du die halt wieder. Was jetzt auch wurscht ist, das wäre mal sowieso ein... Ja, genau. Ja, du hast recht, ja. Du hast recht. Ja, das würde funktionieren. Du hast ja gesagt, man kann hier alles hin und her schieben. Ja, habe ich gesagt. Und die Reihenfolge ist... Das ist ein Würfel, den du benutzen musst. Ich muss das einmal würfeln und jetzt ist es ein Counter quasi. Ah, auf zwei hat er ihn jetzt gewürfelt. Und den war nur die Frage, ob ich ihn jetzt in den Lock... Ja, roll the skill when acquired. Ja. Dann place it in Lock Slot. Also da gehört er jetzt rein hier oben. Das ist aber nicht generell bei den Consumables so, ja, ne? Das ist halt nur. Das ist in dem Fall ist es so. Wir sind ja jetzt 1, 2, 3, 4, 5 quasi an Tag 6 haben jetzt die Möglichkeit, auch schon uns dem Endgegner zu stellen. Mhm. Dann tun wir das jetzt auch einfach, oder Leslie? Das machen wir. Wir entscheiden uns jetzt nicht weiter, diesen Encounter-Track zu gehen. Wir hätten theoretisch bei der Karte eben ja auch noch ein Special Encounter hinzugefügt. Das lassen wir jetzt mal einfach nur, weil wir euch nicht spoilern wollen. Nee, und weil wir auch zu faul sind. Zwei hätten wir sogar. Nee, das andere, das haben wir ja gelassen, so die Karte haben wir ja nicht... Achso. Genommen und das wäre jetzt aber auch passiert. Stattdessen stellen wir uns Barnacle. Ja? Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Barnacle hier. Da seht ihr auch nochmal auf der Karte, wurde angegeben für diesen Tyrant, den wir bekämpfen, welche Baddie-Typen werden da zusammengestellt und nach wie vielen erfolgreichen Encountern man sich der ganzen Sache stellen kann und in wie vielen Tagen man den erledigt hat. Barnacle, little is known about those dwelling in Dealer's aquatic depths. Murmurs of Barnacle's existence linger over every sea, river and ocean. Of course, these tales are often soaked in ale at the local tavern, making the rumor that Barnacle is protecting something of great value difficult to confirm or deny.
Wir haben es jetzt aber geschafft, diesem Mysterium irgendwie auf den Grund zu gehen. Und es scheint doch keine Story zu sein. Wir wissen zwar nicht, was er. Wir wissen zwar nicht, was er vielleicht bewacht. Wir, keine Ahnung. Aber wir haben the title bout placed Tentacles 1-4 in current starting position. Wo haben die denn die Nummer? Wir kämpfen jetzt hier auf jeden Fall wieder auf der Flussseite. Ja, 1, 2, 3. Und ja, das sehen wir hier quasi an diesem 1. Icon auf dem Wasser. Und wir sind eine Party mit 3 Spielern. Add Tentacle 5-7 to the BQ, also wieder unserem Baddy-Stack hier. Nahkämpfer in der 1 ist hier drüben, ne? Ne, warte mal, das sind ja jetzt diese Krillens, ja, und die kommen, die sind im Wasser. Das sind ja die Kraken, die im Wasser kommen, und ich denke auch, wenn jetzt hier 1, 2, 3, dass wir das als Starting Position nehmen. Okay. Ja. Und da der Kollege ja hier generell aus dem Wasser kommt und wir hier gar keine haben, die an Land gehen, können wir, glaube ich, die Untersetzer hier in dem Fall. Ja. Also die laufen nicht aus? Nee, die Tentakel, die greifen nur aus dem Wasser an, die gehen auf jeden Fall nicht aufs Boot raus. Das steht ja nicht. Ja, das sind aber Quellen, oder? Haben die das Fischlimbo da drauf? Ja, haben die das. Genau. Diese Einheit selber macht das quasi nicht. Na, das ist dann würde ich würd die einfach auf 1, 2, 3 und 4 einfach nur setzen. Um den Würfel, damit die Initiative-Würfel haben. Ach so, nee, Würfel einfach mal, wo die hinkommen. Erstmal, trotzdem. Ich dachte 1, 2, 3, 4. Nee, ich denke, wir werden die würfeln müssen wie die anderen Sachen auch immer. Also die 1 kommt auf die 4. Die 1 kommt auf die 4. Dann die 2 kommt auf die 3. Auf die 3, genau. Dann haben wir die 3. Die kommt auf die 2. Leslie muss doch... Und die Spannung hier, guck mal, ich würfel. Auf die 4 ist schon vergeben. Du darfst nochmal. Kommt also nicht. Na, da geht er 1 höher eigentlich. Auf also da geht auf die 5, genau. Ja, wie ihr seht, unser Floß wird von Tentakeln in die Tiefe gerissen. Das ja, haben wir den denn Initiative jetzt gegeben? Ja, hast du recht, müssen wir machen. Müssen wir machen, ja. Müssen wir machen. Also die 1 ist wahrscheinlich die 1, oder? Ja, das ist aber hier der hier. Ja, im Mattenet hat aber wirklich keinen Unterschied, weil wir keine Reihen haben. Deshalb ist, ach so. Brauchen wir es ja nur, um die Initiative anzuzeigen. Ja, okay. Das ist jetzt stört jetzt in der Tat nicht. So, und dann wissen wir... 1... 2, 3, 4. Immer einen Lebenspunkt mehr. Schick. Und eine Initiative wird mehr. Nee, doch nicht. So, also, der hat Initiative 2. Der Gelbe hat Initiative 3. Der Blaue hat Initiative 3. Und mit dem Aufbau kommt der Oktopus. Der kam auch früher. Der sieht aber auch sehr hübsch aus. Und der hat Initiative 4. Und der hier? Dem. Hat noch mehr Tentakeln dabei. Der hat noch mehr Tentakeln. Genau, die können wir ja einfach hier. So, Aufgabe war jetzt Tentakel abklopfen, ne? Naja, wir haben jetzt ja hier eine Battle Queue. Und um ihn zu töten, müssen wir ihn ja ins Spiel bringen. Das heißt, wir müssen 4 Stück töten, damit die 4 da sind. Genau, dann kommt nämlich Barnacle ins Spiel, wie das immer so ist. Dann ist es noch so, wir müssen so ein bisschen aufpassen, was die Tentakel machen, denn wenn er im Spiel ist und Tentakel beschädigt sind und er hat hier so einen eigenen Würfel, wenn er dann dieses Tentakel-Symbol würfelt, dann zieht er sich irgendwie wieder zurück. Tentakel werden generiert. Ne? Er ist nee, also beschädigte Tentakeln gehen dann unter Wasser und sobald wieder eine Tentakel da, also sobald er auf dem Brett ist und eine Tentakel sich aber zurückzieht, zieht er sich mit dir zum Tentakel zurück. Und dann heilt er sich halt auch komplett. Ja. Und die Tentakel. Ja. Müssen wir also aufpassen. Also im besten Falle haben wir keine beschädigte Tentakel und killen ihn. Gut, ich benutze mal hier die Loose Wires. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir vor den Tentakeln stehen, denn wenn die nichts angreifen können, greifen die das Boot an. Und ich habe aber was, um das Boot zu reparieren wieder. Und wenn. Aber ich hätte gerne zwei Dinge gewusst und einmal careless. Was heißt das? Das ist, wenn Pete unterwegs ist. Careless ist super, ja, also wenn der Bone gewürfelt wird, dann verliert der einen Lebenspunkt, je nachdem was steht da, Careless 1, genau. Ja, also er würde tatsächlich einen Lebenspunkt verlieren, wenn er selber beim Angriff einen Bone würfelt. Der haut sich selber irgendwo. Ja, er verletzt sich, der ist einfach ein bisschen sorglos rangegangen. Bei dem auch hier, was heißt Submerge? Schock 1. Nee, Submerge. Ach, da ist erstmal
Submerge. Oh yeah. Also wenn er sich bewegen würde, normalerweise, um halt an einen Gegner irgendwie ranzukommen, rollt er stattdessen einen D6 und geht dann auf die Position, die der Würfel zeigt. Mhm. Achso, also wenn hier keiner näher steht, dann würfelt er neu und geht. Dann würde er normalerweise an die nächste Position rutschen, also von der 3 dann auf die 4 und dann, wenn die nicht frei ist, dann auf die 5, aber so würfelt er halt einen Würfel und geht dann da. Ja, genau, geht dann auf die 1 oder auf die 6. Genau. Und Schock 1 heißt bestimmt, dass er einfach allen einen Schaden macht. Jetzt sitzt er rüber. Dann verbrauchst du ein Skill Dice vom Target Skill Area. Du bist geschockt. Wohl wahr. Skill Area, das ist ja auch fies. Also Schock ist nicht schön, also weil er klaut uns hier Würfel. Wir suchen uns zwar aus welchen. Der ist dann verbraucht, genau. Der ist dann exhausted. Super. Das heißt, den wollen wir eigentlich relativ schnell loswerden, weil das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, genau. Das wollen wir nicht. Unschön. Also ist eher Hauptziel, würde ich sagen, mit seinen vier Lebenspunkten. Unschön. Ja. Gut, da hätte ich jetzt gerne ja mit 4 Attack Dice angegriffen. Das hat der. Das hat leider hat der, nicht. Hat der nicht sollen sein? Ja. Also und der Wolf ist noch nicht im Spiel. Also, ja, warum nicht? Ja, weil. Kannst du doch aber setzen, hast du gesagt. Ja, aber nur wenn der nicht verletzt ist. Und da. Achso, ich dachte, also nur wenn er verletzt ist, aber der ist nicht. Wollen wir uns. Initiative würfeln, oder? Ja, lass uns mal Initiative würfeln. Genau, Pete. Das finde ich cool. Ich hätte theoretisch eine 3. Ich habe auch eine 3. Wollen wir früher? Also ich kann. Ich will auf jeden Fall vor dir dran. Initiative die during battle setup. Das mache ich mal nochmal. Ich würfel mal nochmal. Vielleicht kriege ich auch mal eine 4. Nein, 3. Ich darf das nochmal. Das wäre jetzt weg. Okay. Also ich habe alle Öle an mir ja rumgewischt. Ja, du hast dein Bestes gegeben. Das Wasser hat es abgewaschen, würde war ich halt mal sagen. War halt nicht gut genug. Ja. Na war gut, halt nicht na, gut genug. Na gut, dann dürfen wir uns wieder platzieren. Ich habe übrigens so ein Handled Blade. Ja? Das darf ich anytime during your turn roll two attack dice apart from other dice does not cost dex and deal damage to any adjacent unit. Damit kann ich also zweimal einen richtig schönen Rundumschlag machen. Vielleicht setze ich mich dahingehend, wer greift denn vorher an? Grün, vielleicht mal hier hin. Und macht es mal. Ja, okay. Oder? Nur dann gehe ich hier hin. Oder hast du einen anderen Plan? Pete, kannst du nicht eine Bombe? Du kannst doch eine Bombe werfen, die auch wieder sich. Wie viele so Bomben hast du? Was? 3 Bomben. Ja, na, vielleicht sind die auch gut, die aufkleben für die Krake dann. Also vielleicht schaffen wir das ja jetzt schon ohne Bombe. Man weiß es nicht. Also. Ja, also, aber die Flächenbombe. Ja. Kannst du ja hier. Nee, kann ich nicht. Kannst du die nicht hier hinwerfen? Ja, dann müsste ich einen Schritt zurückgehen. Also können wir machen. Weil ich vor dir dran bin, meinst du? Mhm. Aber dann, macht die nicht Flächenschaden? Dann hat die aber keinen Typen, den sie angreifen kann. Ja, stimmt auch wieder. Wieso ist denn die eigentlich nach mir dran? Ja, weil 4. Verdammt, ja. Ah, weiß ich nicht, was soll ich machen? Weiß ich nicht, wenn ich sie wegsprengen soll, dann darf sie da nicht stehen. Das ist aber wenn dann ich sie wegsprenge, dann fahre. Aber wenn ich Boot kaputt mache, dann komme ich da ich nur kann teuer das Boot rauf. Aber doch auch reparieren. Aber die hat doch nur 4. Die Chance, dass sie stirbt, relativ hoch. Aber dann hast du den Würfel nicht mehr für den Kraken. Da habe ich den und den. Okay, na gut. Also wir wollten halt den Schock okay. weg haben. Ja, ja, okay. Ich kann ihn auch nur ja, standen. Ich kann ihn auch mit 3 Würfeln. Ja, aber wenn der Schock weg ist, ist halt cool, genau. Der ich muss kann ihn weg. Auch mit 3 Angriffen angreifen. Ach, stimmt, der ist ja da noch dran. Oh Gott, ja, hau ruf da. Mach ihn tot. Ich sag dir nicht, mit wie viel du würfeln sollst. Ich sag dir nur, das Ergebnis muss sein. 4. Das Ding ist weg. Aber näher der Punkt ist, wenn du hier stehst, kannst du ja sagen, nee, das ist ja vor mir dran. Ja. Soll ich es sprechen? Also die Frage ist ja, was hier warum noch kommt. Der Typ ist gar nicht vor dir dran. Du bist doch vor dem dran. Ja, aber er ist aber vor uns dran, ne? Also und dann kommt halt diese blöde Schock-Geschichte. Ja, okay, komm. Aber warte mal, vom Target Skill her, er braucht ein Target. Wenn er kein Target hat, kann er auch keine Würfel klauen. Okay, den Schock macht er ja nur, wenn da jemand steht. Genau. Und wenn da keiner steht, dann macht er einfach nur das Boot kaputt. Dann greift das Boot an, aber das ist dann... Da und warum stellt sich dann niemand hier hin? Dann tu ihm einfach nur weh. Dann tu ihm einfach nur weh. Aber wenn er das Boot kaputt macht? Dann tut ihm nur weh. Dann kann Alex das Boot nochmal reparieren. Okay. Da muss ich aber auch adjacent denn mal sein. Also. Immer noch irgendwas. Ist ja okay erstmal. Ich habe 5 Würfel.
ärgern. Ah. Aber wir lassen ihn dann einfach den ich Part vom Boot stören. Ich benutze einfach mal, ich suche nach Element 325 hier auf dem Boot. Toi, toi, toi. Hast du etwa gerade diese beiden Sachen gekippt? Oh nein. Und benutze dann drei Angriffswürfel. Und einen Verteidigungswürfel. Weil der Rest macht keinen Sinn im Moment. Na, dann mach was oder raus. Muss jemand geschützt werden? Nope. Oder so? Gut. Dann nehme ich diese fünf Würfel, ich habe 3, 4 plus 1, weil ich mir die Kabel hinter mir gesteckt habe. Ich hab das Bild vor Augen. Ich auch. Danke dafür. Element 325. Ja. Man macht alles mit diesem Element. Ich sehe die Funken fliegen. Ich hätte eine heilige Handgranate gefunden, also benutze ich ihn nicht. Dann mache ich also 4 Schaden und kriege einen Defense. Ui. Das ist doch 4 Schaden. Ja. Ich mache 4 Schaden und mache 4 Schaden noch den, weil ich den angreifen wollte. Und 1, 2, 3, 4. Weg ist er. Der ist schon mal raus. Aus diesem Theater. Wunderbar. Alles richtig gemacht. So, ich bin durch. Dann darf ich mich austoben. Dann, gehe ich mit 2 Angriffswürfeln im Rennen. Ich nutze, glaube ich, noch den Würfel, um eine Verteidigung aufzubauen. Und hoffe mal, dass ich den Wolf noch trainieren kann. Ich unterstütze aber deine Aussage. So, damit machen wir 3 Schaden. Das ist gut. Den Wolf kann ich nicht trainieren, muss den Würfel aber leider im Backup-Plan einsetzen. Aber immerhin 2 Bones. Immerhin 2 Bones. Das kommt in den Active Slot, hilft mir, wenn ich mal angegriffen werde, um Schaden zurückzugeben. Und mit den 3 Punkten ist er weg. Geht's gegen den Krakenarm, genau. Wunderbar. Haben wir. Okay, dann kann den Würfel da gleich mal auflegen. Dann darf ich jetzt auch mal dran sein. Und zwar wollte ich ja anytime during your turn roll to attack. Da heißt das, mache ich mal. Ich kann das Ganze zweimal machen. Ich verwende das jetzt einmal. Die zählen nicht gegen meinen Dexterity-Wert. Und würfel ich mal. Und ich habe 2 Einsen gewürfelt und die sagt. Turn road to attack apart from other dice and deal damage to any adjacent unit. Wow. Jetzt mache ich jetzt so einen Rundumschlag und gebe den quasi einen Schaden. Ja, mit dem einen hier und dem anderen gebe ich einen Schaden. Zack. Wunderbar, das war quasi zum Aufwärmen, ja. Und dann ist der hier tot ja erstmal. Tentakelboy. Und jetzt ist noch einer mit 2. Jetzt könnte ich ja mit. Ich habe ja 2 Attack Dice, die ich verwenden kann. Gefühlt. Geht ganz schnell. Soll ich mal so ein Champ-Kit würfeln? Dann kann ich bei jemanden den Buff Attack. Also entweder 2 oder 3 to Gearlocks Attack Stat last entire battle. Und dann hat man quasi, wenn du könntest, dann noch mehr Attack Dice. Aber du bist jetzt bei 3 und wie viel Würfel kannst du insgesamt würfeln? 5. Man könntest dann. Ich mach das mal einmal. Mal gucken, was rauskommt. Ich kann mich damit auch selber vergiften. Oh. Und ich könnte nochmal so einen Health Buff jemanden geben. Mache ich auch, könnte ich mich auch selber vergiften, aber ey. Bunt ist das Dasein und Granatenstar. Erstmal ganz wichtig, mache ich die letzten 2 Schaden, die diese eine Tentakel noch braucht. Cool, weil so wäre der Boss noch nicht gekommen. Da haben wir nicht drüber nachgedacht. Und dann gebe ich mir selber einen Schaden. Ja? Zack, boom. Ja. So passiert es, wenn man mit Chemikalien spielt. Echt jetzt? Ja. Mann. Nee, du musst den da ja noch nicht benutzen. Doch, den muss ich rot. Und dann habe ich jetzt die Möglichkeit, 2 Attack Buff jemandem zu geben. Was macht da jetzt am meisten Sinn? Pete? Attack Buff? Ja. Ja, gibt's Pete, der kann mehr Würfel würfeln. Ich kann nur 4 würfeln. Nur 4? Na gut. Ich habe aber nur durch die Kabel halt 5.
Ja. Dann gebe ich dir den mal, Pete. Den legst du dann bei dir mal oben. Du hast auch noch zwei Angriffe, ne? Ich habe zwei Angriffe, genau, aber ich habe noch... Oh, ich weiß nicht. Ich habe hier noch genug Spielzeug. Ja. Naja, komm, dann gib her, wenn nicht. Na, die Würfel kannst du ja alle auf einmal würfeln. Dann. Ja, das stimmt. Das sind ja... Ach nee, das ist ja nur Attack. Brauchen wir noch fünf Würfel, genau. Ja, geht nicht. Ihr könnt es, also mir ist es egal, wir gehen es auch Leslie. Ihr beide Dexterity, aber du hast doch Dexterity 5 jetzt, oder? Ja, ja. Dann macht es doch vielleicht mehr Sinn. Pete, nimm du den mal. Ist ein Active, oder was? Das ist nicht klar. Steht nicht in Klammern? Ach so, Entschuldigung, doch, das ist Using in alles Active Slot. Ja, ist ein A. Ja, ist ein A-Wurf. Und ja, dann habe ich ja hier noch die zwei Schaden gemacht. Ein Traum. Tentakel. Finde ich jetzt. Schau mal. So. Und dann sind wir in dieser Battle Round auch fertig. Und jetzt wird aufgefüllt, ne? Jetzt wird aufgefüllt. Mit dem W6. Genau, die gehen aber alle ans Ende, ne? Nee. Nicht? Der Oktopus nicht. Nee, der Oktopus nicht, der geht dann am Anfang, genau. Der ist mal Tentakel. Wohin? Wo ist unser cooler W6? Ja, perfekt. Auf die 5. Muss der auch noch so ein Ding hier einsetzen? Ja, hier, den blauen habe ich dir schon hingelegt. Was ist der hier? Ja. Was kriegt der für einen... Wir kommen eigentlich immer ans Ende. Das heißt, die kriegen eine 1 oder was? Sehr wurscht. Ja, dann. Genau. So, dann noch... Nummer 6. Warte mal, hier. Und das wird auf die 1 gelegt. Ja, kommt alle Krakenarme zu mir. Submerge haben wir. Poison 2 steht hier. Na, du hast ja hier zum Glück dein Konsum gewählt. Stimmt. Und jetzt kommt noch der letzte Krakenarm. Alter Falter, was ist das denn? Was denn? Achso, der letzte Kraken. Schock 1, Submerge, alles. Und kommt auf die 5. Das heißt, 5 ist schon 6. Dann auf die 6. Guten Tag. Und dann jetzt unser El Kraki. Der auch nur... Der kommt, wo kommt der hin? Nach vorne? Würfelst du einfach. Ich meine, der... Der hat 6. Der kommt auf die 6 Initiative. Ach, geht aber jetzt auf, müsste da draufstehen. Ja, kann schon sein. Genau. Der Tyrant kommt immer nach vorne, genau. Wo der hinkommt, der kommt nicht aufs Feld, der kommt auch... Der würfelt doch. Ist das so, ja? Auf die 2. Ach Gott sei Dank. Hat Barnacle... Okay... Ist ja ein Fisch. Also ja, ist ein Fischkopf, stimmt, eigentlich, ist ein Fischkopf. Genau. Okay, ja, stimmt. Das ist ein Alter Schalter, warum hat denn der so viel eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, hab ich einen Schaden erlitten eigentlich? Ja. Hast du dir selber zugefügt. Ach ja, stimmt. Ja, du wolltest es schwieriger machen. Der ist größer als du, ne? Der ist größer als ich. Wäre auch schon mal nicht, oder? Gut. Dann, der würfelt nachher ja diesen Würfel, wenn der drankommt. Nee, nicht nachher. Also jetzt er würfelt gleich den Würfel, wenn er gleich. Weil erstmal liegt gleich los, ja. Okay, wer soll den denn würfeln? Na, du stehst doch neben mir. Ja, ich würfel, wer würfelt denn immer so? Der hat... Scheiße, das ist, glaube ich, nicht so cool gewesen, oder? Tentacle Wrap. Target the strongest opposing unit adjacent to a tentacle. Aha, okay. Place target on any available Krellin starting position. Player's choice. Also der grabbt jetzt ein und packt den... Also der einzige, der Tentakel ist der hier. Wo willst du hin? Ich würde die 3 nehmen. Ach, er zieht mich ins Wasser, ja. Hat er doch noch her, dann nehmen wir die 3. Das ist eigentlich gar nichts. Ja, gut, das andere hätte jetzt nicht so viel gemacht. Ja. Du musst ja den Typen ja aber auch noch hier mit seinem Angriff und Verteidigungswürfel würfeln. Also die gehören mit. Ja, ja. Achso. Ja, stimmt, das haben wir jetzt. Gut, jetzt 1, 1. Erstmal. Was ist das? Verteidigung war ein Bone, das ist nix, ja. Das wird nix, genau. Und ein Angriff, er macht einen Schaden. Das ist ja süß. Und so süß, genau. Er hat halt seine Tentakel, die für ihn arbeiten. Kann man gleich mal wegspringen? Theoretisch. Ja. Der macht ja nichts. Ja doch, wir wollen den doch töten.
Aber wenn er stirbt, sterben die Tentakeln auch. Logisch wäre es aber. Ja, ja, klar. Wenn das, wir den also das würde ich so spielen, ja. Auf jeden Fall. Wenn wir den Tod haben, ist vorbei. Aber ist auch nicht ungewöhnlich. Also das ist häufig gilt. Steht wenn nicht der, drauf, aber letztendlich. Wenn danach der Teil besiegt ist, du, danach vorbei. Können wir meinetwegen immer noch die Tentakel vernichten, aber der wird ja dann nicht respawned und kann irgendwelche Tentakel neu erschaffen. Also das macht, glaube ich, schon... Gut, das war jetzt unser Barney. Nennen wir ihn liebevoll Barney, Barnacle. Und damit ist Pete am Stissel. Hast du denn eine heilige? Kannst du eine heilige Granate auf den hauen? Das lohnt sich noch nicht. Hat das Element noch nicht gefunden? Lohnt sich das noch nicht? Weil ich das Element noch nicht habe. Ja, kannst du das aber nicht jetzt würfeln? Ich versuche es ja zu finden. Ah, okay. Aber wenn, dann muss ja jetzt getötet werden, ne? Damit es was bringt, oder? Naja, oder nee, was? Theorie. Also entweder töten wir Tentakel. Ja. Also der Punkt ist... Bis er dran ist, müssen halt Tentakel da, tot sein. Genau, bis er dran ist, darf es keine verletzte Tentakel geben. Ah, ja. Ja, sonst kommt die. Also, ich versuche das Element zu finden, einfach weil ich Spaß haben möchte. Ich nehme den Big Boom. Ich meine, die haben drei Leben da, diese komischen Tentakel. Mit dem Ding hier, dann nehme ich noch zwei Angriffswürfel auf ihn. Korrekt? Ist aber irgendwas ist doch schief gelaufen, Pete. Warum hast denn du denen nur 4 gegeben und da steht 7 drauf? 1, 2, 3, 4. Oh, weil ich die untere Zahl genommen habe. Weil du die Initiative-Zahl genommen hast. Oh, sieht gleich ganz anders aus, wa? Beruhigend. Kriegen die Initiative zählt dir jetzt nicht, ja? Weil die jetzt reinkam, im Nachgang quasi. Genau. Hm. Genau. Warum gibt's die denn? Na, wenn die am Anfang drin wären, die Chips vielleicht. Geht ja nicht. Ja. Haben die den vielleicht gegeben? Kannst du vielleicht auch anders einsetzen oder wer weiß. Genau. Egal, ich mache hier. Ob ich es richtig gelesen? Was ist denn das? 1 oder 2? Also, wir haben jetzt hier nochmal den Live-Total der Tentakel angepasst, die jetzt irgendwie in die Höhe gestiegen sind, die Stacks. Das sieht ihr von oben ein bisschen weniger, aber. Muss man mal kurz den Tisch ankippen. Die über. Ja, genau. Oh. Keine gute Idee, letztlich. Kommt jetzt die Erkenntnis gerade? Was macht die? Ja, dass das Ding. Ist eine kontrollierte Explosion. Ich mache halt Schaden an allen Gegnern. Auf dem gesamten Feld. Ja. Das ist also nicht so geil. Jetzt gerade nicht so geil. Aber sind halt trotzdem 2. Könnten 3 oder 4 sein. Aber wenn ich das halt verkacke, also wenn das halt nicht hinhaut. Dann taucht halt an. Warum denn? Auf was legst du jetzt an? Aber erst wenn er rankommt, ne? Aber ich bin noch zu weit weg, ja. Ich könnte mich jetzt gar nicht einmischen. Aber ich kann doch da noch eine verletzen. Nee, wenn ich Schaden auf alle mache. Ja. Ja, dann werden wir nicht alle. Wir werden nicht schaffen, alle zu töten. Nee, das würde ich sagen. Sind die aber erstmal weg. Wie sind die weg? Weil die ja auch untertauchen. Nee, einer von denen taucht unter. Na, dann ist es ja eh egal. Aber der kommt halt wieder. Ja, aber die anderen beiden können wir dann ja wenigstens wegmachen. Ja, das stimmt. Also, aber kannst du dich nicht auf einen konzentrieren nachher? Nee. Hast du nur was macht denn die andere Granate, die du da hast? Die trifft eigentlich noch Flächenschaden, einen, ne? Die würde dann also ihn und dich wegsprengen. Mhm. Oh, willst du leben? Willst du sterben? Den würde ich dann machen, weil ich das Element gefunden habe, und dann nehme ich beide. Ja. Und dann muss ich halt den Heiler opfern. Dann musst du das jetzt aber auch finden, ne? Denk dran, du hast auch noch diesen +2-Buff, ne? Mit Würfeln. Attack Die kannst du 2. Ja, ich kann nur 5 Würfeln. Ja, du musst jetzt auch zum Beispiel diese Flächengranate nicht werfen. Ja, weiß ich. Ja, aber ich mache nicht 5 Angriffe, damit er dann 5 Schaden kriegt und dann passiert nichts. Ich will das machen, da ist der Lack. Mach mal, danach ist Leslie. Ach, Leslie steht ja da hinten. Muss erst mal 2 Dexterity ausgehen. Das schaffst du schon. Ja, genau, ich mach jetzt 8 Schaden bei dem oder was. So, ey, das ist das Element, oder? Das Element, genau. Nicht zu fassen. Aber? Okay, das Element habe ich gefunden. Das ist gut. Geht in den Locked-Slot. In Active, oder? Ist das im Locked? Was ist das bei dir? Das Element geht in den Locked-Slot. Ein Locked-Slot, ja. Apply to Holy Hand Grenade right before using it. Ja, aber vorne, was steht da in Klammern? In den Klammern. Vor dir wo? Ja, ja, da geht's los. Schade, ich hatte +2 Schaden gemacht auf alle Granaten, die sind, aber ich habe mich bei der kontrollierten Explosion selber gesprengt. Nein, wirklich? Ja. Oh, scheiße. Ach, das ist das. Aber dann machst du nochmal +2, oder was? Du machst dir 3 Schaden?
Ich muss erstmal den Boom. Aber das ist hast du dich selber gespürt? Den muss ich ja nicht benutzen, das ist das Schöne. Ja, jetzt hat das Pete hat sich selber. Die Idee war gut. Die Grundidee war gut, ich muss nur das Zeichen finden, was ich halt nicht auf meinem... Auf deinem Würfel? Die siehst du hier, die Zeichen siehst du hier. Ja, aber das mit dem Totenkopf... Die Erklärung brauchen wir. Achso. Do X damage to all baddies, party backlash. Deal X damage to all party members including self. Was? Auch an allen jetzt noch. Ja, kriegen alle einen Schaden. Na super. Das ist eine großartige Idee. Danke dir, Peace. Heult doch mal rum. Was? Wer sollte hier den Superboss killen? Ja, bevor ihr alle anderen. Komm, wir machen zwei Schaden dann, ne? Ja. 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 Aber welche sind die Tentakel nicht verletzt? Das war gerade meins. Ja, oder? Ja, oder? Yeah, ja, das ist super. Hey. Ja. Geilo, Scheilo. Aber ich lese nochmal weiter. Hopp mal rein. Hopp mal rein. Hopp mal rein, sagt okay. Er. Dann ist Leslie jetzt. Dann bin ich dran, Start. Genau. Also ich muss zwei Dexterity ausgeben, um oder aus dem Wasser zu klettern. Da habe ich einfach keine Wahl. Und dann suche ich mir hier den mit Poison aus, weil... Kannst du nicht gleich wieder weggehen und wir versuchen jetzt wirklich den Typen da zu machen? Ja genau, ich würde auch jetzt versuchen, ne? Also kannst du nicht den anzugreifen, ich kann zumindest mit den Messern werfen. Also aber komm, geht ich hab dir einen Schaden gegeben, damit du einen Wolf rufen kannst. Ja genau, das ist der Vorteil. Passiert es jetzt daran. Gleich oder ja. Am Ende der Runde? Nee, am Ende der Runde okay. Kommt er. Aber dann reicht er sich tatsächlich vor. Guck mal, ein. Du kannst doch mit deinem Mac-Arm, kannst du dir doch zwei Dexterity geben, oder? Nee, das funktioniert nur gegen Macs halt. Ja. Wirklich nur gegen Macs? Ja, das ist hier das Mech-Zeichen, ja. Ich dachte nur, wenn da ein Mac, wenn du den beschädigst, dann geht der nicht weg. Ja, aber das ist das Mac-Zeichen in dem Spiel. Increase your dex by 2 for this das turn. Das ist das, ja. Aber ich das ist ja richtig, aber das kannst du machen. If you reduce the HP of a Mac this turn, this loot is not discarded. Ach so, genau, ich verliere es dann komplett. Genau, jetzt ne, verlierst du das aber. Mach das doch. Für 2 bist du jetzt aus dem Wasser. Ach so. Nee. Mach das mal und dann hast du noch deine volle Dex und du wirfst den Arm weg. Wir haben jetzt eh keinen Mac mehr. Muss ich den denn benutzen? Das verstehe ich ja, nicht. Ja, den musst du benutzen, weil der hat dieses Totenkopf-Symbol. Den muss man benutzen, so wie meine. Boah, so wo man steht? Ja, das ist, sind diese die Sachen mit. Also dann könnte ich immer noch 3 Schaden an allen machen, aber das ist nicht so der Effekt, weil einen Schaden kriegen sie auf jeden Fall alle. Ich kann den Effekt nicht negieren. Also wir kriegen alle einen Schaden und alle anderen kriegen auch. Die haben auch einen Schaden. Na ja, okay, naja, dann gut, dann müssen wir den hier also wegnehmen. Sie könnten dann halt 3 kriegen, aber... Und der Typ kriegt dabei ja auch noch einen dann. Ja, ja. So, was? Ach, du willst uns sozusagen... Und du willst die und Frage, jetzt nochmal 2 zusätzlichen Schaden aufbrummen, weil uns das vielleicht hilft. Nee, uns nicht, nur... Aber ach, kriegt er dann auch den Schaden? Ja. Haben wir das da schon weggenommen? Nee, also ich könnte den Würfel halt noch wegnehmen. Ja, macht der Punkt ist, er taucht halt unter. Da nee, warum? Wir killen ihn jetzt. Wie denn? Weil du noch deine Säge hast. Ja, ja, ja. Das, könnte klappen. Den. Dann machen wir mal 2. Also, Leslie hat jetzt gerade seinen Mac-Arm ausgegeben und hat dadurch 2 Dexterity verwendet, um aus Wasser zu steigen. Und dann hast du ja immer noch... Dann habe ich 4 Dexterity, die ich einsetzen kann. Du nimmst die Karte, die ist jetzt weg. Du kannst sie nicht rescuen, brauchst du auch nicht. Achso, dann hast du die 2 nochmal einschauen, habt ihr ihm auch gegeben? Ja, ja, das hat er am Anfang, den haben wir schon runtergegeben. Ja. 2, 3, ich mach 5 also insgesamt, ne? Ja. Der hat 8, also müssten da noch 3 liegen. Warum machst du... Weil ich ihn angegriffen habe mit 2. Ja, mit 2, genau, die habe ich runtergenommen. 3, 4, 5. Also kriegt das Ding ist plus 3 auf alle und 2 auf ihn. Also 5. Und die 3 auf alle, gehen die auch auf uns? Diese plus 2? Nee, nur einer hat er. Nee, steht nicht da. Okay. Sonst hätte ich es nicht benutzt. Okay. Gut. So. Also ich habe jetzt noch 4 Dexterity. Ich nehme auf jeden Fall die Wurfmesser, weil ich mit denen halt rankomme an ihn. Das wäre die Frage. Wenn das so ist, ja. Dann kriege ich halt 2 Schaden mehr. Stimmt schon, ja. Würden wir wahrscheinlich trotzdem auch irgendwie hinkriegen. Ich kann mich auch heilen, also so nicht.
Und dann kann, also ranlaufen würde ich jetzt gar nicht wollen, weil ich Platz für den Wolf haben will. Ja, insofern habe ich jetzt aber noch zwei Wir wollen den jetzt killen. Kann. Du musst den jetzt killen, Leslie. Der, ja, aber der nächste Runde kommt kein Wolf mehr. Wir killen den jetzt oder alles andere. Eins, warte mal, zwei, drei. Ja. Dann kann ich noch mit einem Attack würfeln. Ist das richtig? Ich bin rausgekommen mit den zwei, dann laufe ich 1, 2, 3, 4. Nee, kann ich hier nicht würfeln. Das, dann wirst kann du nur da stehen. Messer. Alles gut, ja? Dann muss ich das irgendwie. Ja, dann mache ich das mit einem Verteidigungswürfel hier. Anders funktioniert es leider. Was auch immer deine nicht. Bones nochmal? Ich habe nur einen Verteidigungswürfel. Stimmt, wir gehen jetzt tatsächlich. Auch immer deine Bones machen, das wissen wir jetzt nicht. Vielleicht kannst du noch Schaden. Ja, da brauche ich, muss ich den Wolf auf dem Spielfeld haben. Ah, okay. Ja, so, aber guck mal hier. Also. Wir machen eine Verteidigung, okay, und ich habe mit den Wurfmessern zwei Schaden, die ich direkt zufügen kann. Der 1, 2 und hat ja noch einen Schaden. Naja, so. Die Bombe ja doch fortgebracht, wa? So, dann heile ich netterweise. Ich habe die ganze Floß gesprengt. Ja, ganz offensichtlich. Die heilt und ich habe jetzt ja vier Möglichkeiten, zwei Attack. Ich nehme auf jeden Fall meine Bone Saw. Ach ja, und vorher mache ich noch meine Handle Blade Geschichte, gebe ich damit aus, zwei Attack Die, schon vorher nochmal, ich mache vier Damage, der ist ja jetzt schon tot, ne? Ja, ja, ja. Das noch Fragen. Der hättest du auch alleine getötet. Ja, ja. Stimmt, ich kann ja mal durchspielen, ich habe, also das sind schon mal vier. Du brauchst uns gar nicht. Durch, mach da einfach ich was. Will mal sehen. Nein, viel. Ist weg, fertig. Okay, er ist weg. Da musste ich nicht mal meine Bonezorn nehmen. Weg ist er. Sondern einfach deine Weg Items. Ist er. Er ist einfach nur weg. Jetzt kann man hier, zack. Ah, ich hab hier Hände. Applaus dafür. Und jetzt ist die Frage, jetzt ist ja die große Frage ist ja jetzt, also ich meine, wir haben den Kopf getötet, jetzt werden ja die Tentakel nicht noch da bleiben. Ja, aber oder? Das ist doch wie bei so, weiß nicht, den Huhn läuft ja auch noch weiter. Also wir könnten jetzt auch sagen, wir müssten die Tentakel noch besiegen. Vielleicht ist es noch ein zweiter aufgepusht. Im Anbetracht der Sache, dass dieses Video wahrscheinlich schon über 2 Stunden X geht, ja, würde ich sagen, ihr könnt euch jetzt bestens vorstellen, wie wir auch noch die Tentakel besiegt hätten, würde ich sagen. Mit der heiligen Hand. Da zweifelt keiner dran. Ja, da zweifelt. Was wir euch jetzt nicht zeigen konnten, ist, dass es noch diese Truth-Loot-Karten hier gibt, ne, was wir auch schon mal, glaube ich, so ein bisschen angedeutet haben. Da gibt es noch so ein Minigame mit Lockpicking. Ja. Da gibt es quasi ein einzelnes Set von Würfeln, die kann ich euch der Vollständigkeit halber hier auch nochmal ganz kurz zeigen. Das sind solche Würfel hier, da muss man halt irgendwie L's und F und so würfeln, je nachdem, was auf der Karte angezeigt wird. Seht ihr hier, 3-mal lieber 3 L's, 3 Trip, 3 T's und 4 Force und ja, und dann ja, noch hier so ein Spezialwürfel, um Sachen nachzuwürfeln oder ändern zu können. Und wenn man dann die Kiste geöffnet hat, das kann in mehreren Zügen passieren, ja, dann gibt es hier ja irgendwie Sachen, die meistens ein bisschen cooler sind. Hier haben wir den Arm Energizer zum Beispiel, Permanent Backup Plan Extension 2 Bones, heal yourself for 3 HP cannot be used if adjacent to a Krellen starting position. Okay, dann muss man so ein bisschen vom Rand entfernt stehen. Wahrscheinlich, damit man nicht am Wasser steht und seinen elektrischen Arm selber zum Overload bringt. Und ja, ansonsten könnt ihr euch natürlich auch noch vorstellen, dass es hier jetzt noch ein paar unterschiedliche Encounter gegeben hätte. Hier ist jetzt zum Beispiel eine Karte, die ist reingemischt vor... Ah, die hätten wir jetzt hier nehmen müssen. Siehst du, das haben wir übersprungen. Let's kill this sucker. Die, das ist sozusagen die Encounter-Karte. Da wäre jetzt hier nochmal ein Flavor-Text drauf gewesen. Oder? Sehe ich das richtig? Na, ich bin mir da nicht so sicher, du. Oder die wäre noch. Oder die wäre jetzt das gekommen. Die wäre gekommen, ne? Die kann man zwischendurch dann nochmal erledigen. Und okay. Ich kenne Encounter, da, wenn du das dann schaffst, gibt es dir dann einen Vorteil für den Endkampf. Ah, okay. Ja. Ob es jetzt nun konkret bei dir. Da hätten wir jetzt schon mal.
da hätten wir noch nicht gegen Barnacle gekämpft, sondern schon noch gegen seine Tentakel. Wir hätten da also schon mal einmal seine Tentakel getroffen. Deswegen haben die Initiative. Das macht also Sinn. Also das haben wir jetzt, mussten wir auch nicht machen. Wir haben uns gleich Barnacle gestellt. Aber so gibt es hier quasi noch extra Encounters und natürlich noch jede Menge Explosionsbrot. Stuff. Ich finde es auch sehr lustig, eine Aqua-Cannon. Du hast es, zeig die Aqua-Cannon, das ist also auch so ein True-Flut. Ja. Ist auch eine RPG. Und da kriegt man auch so ein Backup-Plan-Extension, dass man halt jeden Baddie zwei Felder bewegen kann. Das heißt, dass man mit so einem Wasserstrahl weg. Und das Lustigste daran ist eigentlich, wenn man es auf dem Floß benutzt, kann man mit der Fähigkeit Ein-Punkte-Baddies einfach vom Floß schießen. Sehr schön. Also das ist so der... ist jetzt das falsche Und mit Rückstoß gewesen, fällt man dann selber noch ins Wasser. Wahrscheinlich. Aber dann, wer Feuerwehrmann spielen wollte, kann ja total Spaß haben. Ja. Pete, schön. Too Many Bones mit der Undertow-Erweiterung. Lange hat es gedauert, bis wir dieses Video machen konnten. Lange. Das war jetzt übrigens eine kurze Runde, aber es wurde auch nie gesagt, dass das ein super, super schnelles Spiel ist. Es geht ja darum, seinen Charakter aufzuwerten. Genau. Man kann, klar, wie bei jedem Spiel, kann man auch einfach mal einen Break machen. Es gibt jetzt, glaube ich, Leslie, korrigiere mich, es gibt nicht so richtig so einen Safe-Mechanismus im Sinne von, da ist ein Tütel, wo Safe oder sowas draufsteht dabei. Nicht, genau. Also, müsste man sich irgendwie merken, kriegt man wahrscheinlich auch irgendwie hin, das ordentlich wegzupacken. Na gut, die Würfe sind halt schwierig, aber die kannst du halt in der Box fotografieren oder sortieren. Ansonsten, ich glaube, viele Leute, die dieses Spiel spielen, lieben es oder finden es cool. Man kann auf jeden Fall sagen, es ist total überproduziert oder das Material frei ist. Also ich alles, glaube, ich weiß nicht, ob man das hört. Das ist, du kannst das alles auch unter Wasser spielen. Das ist alles so Kunst, das ist wirklich auf Kunststoff geprintet. Ja. Neoprenmatten. Die Matten hier, ja, sieht man halt alles. Aber ich glaube, das ist auch so ein, was es halt ausmacht, warum die Leute es halt einfach gerne spielen. Weil das mit den Würfeln, das hat sowas von Dice Masters, ja, also diese ganzen Trays ja, und so, wo du die ganzen Würfel halt hast. Ja. Leute finden Pokerchips immer toll gefühlt und hier hast du halt, spielst halt jederzeit damit und wahrscheinlich ist es auch 7000 Mal im Video zu hören. Ja, ja. Das stimmt, dieses Klacken. Wenn denn was, Pete. Ja, immer. Auf jeden Fall. Und das macht's einfach. Und wie gesagt, Charakter ausbauen. Ich finde jetzt wahrscheinlich haben wir ein bisschen zu hoch angefangen, aber dadurch sind wir halt einfacher durchgekommen. Das ist ja auch schön, dass das gut skalieren kann. Also man kann sich am Anfang ein bisschen besser aufbauen. Man kann ja vielleicht schon in eine Richtung gehen. Ich meine, wir haben uns jetzt zwei Sachen gegeben. Ich fand's okay. Ich musste jetzt nicht unbedingt failen. Hat auch so Spaß gemacht. Das ja, man hat halt gesehen, wie es halt funktioniert. Darum geht's halt. Und ich denke, da ist auch jede Menge mehr Spaß. Wie viele Charaktere gibt es in den Boxen? In der Grundbox gibt es 4 Charaktere. Wir haben hier diesen Patches, den Boomer und dann, Leslie, weißt du noch, wie die anderen heißen? Gibt es noch so eine Art Zwerg, kleinen Zwerg-Charakter? Es gibt Tantrum in jedem Fall. Tantrum, Tink gibt es und dann Erweiterungscharaktere, Gesket und gut, ich habe die nicht alle im Kopf. Aber da gibt es noch einzelne Charaktere, die man als Erweiterung kaufen kann und in der Undertow-Erweiterung sind quasi dann nochmal 2 Charaktere. Gab es diesen Duster und so einen Charakter, der ist so ein bisschen, sieht aus, glaube ich, wie so ein Barde oder so. Der hat so eine abgefahrene... Ja, ich glaube, der Stanzer, den Duster gibt es auch nur, weil die Leute einfach auf sowas stehen, so ein Assassin zu spielen. Mit dem Wolf ist das auch schon ganz cool. Ja. Vor allen Dingen auch, ich weiß nicht, wenn ich die jetzt hier alleine spielen müsste, so als Singleplayer, ob das so funktionieren würde, weiß ich nicht. Ah, das kann man, glaube ich, auch nochmal gut kurz zeigen. Hier oben auf dem Charakterbogen wird auch nochmal angegeben, wie ist der Schwierigkeitsgrad Difficulty im Team? Hat der 2 und wie du schon sagst, allein Solo ist der ziemlich schwer zu spielen. Bei mir ist es zum Beispiel ähnlich. Ich habe Solo, bin ich immerhin bei 2. Koop, ist der schon cool? Es ist halt, ich meine, ist der Support-Charakter, ist der Koop-Charakter? Aber wie ist denn das Solo? Leslie, du hast es ja schon gespielt, auch Solo? Ich fand Solo auf jeden Fall herausfordernder. Ich habe mich schwer getan, anfänglich mal einen Tyrant zu besiegen. Ja, aber es geht natürlich deutlich schneller. Ja,
Ich musste dich halt nicht absprechen. Und solo gehen die Schlachten auch länger. Also wir hatten jetzt in unserer Partie, waren wir häufig in Runde 2, 3 bereits fertig und hatten alle Baddies besiegt. Ja, ich kenne eben Partien, wenn ich alleine spiele, da komme ich auch bis Runde 5 oder 6. Ja. Dieser Bleeding-Mechanismus, der ist jetzt nicht so. Genau, und da gibt es eben schon so eher so einen Spannungsbogen, der sich daran schon aufbaut, weil es mit einem Charakter eben dann ja auch schwerer ist. Ja, weil du hast trotzdem diese vier Monster auf dem Feld. Das reguliert die Spieleranzahl nicht, oder? Also du kämpfst trotzdem immer gegen... Gegen vier Monster, wenn du zumindest also viele Baddie-Points hast. Ja, also später im Spiel kämpfst du dann eben alleine auch gegen vier Monster, genau. Stimmt, weil die Baddie-Zahl war bei einem Spieler hast du einmal an deinem Tag. Das heißt also ab Tag 5 und Tag 4. Könnte es kompliziert werden, Ich verstehe. Ja, was ihr halt nicht mitbekommen habt, weil die Kämpfe sind auch limitiert. Das heißt, also dieser Runden-Counter, den ihr hier habt, ich schalte mal kurz um, Chef. Ihr seht ja, das war ja mal der Runden-Counter, der bewegt wird. Ja, Runde 1, 2, 3, 4. Dann gibt es halt noch eine Runde 5. Und danach gibt es dann halt die... Das Zahnbluten. Das Zahnbluten, genau. Da läuft man mit Zahnfleisch, sondern es ist so ein... Sudden-Death-Mechanismus, sage ich jetzt mal. Und zwar verliert halt immer, wenn die Runde beginnt, verliert jeder auf dem Brett einen Lebenspunkt. Und dann sind auch Diagonalbewegungen möglich. Heißt also, irgendwann wird irgendjemand sterben. Und je nachdem, wer es dann ist, wird sich zeigen. Aber ich finde es so ganz schön, weil ich finde es mit diesen Würfeln auch toll. Und ich denke auch, wenn man das jetzt nicht im Video spielt, dann ist man da auch sehr viel schneller. Ja, das ist sicherlich immer noch ein Fakt, dass wir hier immer noch ein bisschen mehr erklären und reden und. Ich weiß leider gerade nicht genau, wie es erhältlich ist. Ship Theory Games hatte erst vor kurzem noch einen Kickstarter von einem weiterführenden Spiel. Ich glaube, da gab es auch Charaktere, die man backen konnte für hier Too Many Bones. Vielleicht gibt es da auch noch ein Late Pledge und man kann irgendwie noch einsteigen. Ansonsten sind es auf jeden Fall in Essen, da kann man vorbeigucken. Das ist, glaube ich, eine Möglichkeit. Also guckt mal, ob sie auf der Spiel in Essen sind, wenn die ganzen Aussteller da sind. Schaut mal vorbei. Letztes Jahr waren sie es. Und so von der Sache, was könnte man denn empfehlen zu kaufen? Also die Undertow-Erweiterung selber ist eine Standalone-Erweiterung. Die Box ist, ich weiß nicht, seht ihr sie? Haben wir sie hier noch? Ja, hier. Wir haben sie hier. Die Boxgröße ist wie er sagen würde, sexy. Ja, ist hier in diesem ganz quadratisch ist nicht, aber in diesem Schachtelformat, während die Box da hinten, also die ist doppelt so groß von dem Grundspiel, muss man wissen. Im Grundspiel sind natürlich vier Charaktere drin, hier sind nur zwei drin, aber man kann es komplett spielen. Also wenn man sagt, man ist ein Solo-Spieler, würde ich sagen, holt euch doch mal die Undertow-Erweiterung, gerade weil ihr auch hier diese Floßgeschichte habt und diese Landgeschichte, dieses Battlefield, diese Änderung, die gibt es im regulären Spiel nicht. Also wenn man bis zu zwei Spieler das genießen möchte, reicht vielleicht erstmal die Undertow-Sache. Ansonsten, wenn man natürlich mit mehr Spielern oder auch mehrere Charaktere haben will, dann kommt man um die Grundbox nicht umher. Wie gesagt, es gibt noch einzelne Charaktere. Es gibt noch so ein Baddie- und Encounter-Erweiterung, 40 Days auf irgendwas heißt es. Da gibt es halt neue Encounter-Karten und Baddies und so. Also wenn deine Augen gut sind? Ja, da steht ja 40 Days in Yellow. Also 40 Tage in hier unserer Welt, in der wir uns befinden, gibt es glaube ich immer. Ja. Dann gibt es, glaube ich, noch auch so einen Modus, so ein bisschen Kampagnenmodus mäßig, den man hier noch integrieren kann. Also da ist einiges an Spiel möglich und ja, wer da jetzt irgendwie Bock drauf hat, würde ich fast sagen, das Essen zur Spiel die beste Möglichkeit. Außer, also wenn es keinen Late Pledge gibt. Ja. Spart aber man auch noch ein bisschen Versandkosten. Dann ja, und kann es gleich mitnehmen, allerdings ist doch ein bisschen... Es ist schwer, ja. Auch, also die ist, ja, weil die ganzen Chips hier sind und so Sachen und. Aber wer auf sowas Ganze steht, ich glaube, da gibt es dann nichts Besseres. Ich finde auch, wie gesagt, die Entwicklung der Charaktere immer wieder gut. Weil vor allen Dingen man kann nie alles machen. Das heißt, also man wird dann sich entscheiden, was man halt macht. Ja. Und ich weiß nicht, wie lange die längeren Kampagnen gehen, weil die dann, ob die dann 12 oder Tage brauchen. Ich glaube, bis zu 9 ungefähr habe ich die alles täuscht, ja. Ja, da ist dann, muss man mehr Encounter geschafft haben. Also wir waren jetzt bei 5 und konnten gegen ihn kämpfen. Da gab es dann, was ist so, 9 oder auch 10. Also da gibt es
steht auf den Karten drauf, muss man dann wirklich weiter schon auch entwickelt sein, mehr Begegnungen gemacht haben. Und die Begegnungen machen ja auch Spaß. Also es gibt ja auch hier ganz coole Sachen. Auch diese Mischung so ein bisschen mit den Minispielen. Ich meine, klar, irgendwann kennt man vielleicht alle Karten. Ich weiß halt nicht, wann das der Fall ist. Also für uns, die ja auch viel neue Spiele spielen und jetzt nicht jedes Spiel 20 Mal spielen können, ist da, glaube ich, auf jeden Fall genug und man findet nicht jede Karte so. Aber wie gesagt, Leslie hat es ja auch schon ein, zwei, dreimal gespielt und ja, ich denke, wenn man das einmal gespielt hat und das mag, wird man da auch nicht so schnell von wegkommen. Sonst genau, wäre er ja wahrscheinlich auch nicht hier. Der Spaß gewinnt ja dann auch, wenn du die Charaktere eben kennenlernst und dann viel, viel schneller bist in der Charakterentwicklung selber. Deshalb die Lernkurve bei dem Spiel ist also in jedem Fall enorm. Ja. Das habe ich ja schon bei unserer ersten Testrunde gemerkt, mit diesem Casings bauen, dass man das halt dann nicht mit einer 1 macht, sondern nochmal macht und lieber wartet. Das ist ja auch nochmal so eine Sache, die man dann halt gerne macht. Vor allen Dingen, weil man dann irgendwie einen Gegenstand hat, den man sonst nirgendwo findet. Ja, da hat man auf jeden Fall Möglichkeiten. Finde ich sehr schön. Ja, und solltet ihr jetzt festgestellt haben, Mann, gut, dass ich das gesehen habe, das ist irgendwie gar nichts für mich, aber ihr findet trotzdem diese ganzen Komponenten geil und gerade diese Pokerchips, schaut einfach mal bei den anderen Spielen vorbei, die Chips Theory Games machen, weil das ist ihr Markenzeichen. Selbst die Visitenkarten von den Mitarbeitern sind solche Pokerchips. Ja. Also, da gibt es eine Handvoll mittlerweile auch schon. Und ja, guckt da einfach mal auf der Webseite vorbei. Ansonsten, wie gesagt, am Stand in Essen. Wir werden sicherlich auch irgendwann in Essen rumtingeln. Falls ihr uns da seht auf der Spiel, sprecht uns immer gerne an. Seid da nicht schüchtern. Wir freuen uns über jeden Hinweis, Kommentar, wie auch immer. Unterschrift, Fotos. Nur auf freizügigen Körperteilen von uns. Ne? Nein. In diesem Sinne, bevor das ausartet, würde ich sagen, Leslie, willst du noch deine Mutter grüßen? Ja, ich habe kurz drüber nachgedacht. Genau, komm, warte, ich mach das. Und bist du für den Weltfrieden? Bist du für den Weltfrieden? Hört man nicht, aber nur noch ganz kurz. Du musst mal gucken, ob du mit dem Kabel rumkommst. Jetzt gleich wird irgendwas umgerissen. Das werden wir sehen. Ja. Das werden wir sehen. Ja. So genau. Also natürlich bin ich für den Weltfrieden und ich grüße hiermit auch meine Mama. Yeah, ja. Wunderbar. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du hier warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, hat dir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt bis jetzt, wenn ihr das noch seht. Oder ihr habt ans Ende gesprungen und seht es trotzdem, was auch okay ist. Ja. Dann danke ich euch auch. Ja. Und wir sehen uns dann auch wieder an unserem Spieltisch. Mit was, wissen wir noch gar nicht. Ich dachte, du sagst jetzt mit Waste oder so, aber es war mit was. Wäre auch eine Option, aber nein. Und in dem Sinne, falls ihr es, je nachdem man ja schaut, noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder schlaft schön. In dem Sinne. Bis dann. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.